Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Kiffer, ein neues fantastisches Perle-Video steht an. Diesmal mit dem eingebauten Mikrofon. Die lasse ich in diesem Video, weil ich hier so ein bisschen rumtüdeln werde. Ich mit dem Lavalier-Mikrofon und auch selbst mit dem Funkset, das wird mich alles zu sehr einschränken. Ich muss mich jetzt erstmal auf das konzentrieren. Wir werden hier nämlich nachher noch rumbasteln und rumlöten. Da möchte ich hier keine Strippenwirtschaft im Weg haben. Also nehme ich das jetzt einfach nochmal, eins meiner letzten Videos, mit den eingebauten Stereo-Mikrofonen auf. Meine Kamera, meine Olympus OMD ME 5 Mark III, ist jetzt ausgerüstet mit einem UV-Filter, der jetzt auch wieder sauber ist. Also den habe ich aus Chinanetien, den habe ich bei Banggood bestellt und der kam hier an in so einer Tüte, ne? In eine andere Tüte. Da dachte ich, ey, dass der Heidi angekommen ist, echt ein Wunder. Und dann habe ich noch einen ND-Filter bestellt, so ein Neutraldichte-Filter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier könnt ihr es sehen. Den kann man, der einstellbar ist, hier, den kann man hier einstellen, wie ihr hier seht, oder auch nicht. Könnt ihr das erkennen? Ich denke schon. Also jedenfalls schraubt man den hier vorne rauf und dann kann man die Helligkeit entsprechend einstellen bis ganz dunkel, sodass man eine halbe Minute am Tag belichten kann. Und dadurch kriegt man natürlich, was Wasser und sowas angeht, die Glättung des Meeres hin und solche Geschichten. Habe ich auch für mein anderes Objektiv, aber das habe ich mir nochmal für dieses Objektiv geholt und das bringe ich mal wieder weg, weil die Klappe hier aufgeht. Die habe ich natürlich in so eine andere leere Verpackung gepackt, die ich noch so rumliegen hatte. Schutz. Wenn die Sachen schon so scheiße verschickt werden, aber von der Qualität her würde ich sagen, ist in Ordnung, vor allen Dingen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Also ich hoffe, das Bild ist okay. Aber der UV-Filter, der kam mir echt verschmutzt an, ne? Also der kam echt dreckig hier an. Den habe ich erstmal auch nicht putzen müssen von beiden Seiten, ne? Chinesen halt, ne? Aber jetzt im geputzten Zustand würde ich einfach mal behaupten, sieht das ganz gut aus. Hier ist der Link zum UV-Filter von Banggood. Wenn ihr wollt, pflaster ich euch das nochmal unter das Video. Und hier ist der Link von dem ND-Filter für kleines Geld. $8 habe ich dafür bezahlt, glaube ich, für den ND-Filter. $8, $9 und $1,50 oder sowas oder $1,90 für den UV-Filter, 52 mm an meinem Objektiv hier vorne dran. Das hat einen 52 mm Schraubanschluss. Ja, also alles wunderbar. Worum geht's in diesem Video? Ihr wisst ja, letzte Woche habe ich euch den vorgestellt. Und diese Woche wollte ich eigentlich euch die Insta-Systeme vorstellen. Hat noch ein bisschen Zeit, läuft ja nicht weg. Ich werde euch passend, weil das thematisch auch ganz gut passt, zu dem Mikool KM3 will ich euch jetzt zusätzlich noch das A95X Max vorstellen. Ich habe hier auch schon eine Festplatte, die wir da nachher einbauen werden. Das ist ja so ein Multimedia-Kasten, Android-TV-Kasten. Android-TV-Kasten mit eingebauter, wo man eine eingebaute Festplatte oder wo man eine Festplatte einbauen kann. wo man eine Festplatte einbauen kann. Und ich filme diesmal nicht mit einem Lavalier-Mikrofon, hatte ich eigentlich vor. Mache ich aber aus speziellen Gründen nicht, weil wir hier gleich noch löten werden. Also wir werden hier gleich noch auch zu dem Kasten, da werden wir gleich noch eine Optimierung durchführen. Also der Kasten ist wunderbar, aber eine Sache gefällt mir nicht und wir werden da nachher wahrscheinlich, wenn ich es denn hinkriege und die Kiste, die Schrotte, werde ich ein alternatives Raum aufspielen. Ein, wie beim Mikool, dieses Android, dieses typische Android-TV-ROM, das finde ich richtig geil. Und da gibt es, da kommen wir nachher im Einzelnen zu. Also die Kiste kann man noch pimpen. Und das werden wir auch tun. Oder werden wir versuchen zumindest.
Wenn das nicht klappen sollte, dann brauche ich das Video auch gar nicht online bringen. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin immer gut vorbereitet und vorsichtig. Allerdings müssen wir hier noch ein bisschen basteln. Wir müssen uns noch ein Spezialkabel basteln, ein spezielles USB-Kabel. Dazu muss ich hier verschiedene USB-Kabel schlachten. Eins habe ich schon geschlachtet. Und noch ein zweites USB-Kabel schlachten. Das ist hier in der Verpackung drin. Und dann müssen wir das zusammenlöten, dass wir USB-A auf USB-A haben, damit wir vom PC die Box mit der neuen Firmware beschicken können. So, hier habe ich mir mal eine Flasche Königspilsen aufgerissen. Prost, meine Lieben. Perles Säufervideos. Jetzt befinden wir uns ja eigentlich schon wieder fast im Smalltalk-Part. Die Box werde ich euch gleich vorstellen. Habt da ein bisschen Geduld, lasst uns noch mal ein bisschen Smalltalk machen. Das ist das letzte Mal doch ein bisschen sehr kurz geraten. Also schnattern wir mal ein bisschen. Wie gesagt, mit den Stereo-Mikrofonen, die hier in der Olympus eingebaut sind, in der OMD ME5 Mark III. Eine geile Kamera, echt Wahnsinn. Ich habe die Aussteuerung jetzt ein bisschen zurückgenommen, die Tonaussteuerung, weil ihr hattet gesagt, die Aussteuerung ist ein wenig heftig. Jetzt habe ich die auf 0, auf neutral gesetzt. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, die Kamera hat ein leicht höheres Grundrauschen. Das beseitige ich. Er macht immer 4 Gigabit Videodateien. Die zerlege ich und da extrahiere ich den Ton und mit Audacity entferne ich so ein bisschen das Rauschen. Da habe ich das letzte Mal ein bisschen zu tief in die Trickkiste gegriffen. Das werde ich diesmal ein bisschen dezenter machen. Und ich nehme an, jetzt ist das Rauschen auch nicht... Jetzt die Klappe halt. Ja, jetzt ist das Rauschen auch nicht ganz so extrem. Also muss ich da nicht ganz so tief in die Trickkiste greifen. Und dadurch wird der Ton natürlich noch ein bisschen besser. Also man kann das Ganze natürlich ein bisschen pimpen in der Aufbereitung des Videos, im Videoschnitt und. Aber das ist jede Menge Arbeit, Leute. Ihr macht euch keine Gedanken. Erstmal, was das 4K-Material? Der Schnitt des 4K-Materials ist brutal. Und auch die Bearbeitung ist natürlich brutal. Ich bearbeite das Bild, ich bearbeite den Ton, ich bearbeite mittlerweile alles. Und das muss ja alles manuell. Also vieles geschieht manuell. Ich habe auch einiges schon automatisiert. Aber es ist so eine Teilautomatisierung. Vielleicht mache ich da nochmal ein eigenes Video zu. Das ist ganz interessant, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie aufwendig meine Videos sind, was da an Arbeit hinter steckt. Ne? Also viele denken, ey, hat Pelle wieder ein Video hingeschlunzt. Ja, das ist nicht ein Video hinschlunzen. Das ist erstmal, das Video zu machen, ist schon Schweinearbeit, weil man da ja auch gut vorbereitet sein muss. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die eigentliche Arbeit erst nach dem Video anfängt. Ihr macht euch keine Gedanken. Ja, ich hatte eine E-Mail bekommen. Oder nicht eine E-Mail. Ich hatte doch eine E-Mail auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das einblenden kann. Ich kann es ja mal einblenden. Mir hat jemand geschrieben auf Skype. Wartet mal ganz kurz. Nicht, dass ich hier... Das möchte ich euch vorlesen. Auf Skype habe ich eine PN bekommen oder so eine Nachricht. Kann ich eine hier auch mal einblenden. Ich anonymisiere die. Es dauert alles ein bisschen hier. Mal gucken. Da haben wir es doch. Auf Skype, und das möchte ich euch dann auch vorlesen. Warte mal. Das ist es nicht. Achso. Da blende ich euch mal einen Screenshot ein. Ich lese ja nicht alles vor. Die entscheidenden Teile will ich hier rausschwärzen. So, sehe mir gerade ein neuestes Video an. Sag mal, wäre es nicht interessant und auch wichtig, im Kommen der nächsten Finanzkrise, die demnächst auf uns zurollen wird, mal ein Informationsvideo über Vorsorge und Absicherung und entsprechendes Verhalten, wenn die Krise ausgebrochen ist, zu produzieren. So, bumm. Blende ich hier mal ein. Ja, da habe ich dann zugeschrieben, dazu habe ich jetzt geschrieben, wer sich bis jetzt nicht vorbereitet hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Die Menschen werden dann schon erleben, wie denen alles um die Ohren fliegt. Und da muss man schon, und dann muss man kaufen, also Pulver schön trocken halten. Und selbst wenn ich so ein Video machen würde, es würde niemand glauben. So. Dennoch denke ich, ich habe da ja immer mal hin und wieder spreche ich dieses Thema ja an, dass wir in Kürze in eine Katastrophe reinlaufen würden. Was wird wahrscheinlich passieren? Ich kann es einfach mal sagen, was kommen wird. Das wird kommen und das ist nicht aufzuhalten. Auch wenn wir uns jetzt schon in der DDR 2.0 befinden. Aber viele Sachen, die auf das hinauslaufen, was ich gerade erzähle, viele Sachen erleben wir jetzt. Viele von euch werden es gar nicht wissen. Vor 2,5 Jahren hatte man zum Beispiel
Man konnte sein bedrucktes Baumwollgeld eintauschen in echtes Geld. Vor 2,5 Jahren konnte man davon 15.000 Euro nehmen, also 14.999 Euro, und das anonym eintauschen in echtes Geld. Ja, was ist nun echtes Geld? Ja, Sachwerte mit einem hohen, mit einem extrem hohen inneren Wert zum Beispiel. Ja, was das ist, könnt ihr euch vielleicht denken. Ja, also die Freigrenze war 14.999 und vor nicht ganz 2,5 Jahren hat man diese Grenze runtergesetzt auf 9.999 Euro, damit die Bürger eben nicht ganz so große Mengen anonym, also ihr Fiat-Geld, ihr Schuldgeld in echtes Geld umtauschen. Ja, nun haben wir nach 2,5 Jahren oder noch nicht mal 2,5 Jahren, na doch, nach 2,5 Jahren haben wir die Situation, dass diese Grenze sollte am 10. Januar auf 1.000 Euro abgesenkt werden. Dafür bekommt man noch nicht mal eine Unze Gold. Dafür könnt ihr euch noch nicht mal eine Unze Gold kaufen. Da das aber ein sehr drastischer und auch offensichtlicher Schritt wäre, wo die Bürger das schnallen würden, was eigentlich dahinter steckt. Jetzt habe ich hier Schmutz auf der Linse. Jetzt sage ich, ich habe hier eine neue Linse, die habe ich sauber gemacht, dieses hier. Ist ein Fussel drauf. So, jetzt ist er weg. Also da das ein bisschen sehr offensichtlich wäre, was da abgeht gegen die Bürger und was da versucht wird, wurde diese Grenze auf 2.000 Euro abgesenkt. Viele werden es von euch wahrscheinlich gar nicht wissen. Ab 10.01.2020 müsst ihr euch nackig machen, wenn ihr, also sind anonyme Tafelgeschäfte nur noch bis 2.000 Euro, also 1.999 Euro möglich. Ihr wisst, der Goldpreis liegt bei 1.400 Euro. Und er wird in Kürze, ich nehme an, Januar, Februar, März sind eigentlich sehr gute Goldmonate, er wird noch weiter steigen. Also wir werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, werden wir wahrscheinlich Kurse weit ab über 2.000 Euro sehen, also über dieser Grenze. Und diese Grenze ist ja nicht zementiert, das ist nur ein Zwischenschritt. Also wir gehen dahin, dass der Staat völlige Kontrolle über das haben will, was der Bürger mit seinem Geld macht. Es findet ja schon statt, sogar freiwillig, dass die Leute fast nur noch beim Einkaufen ihre EC-Karte benutzen. Für jeden Scheiß benutzen sie ihre EC-Karte. Selbst bei Aldi, bei Kleinstbetrieben benutzen sie ihre EC-Karte. Sprich, die Banken sind der Staat im Grunde genommen. Der Staat hängt da ja voll mit drin. Der Staat weiß im Grunde genommen genau, wann ihr was kauft und wofür ihr euer Geld ausgebt. Er hat die totale Kontrolle über euch. Und die Leute geben diese Kontrolle freiwillig ab, indem sie nur noch bargeldlos bezahlen oder viele bargeldlos bezahlen. Wir steuern auf ein Bargeldverbot hin. Die 500-Euro-Scheine sind mittlerweile abgeschafft. Den 200, dann geht es in Kürze wohl auch in Kragen. Und so geht es immer peu à peu weiter, immer so in kleinen Stufen, so wie auch mit den Tafelgeschäften. Da aber in großen Stufen. Von 15.000 auf 10.000 und jetzt 2.000. Ja, wir wissen, wohin die Reise geht. Der Staat möchte nicht oder möchte wissen, wer sein Geld eintauscht, damit er es ihm nachher effektiv wieder wegnehmen kann. Ne? Also das Fiat-Geld, das Schuldgeld eintauschen in echtes Geld und der Staat weiß, wer hat das echte Geld und den gehen sie nachher an Kragen und den nehmen sie es nachher weg. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, den Leuten das Geld wegzunehmen. Wir wissen alle, Europa ist pleite, Deutschland ist pleite, eigentlich sind alle pleite. Extrem pleite sind natürlich hier so Griechenland, Zypern, Italien, Spanien. Und das Geld wird natürlich jetzt gedruckt und gedruckt und gedruckt, um den ganzen Krempel da am Laufen zu halten. Was wird also jetzt in Kürze passieren? Also wir werden, wer die Presse beobachtet, wer die Presse liest, wer Zeitungen liest, wer Nachrichten guckt und, auch von den Privaten, aber auch von den Öffentlich-Rechtlichen, wird kaum das Wort Rezession hören, nur Rezessionsangst und wir sind dabei, in eine Rezession abzuschlittern und das wäre ja ganz doof und überhaupt ein Hin und Her. Und nun sagen sie schon wieder, der Wirtschaftsaufschwung ist schon wieder da, der Wirtschaftsaufschwung mit 0,1%. Plus, die verkaufen uns das als Wirtschaftsaufschwung, dass es wieder nach oben geht. 0,1 plus sind wir. Das heißt also, stecken wir mitten in der Rezession oder wir sind dabei, in der Rezession abzugleiten. Wir sind quasi in der Rezession, aber sie verkaufen uns das immer noch als Wirtschaftsaufschwung. Die Zeiten werden bald vorbei sein. Das werden sie uns nicht mehr lange verkaufen können. Immer weniger Leute glauben das auch. Und man sieht es ja auch an der Automobilindustrie, an den Banken, was da gerade passiert. Also Massenentlassung ohne Ende. Daimler wird, glaube ich, 10.000 Leute entlassen und die ganzen Zulieferer gehen pleite. Kurzarbeit überall. Ich glaube, in 600 Betrieben gibt es Kurzarbeit und. Aber darüber redet man nicht so gern. Das muss man den Leuten ja nicht unbedingt so sagen. Also jedenfalls Riesenentlassungswellen. Überall werden Leute entlassen. Und das ist erst der Anfang. Was wird passieren? Werdet ihr euch jetzt fragen. Ich kann es euch sagen. Es ist eigentlich ganz normal, was immer passiert. Was in den letzten 100 Jahren schon oder in den letzten mehreren hundert Jahren, in der Menschheitsgeschichte immer passiert ist. In der
aktuellen Phase würden wir mal sagen, so die letzten 150 Jahre so, ne, mit dem Bankensystem und dass man es so ein bisschen nachverfolgen kann, was da eigentlich passieren wird. Also wir befinden uns am Ende eines Zykluses, eines Geldzykluses. Die Staaten sind alle überschuldet, die Bevölkerung ist überschuldet, alle sind komplett überschuldet, alle sind sie pleite. Das ganze System, das ganze Spiel hätte normalerweise, wäre fast zusammengebrochen 2009. 2009 standen wir echt 2 Tage kurz vor einem Bankenrun und dem Totalkollaps. Mit viel, viel Steuergeldern konnte das, also wir haben das Ganze noch gerettet, wie wir Steuerzahler, mit viel, viel Geld konnte das Ganze noch eingegrenzt werden. Und da es ja ein systemisches Problem ist, ist die EZB natürlich dabei, dieses systemische Problem durch das Drucken von Geld in den Griff zu bekommen. Oder die Problemlösung, die nachher letztendlich bedeutet, eine Währungsreform, die Problemlösung Jahre und Jahre nach hinten zu schieben. Mittlerweile läuft das Ganze schon 10 Jahre. Gelernt hat keiner daraus. Die Verschuldungssituation ist noch massiver geworden. Die Tages-2-Salden, wo liegen wir dabei? 1 Billiarde Euro, die schießen in den Himmel. Die USA sind bis zum Arsch verschuldet. Europa ist bis zum Arsch verschuldet. Es fehlt nur noch eigentlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist in der Regel die Wirtschaft. Das bedeutet, die Wirtschaft nach diesem künstlichen Boom, was ja eigentlich gar kein Boom war, und seit der Einführung des Euros 2000, wann wurde da eingeführt? 2001, ne? 2001, 2000 oder 2001, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Irgendwie so, ich glaube 2001 wurde der Euro eingeführt. Seitdem wir den Euro haben, hat der Euro 80% an Kaufkraft verloren. 80%, ihr könnt es ja selbst ausrechnen oder ihr seht es ja selbst, was ihr damals für, zum Beispiel für ein Taxi, für normale Sachen, für ein Taxi bezahlt habt, was ihr heute für ein Taxi bezahlt. Ihr zahlt also das, was ihr damals in D-Mark bezahlt habt, zahlt ihr heute in Euro. Und ein Euro hat einen Wert normalerweise von ein Wechselkurs von 1,95, 58 war das, glaube ich. Ne? Also der Euro, der ist massiv unter die Räder gekommen. Ne? In anderen Bereichen sogar noch mehr. Ne? Wir sehen es auch an den Stromkosten und, und. Also wie beginnt das, was passiert, wenn es zu Ende geht? Es geht mit in verschiedenen Zyklen zu Ende, wie es schon immer zu Ende gegangen ist. Es gibt erstmal eine Rezession. Dann kommt eine Deflation. Dann kommen Unternehmenspleiten. Dann kommen Bankenpleiten. Dann, wenn die Banken pleiten kommen, kommt die Verstaatlichung der Banken. Sozialismus, DDR2, DDR 3.0 wäre das dann schon. Wir befinden uns ja schon in DDR 2.0. Dann kommt die Verstaatlichung der Banken. Dann fängt die EZB an, total durchzudrehen, um das Ganze überhaupt nur zum Laufen zu halten. Da wird Helikoptergeld abgeschmissen, dann kriegt jeder Bürger 10.000 Euro oder sowas, ne, zum sinnlosen Konsumieren. Die Zinsen werden noch massiver gesenkt, damit der Konsum so ein bisschen um das, was vorher gelaufen ist, sozusagen wieder abzufedern oder vielleicht sogar rückgängig zu machen, was natürlich gar nicht möglich ist, weil es ja jetzt schon nicht funktioniert durch das massive Drucken von Geld. Dann kommen Ankaufprogramme, die Minuszinsen von der EZB, wo wir uns ja auch schon fast drin befinden. Wir befinden uns schon am Anfang einer Minuszinsphase. Muss mein Handy gleich mal ein bisschen leiser machen. Am Anfang einer Minuszinsphase. Das geht aber durch die Frau Lagarde. Wird das wahrscheinlich, die hat ja auch eine ihre Hausaufgaben, die ist echt brandgefährlich. Wir dachten schon, der Draghi hat ein Rad ab. Aber die Lagarde ist nochmal völlig, die ist völlig irre. Aber das hat auch alles System und Plan, was die so machen, also aus deren Sicht, ne? Dann kommen die Minuszinsen. Dann kommt eine Inflation. Danach kommt eine Hyperinflation. Darauf folgt der Euro-Kollaps und das Ende vom Lied ist nachher eine Währungsreform. Mit all seinen negativen Effekten, die wir schon mal hatten, schon öfter hatten. Das letzte Mal 1948, viele Leute können sich da gar nicht mehr dran erinnern. Zum Beispiel Eigenheimbesitzer, die wurden da ganz schön zur Kasse gebeten durch den Lastenausgleich. Mit Zwangshypotheken wurden die Gebäude belastet und die Leute, also aus dem Nichts sozusagen, hatten sie mit mal einen Riesenberg Schulden am Nacken, den sie den Staat zurückzahlen mussten. Also der Staat hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann den Leuten alles wegnehmen, er kann die Leute enteignen, das findet ja jetzt schon statt, und, um das ganze Karussell noch am Laufen zu halten. Und die Leute ausbeuten. Da gehört natürlich auch so Sachen wie Leiharbeit und sowas dazu. Also moderne Sklaverei. Wobei natürlich das reine Arbeiten auch schon eine Art von moderner Sklaverei ist. Aber Leiharbeit ist sozusagen Sklaverei 2.0. Also das ist das allerletzte. Aber das muss halt so gemacht werden, um das ganze Rad noch am Laufen zu halten, den Zusammenbruch sozusagen noch nach hinten zu schieben. Wir befinden uns meiner Meinung nach werden wir nächstes Jahr eine Rezession sehen. Und wenn wir diese Rezession sehen werden, denn findet eine Kettenreaktion statt. Auf die Rezession folgt eine Deflation. Die Leute halten ihr Geld zusammen.
Die Leute fangen an zu horten. Sie horten ja jetzt schon. Die EZB druckt Geld und Geld und Geld und bringt Geld in Umlauf und das Geld versickert und verschwindet und kommt nicht in Umlauf. Das heißt also, es hat das, was die EZB erreichen will, hat keinerlei Effekt. Es funktioniert einfach nicht. Der einzige Effekt, den dieses viele Geld hat, ist, es sucht sich neue Kanäle, es wandert in Aktien. Deswegen bildet sich eine riesen Aktienblase, oder es hat sich eine riesen Aktienblase, eine riesen Immobilienblase gebildet. Überall bilden sich Blasen, weil das Geld sich natürlich neue Wege sucht. Irgendwo wird es geparkt. Aber es wird, also es geht nicht um Umlauf. Das Ziel des Ganzen ist ja, das Geld soll im Umlauf bleiben. Es bleibt aber nicht im Umlauf, sondern es verschwindet. Es wird gehortet im Grunde genommen. Es wird gehortet in Immobilien, in Aktien und sonst anderen Geschichten, was es alles so an Spinnereien gibt. Ne? Also dann kommt die Deflation, die Leute horten noch mehr, die halten das Geld noch mehr zurück, weil sie denken, warte mal, die Waren werden immer billiger, warte ich noch einen Monat, dann kriege ich das Auto eben 1.000 Euro oder 2.000 Euro günstiger. So, und so denkt dann nachher jeder, das Geld, denn gibt es überhaupt kein Geldumlauf mehr. Und dann beginnen die Unternehmenspleiten, weil die Unternehmen natürlich nichts mehr absetzen können, wenn die Leute nicht konsumieren. Und Unternehmenspleiten, dazu muss ich nichts sagen. Wir stecken ja schon ein bisschen drin. Das Problem bei den Unternehmenspleiten ist, durch dieses billige EZB-Geld der letzten 10 Jahre, hat sich hier eine Scheinwirtschaft in Deutschland, aber auch in ganz Europa aufgebaut. Firmen, da agieren Firmen mit 1.000, 10.000, 100.000 Mitarbeitern, die total unprofitabel sind und die im freien Markt längst pleite gegangen wären. Die halten sich nur noch über billiges Kreditgeld, halten sie sich über Wasser und werden sozusagen gesponsert. Und diese Kandidaten werden die ersten sein, die umkippen. Und das wird natürlich eine Katastrophe sein für die Banken, weil die können das gar nicht alles abschreiben. Da laufen nachher Summen auf Abschreibungssummen, die Banken einfach nicht mehr leisten können. Das bedeutet natürlich, die Bank geht in die Pleite. Und wer gute Connections in die Bankenszene hat, wie lange darf ich noch? Ich mach mal aus, wenn die Bankenszene hat. Und vielleicht ein Bankster, mit einem Bankster mal redet, Klartext redet, der kein Maul, also hinter vorgehaltener Hand, pfeifen sie jetzt schon die Spatzen von den Dächern, dass die Banken pleite sind. Aber da gehört noch nicht viel zu. Wir wissen es, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die sind quasi schon pleite, die sind bloß zu faul umzukippen. Und die Deutsche Bank ist eine systemrelevante Bank. Wenn die umkippt, dann könnte eine Kettenreaktion in Gang treten. Also da bräuchten wir gar nicht auf die Rezession warten oder auf die Deflation oder Unternehmenspleiten. Es reicht schon, wenn so ein dicker Klotz umkippt. Ne? Weil unser Geldsystem funktioniert nur deswegen, weil die Menschen noch vertrauen in die bedruckte Baumwolle, die einen Wert, ich glaube, so ein 200-Euro-Schein hat einen Wert von einem halben Cent oder sowas. Ne? Also ist der innere Wert ein halber Cent. Und dahin wird dieser 200-Euro-Schein auch wieder zurückgehen. Kann man nachher zum Heizen vielleicht ganz gut benutzen. Das hat man ja schon mal gemacht, dass man anstatt das Geld auszugeben, es verheizt hat, weil der Brennwert des Geldes mal höher als der Kaufwert. Ne? Also Wahnsinn. Ne? Und dann kommen eben die Bankpleiten. Also wann könnte dieser Kreislauf, der nachher in der Währungsreform mündet, wann könnte es beginnen? Ich nehme an, nächstes Jahr fängt es an. Und wir reden hier nicht über, dass in einer Woche passiert das, nächste Woche passiert das, nächste Woche passiert das. Das geht über Quartale. Also ist wahrscheinlich das ganze nächste Jahr, werden wir sehen oder werden wir wahrscheinlich erleben, dass es eine Rezession geben wird. Und denn das wäre dann 2020. 2021 unter Umständen könnten wir schon die ersten Unternehmens, also da spricht man ja auch von Zombie-Firmen, das geflügelte Wort Zombie-Firmen, da werden die Zombie-Firmen umkippen. Und wenn die Zombie-Firmen umkippen, und die sind eine Riesengefahr, diese künstlichen Firmen, die total sinnlose Produkte für einen sinnlosen Markt produzieren, also die quasi Verluste produzieren, aber nur überlebensfähig sind über die Kredite. Was in China übrigens auch der Fall ist. In China funktioniert das fast nur so. Die ganzen großen Unternehmen funktionieren nur so. Die produzieren jedes Jahr Verluste und werden nur gestützt durch günstige Kredite oder vielmehr auch durch den Staat. Das ist ja alles Kommunismus da, Kommunismus pur. Da werden Riesensummen reingepumpt, um die einfach künstlich am Leben zu halten. Wenn aber hier in Deutschland oder in Europa die ersten größeren Unternehmenspleiten auftreten, dann ist Höchste Eisenbahn. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich 2021, könnte das passieren. Also nächstes Jahr rechne ich noch nichts mit was Großem. Also da wird die Wirtschaft runtergehen und dann wird es Entlassungen geben und solche Geschichten halt. Und das immer verstärkter wahrscheinlich, das muss man genau beobachten. Und dann geht es nachher los, dass es an die Unternehmen geht, dass die Unternehmen Pleite anmelden. Bei einem Unternehmen oder zwei wäre es ja kein Problem. Jetzt stecken schon 600 Firmen in Deutschland, machen schon Kurzarbeit. Das ist natürlich schon das erste Warnsignal.
Und wenn die großen Unternehmenspleiten nachher kommen, dann werden die Banken das irgendwann nicht mehr abschreiben können, dann werden die Banken mit dem Rücken zur Wand stehen und pleite gehen. Die Banken sind quasi jetzt schon pleite. Sprecht mal mit einigen Banks dann, wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen Connections habt, und lasst euch da mal die Situation der Banken erklären, wenn ihr es denn überhaupt schnallt, oder wenn der Typ überhaupt schnallt, was da eigentlich gespielt wird, viele wissen es, aber man redet da nicht drüber. Man muss die Leute nicht verunsichern, ne? Weil dann würde es nämlich zu einem Bankenrun kommen und das soll um jeden Preis verhindert werden. Deswegen findet ihr in den Medien, in den Zeitungen und solche kritischen Berichterstattungen werdet ihr niemals erleben. Wenn nur eben bei NTV, dann sagen sie nein, das Wort mit dem R am Anfang, ne? Also wegen Rezession. Ne? Jetzt sagen sie manchmal auch Rezession, aber eben sehr, sehr abgeschwächt und sehr abgemildert und weichgespült. Ne? Sehr weichgespült durch die rosa Brille, ne? Um die Leute bloß nicht zu verunsichern. Wenn die Unternehmenspleiten eben kommen, kommen auch die Bankenpleiten. Und wenn die Bankenpleiten kommen, dann kommen wir uns mal anziehen. Dann wird es wirklich haarig. Und die Bankenpleiten werden wahrscheinlich nicht 2021, also es könnte sein, dass wir nächstes Jahr das Jahr der Rezession haben, das Jahr drauf, das Jahr der großen Pleiten und vielleicht Ende des Jahres, also wir sprechen von 2021, das ist meine persönliche Meinung, werden wir erleben, dass die Banken dann nachher umkippen. Und verstaatlicht werden sie wahrscheinlich in 2 Jahren oder sowas. Ne? Also wenn die Bank umkippen, dann werden sie sofort verstaatlicht. Sie müssen gerettet werden und der Staat wird das tun. Ne? Also wir sind ja der Staat. Wir werden es tun. Wir werden es tun müssen, um das ganze Spiel noch ein bisschen versuchen, künstlich am Laufen zu halten über Steuergelder, wenn wir wieder für die Scheiße, die Banken da fabriziert haben oder die EZB gerade stehen müssen. Aber wir können halt nicht dafür gerade stehen. Das ist eben das große Problem. Ja, dann wird die EZB natürlich alles unternehmen, wenn die Banken nachher pleite gehen und verstaatlicht sind, wird die EZB alles unternehmen. Also wenn das Schiff sozusagen schon am Sinken ist, eigentlich schon abgesoffen ist, dann wird die EZB alles machen. Die wird Helikoptergeld rausballern, die werden Minuszinsen, -5, -6, -7%, damit die Leute Geld, wieder Schuldgeld produzieren, um diese Schuldgelder in Umlauf zu bringen, um das Ganze noch am Laufen zu halten. Aber das wird nicht funktionieren. Es hat noch nie funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Selbst die Maßnahmen der EZB funktionieren ja jetzt schon nicht auf die letzte Dekade gesehen. Es hat nicht funktioniert. Ne? Und man hat das Ganze nur nach hinten verschoben. Auf Kosten der Steuerzahler. Also man hat uns quasi kalt enteignet vom Rücken. Durch den Rücken. Wie sagt man immer? Durch den Rücken. Warte mal. Durch die Brust von hinten. Von hinten ins Auge, ne? Durch die Brust von hinten ins Auge, so sagt man, glaube ich. Also so durch die Hintertür hat man uns, oder ist man dabei, uns quasi zu enteignen, ne? Findet jeden Tag statt, auch über die Schwächung unserer Währung, ne? Über die Inflation nennt man das ja. Ne? Angeblich haben wir ja gar keine Inflation. Dem ist aber nicht so. Wir haben eine relativ hohe Inflation, ich glaube von 7 oder 8%. Also die Inflation ist schon richtig gesalzen, die wir haben. Es gibt ja die offizielle und die inoffizielle Inflation. Also da könnt ihr euch ja mal belesen, wo das da ungefähr liegt. Ich meine so zwischen 7 und 8%. Also die Inflation ist schon heftig, aber es ist noch keine Hyperinflation. Ja, aber das wird nachher kommen, diese Hyperinflation. Die Inflation und die Hyperinflation. Die Inflation wird massiv anspringen, wenn diese Maßnahmen der EZB dann nachher kommen, wenn die Banken pleiten, also wenn das Schiff schon abgesoffen ist. Und das ist dann sozusagen der letzte Akt in einem Akt der Selbstvernichtung. Dann wird der Euro scheitern. Es wird vielleicht könnte es noch sein, dass sie noch sagen, pass mal auf, wir haben noch Deutschland, Frankreich. Frankreich ist vielleicht keine ganz so gute Idee, aber dass man irgendwie 4, 5 Staaten nimmt und dass man sagt, pass mal auf, da versuchen wir den Euro noch zu halten als echten Euro. Als Euro 2.0, das wird aber auch nicht funktionieren. Also die werden sich da ganz wilde Konstrukte einfallen lassen und viele auch außen rausfallen lassen, um den Euro irgendwie doch noch zu retten, der ja rettungslos verloren ist. Und ganz am Ende des Ganzen steht nachher die Währungsreform. Wird es eine neue Währung gehen, das geht dann schnippi-schnippi und dann heißt es so, das war's jetzt. Mit allen Konsequenzen, die wir schon mal hatten, was Währungsreform angeht, zum Beispiel Zwangshypotheken, also der Lastenausgleich, Zwangshypotheken. Viele denken ja, oder jetzt könnte man natürlich fragen, wie kann man seine Knete in Sicherheit bringen? Ja, da gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Also doch, es gibt einige Möglichkeiten. Also ihr könnt euch ja Wein oder Whisky in den Keller stellen. Ihr könnt euch auch Kernseife kaufen als Tauschmittel mal oder sowas. Das gibt auch diese, wie heißt diese Prepper oder sowas. Ich meine, die sind völlig behackt. Oder Rasko-Dosen, 5000 Rasko-Dosen. So schlimm wird es nicht kommen. Also die werden nicht das Licht ausmachen, dass wir dann hier so marodierende Banden haben. Also das wird der Staat zu verhindern wissen. Unter allen Umständen. Ne? Also keine Panik, Anarchie wird es sicherlich nicht geben.
Aber es wird ganz übel werden mit Lebensmittelscheinen und ich habe keine Ahnung, was da noch alles passieren könnte. Aber der Staat versucht, muss sich natürlich dann in dieser Situation entschulden. Das heißt, alles, was ihr an Schulden habt und alles, was der Staat an Schulden hat, wird bezahlt, muss beglichen werden. Und wo holen sie das? Bei den Bürgern. Ja, fasst mal einen nackten Mann in die Tasche. Aber es gibt genug Möglichkeiten, einen nackten Mann in die Tasche zu greifen. Zum Beispiel die kleinen Häuslebauer. Es wurde ja 40 Jahre lang propagiert. Kauft ein Haus, macht Eigentum. Kauft euch Eigentum, kauft euch ein Grundstück, kauft euch ein Haus. Ja, wunderbar. Das könnt ihr nicht mitnehmen, wenn ihr mal auf der Flucht sein solltet. Das Haus ist immer fest. Und das kann man natürlich wunderbar besteuern mit einem Lastenausgleich einer Zwangshypothek. Dann heißt das nachher von einem Tag auf den anderen, du bist uns jetzt, oder jeder Häuslebauer ist uns jetzt, oder nach Quadratmeter, ich habe keine Ahnung, wie das nachher funktioniert, 50.000 oder 100.000 Euro, so, gib uns das oder wir nehmen dir dein Haus weg. So einfach ist das. Zwangsenteignung nennt man das. Ne? Also, eine Zwangshypothek, die ihr bedienen müsst. Ja, wenn ihr kein Geld habt oder wenn das Geld nichts wert ist, wie wollt ihr das denn bedienen? Ne? Oder in einer neuen Währung. Was wird passieren bei einer Währungsreform? Solltet ihr 10.000 Euro Guthaben haben, dann wird das, sagen wir mal, der Euro wird ersetzt durch die Neumark, nennen wir die mal. So, und dann ist der Wechselkurs 1 zu 100. Das heißt also, ihr habt 100 Euro, dann kriegt ihr eine Neumark. Und dann denkt ihr, oh wunderbar, meine Schulden, ich bin hier bis über beide Ohren verschuldet. Ich habe hier die ganzen Mist hier, Samsung Galaxies und iPhones und diesen ganzen Wohlstandsplunder, den habe ich mir ja auf Kredit gekauft. Wunderbar, da bin ich ja super entschuldet, wenn die Banken alle pleite sind. Nein, die Schulden werden auch umgestellt, aber nicht so günstig, nicht 1 zu 100, also für 100 Euro eine Neumark, sondern wenn ihr 100 Euro Schulden habt, dann habt ihr 3 Neumark Schulden. Als Beispiel jetzt, oder es kann auch 4 Neumark sein. Das heißt also, die Leute, die Schulden haben, die sind richtig hart gekniffen, weil die massive Probleme haben werden, dieses Geld zurückzuzahlen. Und es wird sich, wenn sie es nicht zurückzahlen können, ja, dann müssen sie versklaven, dann werden sie wahrscheinlich alles prostituiert oder so. Ich habe keine Ahnung, wozu der Staat noch fähig ist. Vielleicht Zwangsprostitution, sowas, keine Ahnung, dann wird die verkauft nach Asien, aber die werden wahrscheinlich auch alle drauf gehen, ne, finanziell, ne? Keine Ahnung, oder ihr werdet an die Marsianer verkauft oder sowas, ne? Oder ihr müsst, sie zapfen euch euer Blut ab, oder ich habe keine Ahnung, was die noch alles machen, ne? Jedenfalls, ihr müsst die Knete bezahlen. Wie kann man sich davor schützen? Also, wir werden richtig einen Arsch voll kriegen. Wie kann man sich davor schützen? Indem man keine Schulden hat. Eigentum, würde ich sagen, ist noch sinnvoll. Man sollte in Sachwerte gehen. Betongold gehört natürlich auch dazu. Allerdings nicht alles. Investiert bloß nicht eure gesamte Knete in irgendwelche Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser. Und wenn ja, bezahlt die bar. Finanziert die. Um Himmels Willen finanziert die nicht. Weil dann habt ihr Schulden, dann seid ihr am Arsch. Ich sagte ja schon, aus 100 Euro Schulden werden dann 4 Neumark Schulden. Aber aus 100 Euro Guthaben werden dann nur eine Neumark Guthaben. Ja, also das werdet ihr im Leben nicht bezahlen können. Da werdet ihr euch krumm machen müssen und da werdet ihr Zeit eures Lebens, die werden euch alles wegnehmen, was ihr denn noch habt. Alles, die werden euch eure Häuser wegnehmen. Das geht rucki-zucki, das wäre ja jetzt sogar auch schon möglich. Wenn ihr einen Baukredit, ja, eine Hypothekdarlehen habt, womit ihr euer Haus bedient. Und ihr verliert zum Beispiel euren Arbeitsplatz, dann hat die Bank eine Sonderkündigungsklausel und kann sagen, okay, alles klar, wir wollen jetzt das Geld zurück. Könnt ihr natürlich nicht bezahlen, wenn ihr 100.000 Euro aufgenommen habt. Dafür habt ihr ihren Kredit laufen. Aber diese Möglichkeiten gibt es. Das ist jetzt schon alles eingebaut. Das könnten sie jetzt sogar schon machen. Ich weiß gar nicht, ob schon gemacht wurde oder gemacht wird, aber es wäre rein theoretisch möglich. Schon jetzt. Also sie werden euch alles wegnehmen. Die werden sagen, pass mal auf, euer Haus, so, 50.000 Neudeutschmark kriegen wir jetzt, Zwangshypothek, zahlen oder raus. So, und dann stehst du denn da. Denn das ist also quasi Zwangsenteignung. Ja, solche Sachen werden laufen. Also keine Schulden. Also Schritt Nummer 1, keine Schulden haben. Nicht einen einzigen Euro dürft ihr an Schulden haben. Nicht einen Euro. Wenn ihr konsumiert, gebt bezahltes bar. Am besten bar. Nicht mit EC-Karte oder sonst irgendwas. Ihr könnt es auch mit der EC-Karte bezahlen, aber bezahlt es. Und wandert dafür nicht ins Minus. Macht dafür keine Schulden. Ganz gefährlich. So, jetzt muss ich mal was trinken. Jetzt bin ich ein bisschen fusselig. Ja, Immobilien gut, wenn sie bezahlt sind. Dann müsst ihr aufpassen, in dieser Phase, die ich euch ja gerade gezeigt habe, bei der Rezession, bei den Unternehmenspleiten und auch spätestens bei den Bankenpleiten, da wird es rappeln im Karton, was die Aktienmärkte angeht und auch die Immobilien, was den Immobilienmarkt angeht.
wo heute Leute denn für 200.000, 300.000 Euro eine Immobilie kaufen, die werden ins Bodenlose fallen. Die kriegt ihr nachher für 30.000 Euro in die Höhe geschmissen. Die Dinger. Und die will immer noch keiner haben. Seid da bloß vorsichtig. Ich würde mir heute keine Immobilie kaufen. Ich würde sie für 30.000 Euro kaufen. Vielleicht zwei oder drei, je nachdem. Da muss man gucken, wie man das strategisch hinbekommt. Also keine Schulden, ganz wichtig. Habt eine ordentliche Kriegskasse an Cash auf Vorrat, dass ihr, wenn die Banken pleiten kommen, wird der Aktienmarkt kollabieren und das richtig massiv. Das wird einen richtig heftigen Crash geben. Und damit meine ich nicht 10% runter oder 20%. Also es wird 80, 90 oder vielleicht sogar 95% des Aktienwertes wird wegschmelzen. Da werdet ihr die Aktien für 5% des Preises von heute hinterhergeschmissen bekommen. Und dann will sie wahrscheinlich auch noch keine haben. Also wer da noch ein bisschen Geld hat, der sollte dann zuschlagen. Wenn der Aktienmarkt kollabiert, müsst ihr euer Geld umschichten. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte man sie umschichten in Werte, die in Daimler-Benz, VW, Höchst, ThyssenKrupp in europäische Unternehmen? Ich würde sagen, nein, macht es nicht. Weil wenn der Euro den Bach runtergeht und die Chance ist groß, dass der Euro den Bach runtergeht und der US-Dollar den Euro auf jeden Fall überleben wird, investiert in amerikanische Aktien. Ich habe mal einen Zettel gemacht, das ist mein Notfallzettel. Was für Firmen ich zum Beispiel kaufen werde. Ich werde mir zum Beispiel, kommt immer darauf an, wie stark solche Aktien fallen. Facebook, Amazon, ich zähle jetzt mal ein paar auf. Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Johnson & Johnson, ExxonMobil, TNT, Procter & Gamble, General Electric, Pfizer, Verizon, Coca-Cola, Chevron und United Health. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Das sind ein paar US-amerikanische Aktien, die ich mir dann ins Depot legen werde. Aber erst dann, wenn es richtig rappelt, wenn es richtig knallt, wenn die alle aus dem Fenster springen und durchdrehen, dann kaufe ich solche Aktien. Aber das ist nachher für den, also haltet euer Pulver trocken, um nachher Schnäppchen aufzusammeln. Wenn alle anderen aus dem Fenster springen und alle anderen komplett am Rad drehen und sagen, verkaufen, 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 dann müsst ihr einsteigen, dann müsst ihr kaufen. Und nicht alles auf einmal, sondern gepulst. Weil solche Crashs, das fällt nicht von einem Tag auf den anderen runter, sondern es geht in Zyklen. Es geht zyklisch runter, aber in doch relativ kurzer Zeit. Also reden wir nicht von 3 Jahren oder sowas. Das wird sich innerhalb von ein paar Monaten abspielen, dieser Crash. Aber er wird zyklisch runtergehen. Und wenn ihr schon beim ersten Zyklus euer gesamtes Pulver verschossen habt, dann ärgert ihr euch nachher. Dann habt ihr zu teuer zugeschlagen. Also immer noch ein bisschen was überbehalten, dass ihr immer noch mal nachkaufen könnt, wenn sie es noch weiter verbilligt. Also müsst ihr ein bisschen clever vorgehen. Antizyklisch vor allen Dingen. Die nächste Möglichkeit wäre halt eben euer einen großen anderen Teil eures Geldes in Sachwerte umzuschichten. Also euer bedrucktes Papiergeld in, also Unternehmensanteile, also Aktien sind meiner Meinung nach eine gute Sache. Viele Firmen von denen, die ich jetzt vorgelesen habe, die werden vielleicht die nächste große Krise gar nicht überstehen. Aber die Firmen, die große Krise überstehen werden, und da sind einige dabei, damit macht ihr nachher euren Reibach. Und das wird euch den Arsch retten. Eine weitere Möglichkeit ist es natürlich auch in Sachwerte zu gehen, in andere Sachwerte. Wir hatten ja schon Immobilien, aber es ist ein bisschen gefährlich. Aktien gehören auf jeden Fall dazu. Und eben Sachwerte mit einem hohen inneren Wert. Was könnte dazu zählen? Also man könnte Whisky nehmen. Man könnte gute Weine könnte man sammeln. Man könnte, ich hätte fast gesagt Edelmetalle. Man könnte Edelmetalle sammeln. Aber da besteht immer die Gefahr, dass es ein Verbot gibt, ein Goldverbot. Aber es kann nicht schaden. Also man sagt immer so, zum Beispiel auch bei Silber, man sagt immer, pro Kilo Körpergewicht sollte man 1 Kilo Silber zu Hause haben. Platin finde ich auch sehr, sehr interessant. Wobei Platin natürlich ein Metall ist, wo noch 95% Mehrwertsteuer dazu kommt. Allerdings drauf geschissen. Selbst wenn bei Silber Mehrwertsteuer zukommen würde. Silber ist ja steuerpflichtig, wenn ihr Silber kauft. Allerdings ist das nur eine Differenzbesteuerung. Sprich, es wird nur versteuert, der Einkaufspreis, die Differenz, Einkaufspreis beim Händler zum Verkaufspreis. Diese kleine Differenz wird versteuert mit 19%. Das ist die Differenz, also die Differenzbesteuerung. Ansonsten ist das Zeug, das ist quasi steuerfrei. Gold ist sowieso steuerfrei. Und sollte man immer ein bisschen zu liegen haben, wie groß diese, man sagt so als Faustformel, man sollte so. Also 3.200 Unzen sollte man schon gesichert irgendwo verteilt haben. Nicht zu Hause, sondern in irgendwelchen Schließfächern vom Privatunternehmen oder wie ihr das auch macht. Das ist also, es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, diese Sachen
zollfrei lagern zum Beispiel. Aber da muss man auch aufpassen, weil man weiß nicht, wie das aussieht mit der Besteuerung später mal, wenn man darauf Zugriff braucht oder wenn man es haben möchte. Zum Beispiel in der Schweiz oder sonst irgendwo. Muss jeder selber wissen. Es gibt auch die unterschiedlichsten Varianten. Notfalls könnt ihr es ja im Wald vergraben. Das ist euch, ne? Und wenn ihr daran bist, dann buddelt ihr das wieder aus. Als Beispiel jetzt. Ne? Ja, aber das ist auch nicht mehr so einfach. Das könnt ihr auch nicht mehr machen. Ab dem 10.01.2020, weil die Freigrenze für anonyme Tafelgeschäfte auf 2000 Euro runtersackt. Und es wird wahrscheinlich auf 1000 Euro noch weiter runtergehen. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Das heißt, ihr werdet in Kürze noch nicht mal mehr eine Unze Gold kaufen können. Anonym, sondern ihr müsst euch da komplett ausweisen, komplett nackig machen. Das wird an den Staat übertragen. Der Staat weiß, dass ihr euch Gold gekauft habt und kann euch das natürlich auch entsprechend wegnehmen, wenn ihr nicht plausibel belegen könnt, was ihr mit dem Zeug gemacht habt. Ne? Eine ziemlich haarige, verfahrene Situation mit großen Möglichkeiten, mit großen Chancen auch für Leute, die so ein bisschen nachdenken. Ne? Also ich erlebe es ja in meinem Bekanntenkreis, was die Leute da so fabrizieren. Ich schlage die Hände über den Kopf zusammen. Es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe, was die Leute machen. Also obwohl die schon wenig haben, rennen die in ihre eigene Katastrophe rein. Angefeuert durch die Medien, durch die Presse, durch die Werbung, werden die Leute so in Versuchung geführt, um das Ganze noch am Laufen zu halten. Und sie sind zum Schluss, wenn es wirklich knallen sollte, und es wird knallen, sind sie nachher die Vollgearschen. Ne? Immobilien, haben wir gesagt, Bargeld, jede Menge Bargeld noch zurückhalten. Natürlich nicht das Bargeld zurückhalten bis zur Währungsreform, sondern das werdet ihr schon weit vorher ausgeben, bis zu einem Aktiencrash. Der Aktiencrash folgt meistens nicht bei Unternehmenspleiten, nicht wenn wir in einer Rezession stecken. Denn das drückt natürlich auch auf den Aktienmarkt. Aber auf den total aufgeblasenen Aktienmarkt, den wir jetzt haben, der im Grunde genommen nur so aufgeblasen ist, weil das ganze billige Geld einfach irgendwelche Kanäle sucht und in Aktien reinwandert. Dadurch wird das mit der Aktienmarkt natürlich befeuert. Aber das sind alles Luftnummern. Das wird sich alles wieder auf ein Maß zurückbilden, auf ein normales Maß zurückbilden. Und wahrscheinlich durch die Bankenpleiten, weil die Unternehmen massive Probleme kriegen, weit unter dem Wert, den wir heute kennen, liegen wird. Also man könnte da durchaus, also 90% des Aktienwertes wird wahrscheinlich vernichtet werden. Man könnte auch 95 oder 98% sagen. Es weiß heute keiner. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich es wüsste, dann würde ich nicht mehr hier sitzen. Ne? Aber man muss halt eben eine Strategie entwickeln. Ne? Also Strategie Nummer 1, keine Schulden. Strategie Nummer 2, wenn man Cash hat, könnte man sich eine Immobilie kaufen. Das würde ich aber nicht machen. Das würde ich erst nach dem Crash machen. Und bei Gold und Silber ist es ja so, man sagt, Gold, Silber ist für die Krise und Gold für den Zeitpunkt nach der Krise. Gold ist in der Krise wertlos, weil der innere Wert von Gold einfach viel zu hoch ist. Aber so ein Silbertaler, zum Beispiel eine Unze Silber, damit kann man, der kostet jetzt 17 US-Dollar, liegt knapp über Produktionswert. Also Silber ist ein Superschnäppchen, nach wie vor ein Superschnäppchen. Und Silber und Gold wird richtig abgehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine goldgedeckte Währung haben, die Zentralbank, ein weiterer Indikator dafür, dass das kommen wird, dass die Staaten schon sehen, was kommen wird, ist ja auch der, dass die Tresore der Banken, der Zentralbanken immer weiter mit Gold aufgefüllt werden. Die Russen machen das, die Chinesen machen das, die Deutschen machen das. Da werden riesen Bestände an Gold werden in die Tresore reingeschafft. Ja, warum macht man sowas? Ganz klare Geschichte, weil eine neue Währung kann man nur dann einführen, wenn die Gold gedeckt ist, wenn ein entsprechender Wert dahinter steht. So, und sagen wir mal, wenn die Golddeckung 40% betragen würde, wo würde denn, wenn die Golddeckung heute 40% bei den US-Dollar, wenn der US-Dollar mit 40% Gold gedeckt wäre, wo würden wir denn pro Unze denn liegen? Das kann ich euch sagen, bei 70.000 US-Dollar würde dann eine feine Unze Gold kosten. 70.000, daran kann man mal sehen, dieser Verschuldungswahnsinn, der in den USA abgeht, der ja aber hier in Europa auch nicht viel anders ist. 70.000 US-Dollar wäre dann eine feine Unze wert. Wenn die 40% Gold gedeckt hinterlegt wäre. Also daran könnt ihr schon mal sehen, in welche Richtung das Ganze unter Umständen gehen wird. Gold wird explodieren, Silber wird explodieren. In der Krise unter Umständen nicht, aber eben am Ende der Krise, weil es jeder haben will. Weil es jeder haben will, weil die Leute ihre Knete in Sicherheit bringen wollen. Ja, aber sie werden sie nicht mehr in Sicherheit bringen können. Das ist das Problem. Das heißt also, die letzten 10 Jahre hätte man die Zeit nutzen müssen, eigentlich die letzten 20 Jahre hätte man die Zeit nutzen müssen,
um diese ganzen Weichen zu stellen, die zu stellen sind. Also es kommen, lange Rede, kurzer Sinn, es kommen verdammt extrem gefährliche Zeiten auf uns zu und nicht erst in 10 Jahren, also das ist meine persönliche Befürchtung, nicht erst in 10 Jahren. Ich habe schon längst damit gerechnet, dass wir, wenn ich dieses Video, also wenn man mir es vor 3 oder 4 Jahren gesagt hätte, dass wir diese Situation haben, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte schon längst mit dem Crash gerechnet, aber wir stehen schon kurz vor dem Crash. Also die Einschläge kommen deutlich näher und jeder von uns zumindest spürt es. Man sieht es ja auch in der Wirtschaft. Wie funktioniert die Wirtschaft? Wie funktioniert das mit den Leiharbeitnehmern? Und. Also diese Enteignung, diese Versklavung der gesamten Gesellschaft und das Ausbeuten der Gesellschaft, um das Ganze noch im Laufen zu halten, das ist, der Zug nimmt immer mehr Fahrt auf und es ist nur noch die Frage, wann wir voll frontal gegen die Wand fahren. Also passt da bloß auf euch auf. Macht keine Schulden, ihr werdet ein Leben lang werdet ihr das bereuen. Und habt einen Plan. Habt einen Plan, was ihr machen müsst, wenn das passiert. Also das, was ich aufgezählt habe, die Rezession, die Deflation, die Unternehmenspleiten, die Verstaatlichung der Pleiten, das Agieren der EZB, das, was ja schon extrem ist, das wird sich potenzieren. Ihr werdet gar nicht glauben, wie die Notenpresse anschmeißen werden und Geld verschenken quasi. Dann daraufhin folgt natürlich die Inflation, die Hyperinflation, darüber soll was entschuldet man natürlich auch Staaten, ganz wunderbar. Hat auch so gesehen einen Vorteil, aber man entschuldet die Staaten quasi über den Bürger, na, ist klar. Dann kommt der Euro-Kollaps und dann gibt's einen Neustart. Dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Dann verkaufen sie uns nicht den Euro, sondern irgendwie die deutsche Neumark und das ist das Tollste überhaupt. Und alles, was wir erlebt haben, wird nie wieder so passieren, aber es wird genauso passieren. Das ist halt der Weg des Kapitalismus. So funktioniert Kapitalismus. Ne? Wobei Sozialismus nun auch noch schneller in die Krise führt. Ne? Also es gibt kein System, kein derzeitiges System, wo ich sagen würde, das funktioniert. Also der Kapitalismus ist ein System, der ist funktionell, aber er frisst sich nachher selbst auf. Ne? Also es ist wie ein Tumor. Ne? Also es ist wie ein Tumorgeschwür. Ne? Krebs wird im Anfangsstadium alles noch gut, könnte man noch behandeln und ne, man lebt noch einigermaßen sauber und sowas und schmeißt sich Medikamente rein. Und zum Schluss nachher geht es da rapide bergab, dann ist man hin. Und so funktioniert auch unser System. Genau das Gleiche. Also wir haben sozusagen Krebs im Endstadium. Um das Ganze mal so ein bisschen blumig zu erklären. So, ja, ich hoffe, ich habe diese Frage so ein bisschen beantwortet mit meinen eigenen Worten. Und so ein bisschen so, dass man es auch verstehen kann. Ne? Die ich da bekommen habe per Skype, die ich euch da eingeblendet habe. Also habe ich euch mal so meine Gedankengänge so ein bisschen näher gebracht. Ne? Ist vielleicht auch ganz interessant, mal sowas zu hören von jemand anderem. Und ich bilde mir ein, doch ganz gut mit Geld umgehen zu können. Also ich bin da, bin sehr, sehr vorsichtig, bin ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch. Ich bin aber auch risikobereit. Ne? Also in den 90ern war ich also wirklich aktientechnisch auf der Überholspur. Aber seit Ende der 90er bin ich vorsichtig. Ich habe alle meine Aktien verkauft, weil es einfach zu gefährlich ist, in diesem Umfeld, in diesem Wahnsinnsumfeld, solche Geschäfte zu machen. Ich werde wieder Aktien kaufen. Keine Deutschen. Deutsche werden auch dabei sein. Aber überwiegend Ausländer, also nicht Euro. Also Aktien, die nicht mit dem Euro irgendwie was zu tun haben. Also am besten Aktien in US-Dollar. Ihr könnt auch in indische Firmen investieren. Chinesische würde ich auch die Finger von lassen. Es gibt nicht mehr ganz so viele gute Alternativen in der Welt. Ne? Also die sind ja alle am Abkacken. Ne? Aber ein paar Alternativen gibt das noch. Und ich nehme an, der US-Dollar wird das Ganze überleben, auch wenn der US-Dollar natürlich auch hart geschreddert werden und unter die Räder kommt. Aber der Euro ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Googelt da mal, beschäftigt euch mit dem Thema. Geht da nicht irgendwelchen Irren auf den Leim, die da Profit aus euren Ängsten, die Ängste schüren und Profit aus diesen Ängsten generieren wollen. Macht euch eure eigenen Gedanken. Operiert antizyklisch. Ich kann euch ja mal sagen, ich darf es nicht sagen, ich würde ganz gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich schlage da teilweise echt die Hände über den Kopf zusammen, auch was so in diesem Land passiert. Ich habe ja recht gute Connections auch zu diversen Firmen. Und ich schlage da die Hände über den Kopf zusammen, wie die Leute da agieren und was gerade in unserer Gesellschaft passiert. Was für eine Wanderung da stattfindet und auch was an Geldern abfließt, zum Beispiel vom Fiat-Schuldgeld in echtes Geld, was da für Werte abfließen und umgetauscht wird, wertloses Geld gegen echtes Geld, unglaublich,
unglaublich, was da gehortet wird momentan. Aber der Staat weiß, das machen nur 1% der Bürger, also relativ unwichtig. Für den ist eben wichtig, dass es nicht mehr werden. Und deswegen werden zum Beispiel auch solche anonymen Tafelgeschäfte quasi auf einen Wert runtergefahren, wo sich das einfach nicht mehr lohnt, wo man einfach keine größeren Summen mehr legal und anonym sozusagen in Sicherheit bringen kann. Um nichts anderes geht es. Geld muss man in Sicherheit bringen. Und ja, diese Möglichkeiten werden uns immer mehr genommen über ein anstehendes Bargeldverbot, unattraktiv sein, also Bargeld soll unattraktiv werden. Wie könnte man Bargeldverbot durchsetzen? Ganz einfach, ich würde als Staat einfach sagen, okay, ich gebe den Banken das Recht, für jede Transaktion, die bar stattfindet, eine Sondergebühr zu berechnen. 5 Euro pro Einkauf. Was meint ihr, was dann passiert? Dann kauft kein Mensch, dann zahlt kein Mensch mehr bar, sondern jeder würde nur noch seine EC-Karte oder Kreditkarte zücken. Und schon hätte man sie alle im Sack, weil man weiß, was jeder Bürger so treibt mit seinem Geld und wo die jetzt ist, mit der Kamera doch gerade ausgegangen. wo habe ich stehen geblieben? Ja, also unser lieber Staat weiß dann alles über euch. Und das ist ja auch das erklärte Ziel. Dann können die mit euch machen, was sie wollen, weil ihr keine Geheimnisse mehr habt und ihr habt auch keine Optionen mehr. Ihr habt 0 Optionen. Und das ist das erklärte Ziel. 0 Optionen haben. Weil dann hat man die Bürger wirklich in der Hand. Ne? Also die letzten Freiheiten werden dann sozusagen so noch beiseite geräumt gerade. Also das geht immer peu à peu. Das machen die nicht von heute auf morgen. Deswegen haben sie es auch nicht von 9.000, die Tafelgeschäfte von 9.999, jetzt auf 1.999 oder auf vielmehr 999 gesenkt, sondern sie wollten den Zwischenschritt noch einbauen. Und wir werden erleben, in Kürze, lass es ein Jahr laufen, Max, dass es nochmal um 1.000 Euro runtergeht. Dann kriegt ihr Stand heute noch nicht mal eine Feinunze dafür. Gar nichts. Ihr müsst da komplett, werden alle Daten aufgenommen und das ist meldepflichtig. Na, wenn ihr was gekauft habt. Also falsches Start, was ihr mit eurer Knete gemacht habt und kann das dann gezielt angehen, die ganze Geschichte. Wenn ihr nicht plausibel sagen könnt, pass mal auf, ich habe das und das mit der Knete gemacht oder so. Und das müsst ihr dann beweisen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Ich bin mir nicht ganz sicher mit meinem UV-Filter, ob der gut ist. Das ist jetzt der erste Test. Ja, also beenden wir das Ganze mal. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt so erklärt, dass man es nachvollziehen kann. Und ich habe diese Frage hier beantwortet und den Wunsch beantwortet. So ähnlich werde ich mich, was ich da gerade erzählt habe, so ähnlich werde ich mich verhalten. Also ich gehe da relativ entspannt ran. Ich habe keine Schulden. Und im Gegenteil, ich bin sehr, sehr gut vorbereitet auf jedes Szenario. Also das Einzige eben nicht Anarchie und Bürgerkrieg oder sowas. Ne? Aber dann ist sowieso egal. Egal, was man da hat, dann wird man aufgeknöpft vor der Tür. Ne? Sollte man lieber in Heckler und Koch investieren oder so. Oder gute Connections knüpfen und sich bis an die Zähne bewaffnen. Aber das kann ja auch nicht Sinn des Ganzen sein. Also wenn unser gesamtes, modernes, zivilisiertes System zusammenbricht, was ich nicht glaube, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Dann braucht ihr weder Geld, noch das, noch jenes, noch Waffen. Ihr könnt euch dagegen einfach nicht schützen. Dann seid ihr dran. Das wird nicht passieren. Und ihr müsst auch nicht in den Wald ziehen und eure tausende Rasko-Dosen damit schleppen. Ne? Also so weit wird es nicht kommen. Aber es wird heftig. Glaubt es mir, es wird heftig. Wie heftig? Wir werden es erleben. Und ich habe, wie vorhin schon mal, jetzt schließt sich der Kreis, vorhin gesagt, nächstes Jahr geht's los schon mit der Rezession. Das wird sich ein ganzes Jahr hinschleppen. Und dann kommen diese einzelnen Schritte, die ich vorhin aufgezählt habe, die werden kommen und mit der Rezession fängt's an. Ja, ich wünschte, ich könnte positivere Sachen so ein bisschen zum Besten geben. Das mache ich jetzt. Ich beende jetzt das Motto. Ah nee, ich habe noch was, meine Lieben. Ich habe noch meinen Kona gewaschen, meinen Kona schön sauber. Ich habe heute nochmal 3 Euro investiert. Ich habe jetzt also meinen Kona, glaube ich, dieses Jahr. Ich habe den ja erst seit Januar, seit Anfang Januar. Er zeigt mir übrigens an, dass ich in 24 Tagen Wartung habe. Habe ich jetzt, glaube ich, 5-mal gewaschen. Also 5-mal 3 Euro, 15 Euro. Also zu meinen 47 Euro kommen nochmal 15 Euro dazu. Laufenden Kosten für ein Elektroauto. Also immer noch 1.200 Euro. 1.200 Euro habe ich gespart, ne? In diesen 11 Monaten. Schon heftig, ne?
1000 Zweitelore. Ja, und das ist auf 10 Jahre und 12.000 Euro. Aber da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Da kommt noch, das ist also diese 1200 Euro habe ich nur gespart an Sprit. Da ist noch nicht mit drin die Steuern, die ich spare und die Wartungskosten. Das sind ja auch endlich 100 Euro. Die kommen auch nochmal oben drauf. Also ich nehme an, so 1600, 1700 Euro, durchaus realistisch, spart man mit einem E-Auto im Vergleich zum Verbrenner. Das ist eine Menge, ne? So, nun beende ich mal, was habe ich noch gemacht? Ja, und dann hatte ich heute noch meine, genau, das kann ich auch mal erzählen, heute mein LED-Flutlicht, mein 20 Watt 12 Volt Flutlicht habe ich installiert. Funktioniert ganz ausgezeichnet. Ja, gut, hat nur 2 Minuten gedauert. Das ging ja nun echt einfach, ne? Anschrauben, anstöpseln, fertig, ne? 12 Volt System. Ja, das läuft auch wieder. Meine Inselsolaranlage habe ich heute auch wieder angeschmissen. Ein paar Tage hatten wir ja schönes Wetter, wollte ich mal gucken. Die habe ich komplett lahmgelegt. Also nur mein, was heißt komplett lahmgelegt? Alle Verbraucher habe ich komplett ausgeschaltet, selbst den Raspberry Pi, um Strom zu sparen. Ich kenne das ja ganze Jahr vom letzten Jahr und habe heute mal geguckt. Also der Akku, der ist gut gefüllt. Den Raspberry Pi lasse ich laufen. Allerdings die Kamera, die habe ich auch ausgeschaltet. Die schalte ich nur ein, wenn ich nicht im Haus bin. Die Überwachungskamera. Also ich mache es wie die in den letzten Jahren auch. Es ist einfach so, es kommt zu wenig rein. Aber heute haben wir den 15. Lass mal rechnen. Heute haben wir den 16. sogar. Heute haben wir den 16. Montag, den 16. Dezember. Noch 5 Tage, dann werden die Tage wieder länger. Am 21. ist der kürzeste Tag und dann werden die Tage langsam länger. Und ja, so in 7 Tagen fängt quasi für mich wieder der Sommer an. Da freue ich mich schon, dass die Tage wieder länger werden. So, kommen wir nun zum Review. Genug Gesmalltalk, war ja nun auch viel kritisches Gefasel, was ich habe. Sowas mache ich normalerweise in diesem Channel nicht. Also ich schneide solche Sachen ganz gerne mal an. Schnauze. Ich mache das mal aus hier, das gibt Bimmel, das gibt mir auf den Sack hier. Jedes Mal, wenn mir irgend so ein Honk schreibt, bimmelt mein Telefon. Nervt. Wo war ich stehen geblieben? Ja, jede Menge negative Sachen. Normalerweise mache ich solche negativen Videos nicht, weil das ist ja echt ein Spaßkanal. Aber man muss hin und wieder auch mal ernste Sachen anreißen. Ich habe das auch schon gemerkt, ich habe das alle sehr oberflächlich behandelt. Ich darf da nicht zu sehr ins Detail gehen. Ne? Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also solche Informationen, gerade bei YouTube, sind nicht gewünscht. Kann man echt schnell für Ärger kriegen und ins Fadenkreuz geraten. Ne? Deswegen passt auf euch auf und informiert euch im Internet, sagen wir mal so. Was ihr macht und wie ihr es macht, muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber die näheren Zeiten, da kommen schlimme Sachen auf uns zu, sagen wir mal so. Oder vielleicht sogar ist es eine gute Geschichte, dass das alles gegen die Wand fährt. Schauen wir mal, vielleicht ist es eine Chance. Ne? Man weiß es nicht. Beenden wir diesen Smalltalk-Part, trinke ich nochmal was zum lustig werden. Nein, ich bin auch so lustig. Warum muss kein Bier trinken, um lustig zu sein? Also ein schönes Bier. Mache ich gerne. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Produkt. Dazu habe ich mir auch was aufgeschrieben. Oh, wo habe ich den Zettel? Moment. Sag mal, bin ich doof oder was? Ah, hier unten liegt sie. Ach, Leute. Hier ist alles, was ich brauche. Eine Perle. Ja, was ist das? Das kann ich euch sagen. Das ist eine Android TV Box. Und zwar die A95X Max heißt das Teil. Steht ja da oben auch. A95X Max Android TV Box. Wo habe ich sie gekauft? Ich habe sie gekauft bei Banggood. Was hat sie gekostet? Sie hat gekostet $88.12. $88.12. Wie ist das gelaufen? Ich habe hier sogar eine Packung liegen. Ich habe es bekommen. Auch wieder ganz komisch. Aus Köln. Aber von einer chinesischen Firma aus Köln. Die wahrscheinlich mit Banggood zusammenarbeitet. Das wird wahrscheinlich Banggood sein. Also ganz ungewöhnlich, wie diese China-Sendungen in letzter Zeit laufen. Also aus Schweden kenne ich ja schon. Niederlande kenne ich schon. Norwegen habe ich auch schon Sachen gekriegt. Jetzt in letzter Zeit kommen die Sachen alle aus Deutschland. Sehr interessant. Ist natürlich auch wichtig wegen dem Zoll. Achso, hatte ich schon eingeblendet? Ja. 88,12 Euro. Umgerechnet sind das 79,99
39. Also dieses System ist ein bisschen teurer als das System. Es war ein bisschen günstiger, ihr wisst es. Das Mikool KM3 Kollektiv. Ausgezeichnete Box. Die wird mir gar nicht mehr zurückgegeben. Die wollte ich mir normalerweise, wollte ich damit heute noch ein bisschen rumspielen und euch die zeigen. Ich darf sie nicht mitnehmen. Die ist jetzt also fest in Beschlag. Die wird genutzt von der Family. Ich sagte ja, ich rüste alle Geräte mit solchen Systemen nach. Das ist mein System. Das habe ich quasi für mich gekauft. Also für da vorne. Das wird mein Fantech ersetzen. Meine 10 Jahre alte Fantechs Multimedia Box, die ja nicht mehr ganz so viel kann. Ja, 88 Euro, US-Dollar 12, 79,39 Euro. Ist anständig, aber ich kann euch ja mal sagen, was diese Box alles kann. Das gehe ich mal zur Seite und blende da einfach mal ein bisschen was ein. Also, die Box nennt sich A95X Max S902X2, das ist der Prozessor, der da eingebaut ist. 4 GB RAM, 64 GB ROM, Android TV Box. So stand es ja vorhin bei. So ähnlich stand es bei diesem Banggood, auf der Banggood-Seite. Sie hat ein 100 Megabit LAN-Port. Sie hat 2 und 5 Gigahertz WLAN, hat die auch. Kann 4K mit 60 Frames pro Sekunde, hat 3 USB-Anschlüsse, USB 3.0 Anschlüsse, einen USB 2.0 Anschluss. Es lässt sich eine 2,5, deswegen habe ich sie mir gekauft. Es lässt sich eine, ist eine der wenigen Boxen, wo sich eine 2,5 Zoll SATA Festplatte, also sowas hier zum Beispiel, einbauen lässt. Oder eben eine SSD, aber SSD mit großen Kapazitäten, die sind sehr, sehr teuer. Finde ich die Festplatten eleganter und auch günstiger. Sie läuft als Betriebssystem, läuft auf dieser Box, läuft Android 8.1 Oreo. Und hier war ja Android 9.0 Pi. Also hier ist das neueste Android drauf. Und hier ist das Vorgänger-Android drauf. Was auch nicht unbedingt alt ist. Die Box ist natürlich echt, steht auf so Art brandneu. Und die Box hier 8.1 Oreo. Muss ja nicht schlecht sein. Hat ein Armlogic S905X2. Genau das gleiche wie hier. Cortex A53. Also glaubt es mir, hier steht jetzt nicht, was für ein Prozessor hier eingebaut ist. Ich hatte es euch im letzten Video auch gesagt, es ist der gleiche Prozessor. Also echt ein leistungsfähiger Prozessor, ein 4-Kern-Prozessor, ein A53. Ne? Als Grafikkarte, als GPU, als Grafikprozessor-Unit, werkelt da drin eine ARM Dalin MP2 GPU. Bluetooth 4.2 hat dieser Kasten, allerdings habe ich das Bluetooth nicht zum Laufen gekriegt. Irgendwas stimmt hier mit Bluetooth nicht. Keine Ahnung. Habe ich aber auch im Internet schon mal gegoogelt. Ich bin wohl nicht der Einzige, der mit dem Ding mit Bluetooth Probleme hat. Zum Glück brauche ich nicht Bluetooth. Brauche ich Bluetooth nicht. Interessiert mich eher weniger. Hat einen HDMI 2.1 Port. Unterstützt bis 4K Videos mit 75 Frames pro Sekunde. Das ist das Maximum. 4K 75 Frames. Ich wüsste keine Videos, die so hoch gehen. 4K 60 Frames kenne ich. Ja. Hier habe ich noch einen weiteren Zettel, wo ich nochmal auf die Spezifikation im Einzelnen eingehe. Es tut mir leid, ich muss es einfach sagen, was ich hier eben gerade verpasst habe. Der RAM-Typ, diese 4 GB RAM, das ist DDR3L RAM. Hier war ja DDR4 RAM drin. Also ein bisschen, der hier ist ein bisschen flotter vom RAM hier als der hier. Wobei DDR3 ist auch schon echt heftig schnell. Der Speicher lässt sich weiter, also hat ja 64 GB ROM, der lässt sich weiter aufpimpen mit TF-Karten, die maximal 128 GB haben dürfen. Also hier kann man auch hier diese Micro-SD-Karten einstecken, um den Speicher noch weiter zu erhöhen, den nutzbaren Speicher. Ja, Decoder-Formate muss ich nicht erzählen. H.263, H.264, H.265 und HD-MPEG-4 Videoformate, ja, alle Videoformate, die es gibt, Audioformate, alle Audioformate, alle Bildformate unterstützt, Mehrkanal, Surround. Ja, 2,4 und 5 GHz WLAN hat das Teil, Bluetooth 4.2, was eben scheinbar, glaube ich, bei dieser Box aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Hat ein externes Netzteil, machen wir gleich nochmal eine Spannungsmessung, also eine Stromverbrauchsmessung.
Ja, hat AV-Ausgänge, DC-Power-Port, ein HDMI-Port, ein LAN-Port, ein SPDIF-Port, also sprich einen optischen Digitalausgang, hat einen TF-Card-Eingang, um das 64 GB ROM noch zu erweitern und etliche USB 3.0-Anschlüsse. Mehrsprachig ist klar. HDMI Version 2.1, andere Funktionen, 3D-Spiele sind möglich, 3D-Videos sind möglich, die RNNA-fähig ist, die ISO-Files kann man damit abspielen, ist Miracast-fähig, NTSC und PAL, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so ganz, wirklich NTSC und PAL, keine Ahnung. Ja, Subtitel kann man einblenden lassen, ja, das sind alles Standardfunktionen, ne? HDMI-Funktion ist CEC, HDCP und HEC. 1000, also ein Gigabit LAN-Port ist hier verbaut. 100 Megabit hätten auch gereicht. System, ja, ist ein 64-Bit-System. Die Box wiegt 260 Gramm, die da drin ist. Ich zeige euch gleich. 260 Gramm. Und ist groß 13 x 13 x 4,5 cm. Also 13 mal 13 und hoch 4,5 cm. Ui, sagt ihr, die ist aber hoch im Vergleich zu dieser Mini-Box hier. Die ist ja echt blöd gewesen. Ja. Was machen wir nun? Soll ich euch mal den Inhalt des Paketes zeigen? Wollt ihr das? Ja, dann machen wir das. Und dann machen wir es mal professionell. Jetzt schwenke ich mit euch nicht live runter, sondern ich teste das hier erstmal aus, wie das Ganze hier so aussieht. Dass das alles hübsch ist. Und dann werde ich euch die Box gleich mal beim werden wir zusammen mal die Box auspacken und dann werde ich sie euch vorstellen. Ja, so machen wir das. Bälle, da sabbelt sich ein zurecht. Ja, bis gleich. So, hier haben wir die Box, die Verpackung. Und auf der Box, ja, CPU, GPU, Wi-Fi, 4K. Hier ist die Bezeichnung A95 Max. Sonst findet man hier nicht ganz so viel. Android TV steht hier vorne noch drauf. Hier steht nochmal die Bezeichnung. Und hier hinten findet ihr auch nochmal ein paar taktische Daten, wie das Modell heißt. Dass die CPU ein Arm Logic Quad-Core A53 Prozessor ist, der S905X2, das ist echt ein guter Prozessor, der ist auch bekannt, GPU, eine Arm Darlin MP2, 4 GB RAM, 64 GB ROM und dass er WLAN hat. Jo. Das sind so erstmal nur die taktischen Daten. So, upsala. Nun sieht das Ganze so aus, so ist die Verpackung aufgebaut, finde ich ganz geckig. Das findet man ganz unten im Paket. Eine Quick-Referenz-Guide. Den kann ich euch ja mal aufblättern hier, den Quick-Referenz-Guide. Wie das Ganze so aussieht. Könnt ihr auch ein bisschen dichter ran. Dann könnt ihr da ein Standbild von machen und euch das selbst durchlesen. Was ist dabei? Eine Android-Box, eine Fernbedienung, ein User-Manual. Das haben wir hier gerade, ein Power-Adapter und HDMI-Kabel. Ein paar Sicherheitshinweise, Safety-Instructions. Hier Front-Panel, Side-Panel, Rear-Panel von der Box. Wie die Fernbedienung funktioniert, kann ich euch nachher auch noch ein bisschen erklären. Die Fernbedienung ist übrigens lernfähig, da könnt ihr dann auch, mit der Fernbedienung könnt ihr auch euren TV steuern. Ja, wie man das Ganze anschließt, die technischen Spezifikationen, macht euch dann ein Standbild, wenn ihr das durchlesen wollt. Und das war's. Und eben Troubleshooting. Hier ist nochmal Zettel, wo nichts drauf ist. Diese beiden Zettel lagen da in dem Paket drin. Lege ich zur Seite. Hier ist die Box, die nehme ich schon mal raus. Die gucken wir uns gleich im Detail ein bisschen genauer an. Upsala. So, und dann haben wir hier noch einen Schuber, den man so öffnen kann. In diesem Schuber finden wir das obligatorische HDMI-Kabel. Brauche ich nicht. Netzteil. Ja. Netzteil, wie viel Power hat das? Schauen wir mal. Gehen wir mal dichter ran. Kann ich das hier über das Display sogar lesen? Los, mach scharf. Macht er nicht scharf. So dicht. Jetzt macht er scharf. 0,4 Ampere. Nehmen wir mal Output 5 Volt. 2500 Milliampere. Genau das gleiche. Die gleiche Fraktion wie bei der B-Cool. So. Und dann haben wir hier noch natürlich noch, ups, da haben wir hier natürlich noch eine Fernbedienung drin. Ohne Batterien. Batterien werden nicht mitgeliefert. Eine Fernbedienung, wo man denken würde, das ist hier noch so ein Touchpad.
Das ist die Fernbedienung, die ist auch lernfähig. Und hier sind die Instructions, wie lernt man diese Fernbedienung an. Warte mal, ich nehme das mal hier weg. Hier ist die Fernbedienung. Kommen wir erstmal zur Fernbedienung an sich. Und dann lest es euch durch, wie man die anlernt. Study Function Manual, also wie man die Fernbedienung, zum Beispiel seine LG Fernsehfernbedienung, einige Funktionen von der LG hier quasi reinlernt. Das ist möglich. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Die Fernbedienung kommt ohne Batterien. Hier seht ihr zwei Aldi-Batterien. Habe ich zwei Aldi-Batterien eingebaut. Zwei AAA, ne? Mensch, ich komme da immer durcheinander. Doppel-A, Triple-A, Triple-A. Zwei AAA. Zack. Und somit hätten wir die Fernbedienung einsatzfertig. Ich drehe sie mal um. Jetzt sollte ich die Batterien mal richtig einlegen. So. Klappe zu. So sieht die Fernbedienung aus. Ja, dieser Bereich hier oben ist zum Anlernen, zum Beispiel um den Fernseher zu bedienen. Ne? Volumen leise, Volumen laut, könnte man da programmieren auf diesen Block. Damit macht man die Box, die Android-Box an und aus. Ja, Ton Mute habe ich persönlich noch nicht gebraucht, habe ich auch noch nicht gebraucht, habe ich auch noch nicht gebraucht. Laut leise, Help und habe ich auch noch nicht gebraucht. Hier habt ihr die Android-Funktion, wieder zurück im Hauptmenü. Zurück, das ist die Zurück-Taste bei Android. Das ist das Cursor-Kreuz, die OK-Taste. Damit kann man sich noch eine Maus einblenden. Das ist ein Unterschied im Vergleich zur anderen Box, zur Bcool. Die braucht nämlich keinen Cursor, weil der Android, das Android TV installiert ist. Das kann man ohne Cursor bedienen. Und hier ist es wirklich so, hier hat man einen eigenen Google Play Store, den normalen Google Play Store. Und da braucht man nun wieder den Cursor. Ja, hat man hier noch einen Knopf. Und da hat man hier noch direkt Tasten. Also wenn man die rote drückt, dann startet man Netflix. Wenn drückt man die grüne, startet man YouTube. Drückt man die gelbe, kann man eine Screenaufzeichnung starten, die im 64 GB ROM gespeichert wird. Und wenn man die blaue drückt, landet man im App Drawer. Jo, das war's. Und dann dachte ich, das hier unten wäre vielleicht noch eine irgendwie für die Maus. War vielleicht mal geplant. So ein Touchpad, wo man die Maus noch ein bisschen geschickter durch die Gegend sausen lassen kann. Nein, ist es nicht. Das Ding ist ohne Funktion hier unten. Also die Fernbedienung finde ich nicht ganz so toll. Ihr werdet nachher auch sehen, warum. Fernbedienung ist nicht das Gelbe vom Ei, aber sie ist solide und sie funktioniert. Das ist eben schon mal das Entscheidende. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe eine neue Fernbedienung bestellt. Da komme ich nachher zu, wenn wir wieder oben sind. So eine Fernbedienung wie die hier, die der Mikul beiliegt. So eine habe ich mir bestellt bei Banggood. Findet sich aber noch im Zulauf. Warum ich mir die bestellt habe, das werde ich euch nachher erzählen. Und was für eine ich mir bestellt habe, werde ich euch nachher auch erzählen. Die Unzulänglichkeiten dieser Fernbedienung werden mit dieser neuen Fernbedienung ausgemerzt. Die kostet $8. Wie gesagt, befindet sich im Zulauf. Sobald die da ist, könnte ich sie euch dann nochmal vorstellen. Aber ich denke mal, ich werde sie wahrscheinlich erst in 14 Tagen oder sowas bekommen. Das ist die Fernbedienung. Also nichts Sensationelles. Es ist eine, wenn ich jetzt einen Knopf drücke, dann könnt ihr die ja sehen. Sie blinkt. Es ist keine Bluetooth-Fernbedienung, es ist noch eine Infrarot-Fernbedienung. Also sie funktioniert auf Sicht. Hier sieht man diesen Infrarot-Sender, der da eingebaut ist. Es ist noch Oldschool. Infrarot. Jo. Okay. Dann haben wir hier das Netzteil, hatte ich euch ja schon gezeigt. Und die Box. Mehr ist es nicht. Die Box ist nochmal eingepackt in so einer lustigen Tüte. In so einer weichen Tüte. Und so sieht die Box von oben aus. So. So sieht die Box von oben aus. Sie funkelt auch ein bisschen. Sie fühlt sich sehr plastikmäßig an. Klar, Plastikgehäuse. Aber dafür ist sie matt und hinterlässt keine Fingertapser wie die Mikul. Also die ist echt, die hier ist echt tapsanfällig. Wisst ihr? Hochglanz Klavierlack. Das ist hier eine andere Hausnummer. Finde ich besser. Kann man anpacken und. Ja, hier sieht man Kupferkühlrippen außenrum. Irgendwie muss die geringe Wärme, die da drin, oder die Festplatte, die nachher eingebaut ist, die muss hier ihre Wärme abgeben. Und das wird wahrscheinlich über diese Kühlrippen realisiert. Für den Festplatteneinsatz. Auf der Unterseite Belüftung. Belüftung und ein ganz kleiner Lüfter, den man nicht hört. Auch wichtig, hört man nicht. Man kann die Box auch an die Wand hängen.
über diese beiden Löcher. Kann man eine Schraube, eine Dübel in die Wand hauen oder ans Holz oder wo auch immer ran. Und dann hängt man die Box einfach ein und dann hängt sie senkrecht. Sie hat vorne, das ist die Vorderseite, vorne hat sie ein Display, was die Uhrzeit anzeigt, aber auch verschiedene andere Geschichten, ob man mit WLAN verbunden ist, ob man mit LAN verbunden ist und. Sie zeigt also die wichtigsten Systeminformationen an, dieses Display. Zeige ich euch gleich noch. Dann hat man hier auf der Seite, dann gehe ich mal ein bisschen dichter ran, auf der Seite hat man hier, steht auch drauf, TF, also Micro-SD-Karten-Slot, bis 128 GB SD-Karten kann man hier einstecken und drei USB 3.0 Ports. Also man kann an das Teil andocken, also da wird man nicht so schnell in Spulitäten geraten, das finde ich ganz gut, dass es so viele gibt, weil ich auch schon ein externes Gerät habe, was ich nachher benutzen werde, mit so einem 2,4 GHz Empfänger. Schon mal ein USB schon mal belegt. Zack. Und auch meine neue Maus, die ich mir bestellt habe, die funktioniert genauso. Da ich hier mit Bluetooth ein bisschen Probleme habe und ich weiß, ob das dauerhaft ist, operiere ich hier mit diesen Sendern, mit diesen USB-Sendern oder Empfängern vielmehr. Steckt man rein und kann sofort eine andere Fernbedienung, zum Beispiel sowas, benutzen. Habe ich mir übrigens auch bei Banggood bestellt. Der iPass-Port. Hier hat man nochmal ein Touchpad, eine Scrollfläche und kann hier direkt Sachen eingeben. Zeige ich euch nachher noch. Ich arbeite bei dieser Box momentan mit diesen beiden Systemen. Einmal der normalen Maus und damit es ein bisschen einfacher geht, auch noch zusätzlich mit dem Teil hier. Jo. Habe ich aber auch schon bei meinem Raspberry Pi benutzt, das Teil. Funktioniert ausgezeichnet. Kostet auch noch ein paar Euro. Könnt ihr euch mal unter der Videobeschreibung, könnte ich euch diese iPassport, wenn es die denn noch gibt bei Banggood, könnt ihr euch mal einblenden. Die ist echt klasse. Funktioniert mit Nokia-Akkus. Nokia-Akku. Modell. Hält ewig. Hält echt ewig. GMSSL 1102A. Jedenfalls ist das ein Standard-Akku. Der kostet echt nur 2-3 Euro. Liegt aber auch bei. Zack. Hält ewig und dann kann man den aufladen über so einen USB-Port. Dann lädt man das Ding alle halbe Jahr mal auf. Okay. Ja, ich ziehe den erstmal hier wieder raus. Unwichtig, weil so funktioniert das Ganze. Über diesen Empfänger, den man hier seitlich einsteckt, wird die Box mit dem System hier verbunden. Man kann natürlich auch direkt eine Computermaus anschließen und eine Computertastatur, das geht auch. Aber ich mache das einfach so. Das mit der Computermaus habe ich schon getestet. So, jetzt kommen wir zur nächsten Seite, nachdem wir die USB-Ports abgehandelt haben. Jetzt wird es interessant. Hat man hier einmal ein Loch, da kommt eine Schraube rein zum Verriegeln des Deckels. Das ist eine Entriegelungstaste für den Deckel. Kann man den Deckel hier oben aufmachen. Für die Festplatte. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Damit man den Deckel nicht aufmachen kann, unbeabsichtigt, wenn eine Festplatte nachher eingebaut ist, kann man das Ganze mit einer Schraube verschrauben. Übrigens, in der Kiste ist, glaube ich, noch was drin. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Da. Das ist in der Kiste auch noch drin. Und ihr seht es hier. Ihr seht hier vier Schrauben. Da gehe ich jetzt mal dichter ran. Vier Schrauben, das sind die Festplattenschrauben, wenn man eine Festplatte nachher einschraubt. Und die fünfte Schraube, die schwarze, die ist für dieses Loch. Die wird in dieses Loch eingeschraubt, diese schwarze hier. Warte mal, ich kriege mal wieder ein bisschen raus, damit man das schärfer macht. Die schwarze Schraube, die ihr hier seht. Upsala. Moment. So. Die schwarze Schraube, die ihr hier seht, die kommt in dieses Loch. Dann kann man den Entriegelungstaster nicht mehr betätigen, wenn es das Ganze mechanisch verriegelt. Und die vier silbernen Schrauben sind für die Festplatte. Hätte ich euch fast unterschlagen. Da waren wir, ne? Genau. Also Entriegelungsknopf für das Oberteil, was man mit der Schraube locken kann. Dann haben wir hier den Stromeingang für das Steckernetzteil, was wir hier haben. Dann haben wir hier einen USB 2.0 Port, der zum Beispiel für uns nachher wichtig wird, wenn wir die Kiste flashen wollen. Ich werde euch nachher noch zeigen, wie wir eine alternative Betriebssoftware raufbringen und warum wir das machen, werde ich euch auch zeigen. Dann haben wir hier noch den HDMI-Port, HDMI 2.1. Dann haben wir hier den Gigabit Ethernet-Port, den benutze ich auch. Dann haben wir hier einen optischen Ausgang und dann haben wir hier noch einen AV-Ausgang. Ja? Viele
Receiver benutzen auch in den optischen Ausgang. Kann man, also finde ich echt gaggig. Das Ding hat echt jede Menge Anschlüsse. Ist nicht so spartanisch ausgerüstet wie die Mikol. Und dann hat man hier noch einen Kensington-Block, das an Laptop anzudocken oder ich habe keine Ahnung, irgendwie zu befestigen. Unsinn. Also das hätte man sich echt schenken können. Ne? Und hier ist gar nichts. Das ist es. Vorderseite, an der Seite die drei USB mit dem TF, also mit dem SD-Karten-Slot und die Rückseite. So. Nun gucken wir da mal rein. Also ich entriegel das Ganze mal, den Deckel. Und ihr seht, dass man hier eine Festplatte einbauen kann. Und das war ja auch meine Anwendung. Deswegen habe ich mir diese Box auch geholt. Hier haben wir verklebt einen Festplattenstecker. Moment mal, den muss ich mal lösen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt echt Premiere. Genau. So, hier ist der Festplattenstecker. Hier ist der Festplattenstecker, SATA, und da steckt man die Festplatte hier rein. Moment mal. Okay. Ja, hier ist die Festplatte jetzt angesteckt und dann stoppt man die ganze Kabellage wieder irgendwie hier rein. Wie immer man das auch machen sollte später mal. Ich mach das hier mal ab. So. Zack. So. Und man kann die natürlich auch verschrauben. An diesem Blech hier. So, ich mache das mal wieder ab. Ja, tolle Wurst. Achso, okay. Wieder abgemacht. So, und nun schraube ich mal dieses Blech raus. Nicht um euch zu zeigen, wie man die Festplatte verschraubt, sondern um was anderes zu zeigen. Es gibt von diesem Gerät gibt es zwei Hardware-Revisionen. Einmal Revision oder Version V10 und einmal die V81. Das sind zwei verschiedene Hardware-Plattformen. Solche Kisten entwickeln sich natürlich auch immer weiter. Und ich habe hier, woran erkennt man das? Oder wo sieht man, welche Hardware-Revision man hat? Das wird zum Beispiel wichtig, wenn man alternative Firmware einflashen will. Ich nehme jetzt mal das Blech hier raus. Und so sieht das Ganze von innen aus. So. Jetzt gehe mal dichter ran. Also ihr seht hier schon, hier so ein passiver Kühlkörper. Hier unten ist ein aktiver Kühlkörper. Das dürfte das WLAN-Modul hier sein. Oder Bluetooth und WLAN. Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch ein bisschen Heißkleber. So ist das Ganze von innen aufgebaut. Aber ich wollte euch ja sagen, woran erkennt man, welche Hardware-Revision man hat. Warte mal, muss ich mal selber gucken. Hier steht es drauf. Hier vorne. Hier hinter dem Flachbandkabel seht ihr eine Bezeichnung. V81. Und das ist unsere Hardware-Revision, die wir hier haben. Es gibt einmal die V10 und die V81. Für uns ist nur wichtig die V81, dass wir das wissen. Es kann auch sein, dass ihr eine Box kriegt, dass die V10 ist. Ist ja nicht schlimm. Funktioniert ja genauso. So, dieses V81 wird für uns nachher beim Flashen wichtig, weil die Firmware gibt es in zwei Varianten. Einmal für die V10, für die V10 Hardware-Umgebung und eben für diese V81 Hardware-Umgebung. Hier ist dieser Kasten und wenn ihr die Festplatte hier einbauen wollt, legt die Festplatte hier rein und ihr seht es schon, mit den beiliegenden vier Schrauben, den silbernen, verschraubt ihr die. Ich mach's mal nicht. Und dann setzt ihr das hier alles wieder rein und installiert diese kleinen schwarzen Schrauben wieder. Zack. So, die schraube ich hier mal wieder rein. Einmal. Na, fest kommt ab, ne? Das sind einfach nur Blechschrauben. Zweimal. Dann ist die Festplatte schön
homogen wäre sie verschraubt, aber ich habe sie ja nicht eingeschraubt, sondern ich lege sie hier nur so lose rein, weil das ist echt ein Test, weil ich noch eine 2 Terabyte im Zulauf habe. Hier soll später mal eine 2 Terabyte Festplatte rein. So, dann stecke ich hier mal an. Oder soll ich es draußen lassen? Nee, ich stecke es mal an, ich kann es dann nachher immer noch rausziehen. So, jetzt wollen wir hier das Kabel, die Kabellage wieder nach unten verlegen. Ja. Und dann ist die ganze Geschichte... So, genau. Wofür dieses Band ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das lege ich einfach oben rüber. Mach den Deckel rauf. Und die Festplatte ist verbaut. Aber ihr hört, sie klappert da drin rum. Das ist natürlich nicht optimal. Ne? Also wenn ich die 2 Terabyte habe, dann verschraube ich die natürlich korrekt. Hier vorne auf dem Display ist noch eine Displayschutzfolie. Die ist aber so geil geklebt, die ziehe ich erstmal nicht runter. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Strom braucht der? Braucht die Box. Das kann ich euch gar nicht beantworten, aber das werden wir gleich rausfinden. Wir wissen ja, die andere hat echt wenig verbraucht. Die Mikul KM3. Hier haben wir so geht's nicht. So wird's gehen. So. Zack. Stecken wir hier mal hinten den Stecker rein und dann gucken wir gleich mal nach dem Stromverbrauch. So, Feuer frei. Seht ihr hier, so machen wir es mal so, seht ihr hier, was der an Strom zieht. Jetzt bootet er gleich. Boot. 4,6 Watt. 2,3, aber dauert eine Weile. Lassen wir ihn das mal durchbooten. Ist die Uhrzeit? Ich verbrauche ein bisschen mehr Strom. Weil jetzt auch die Festplatte drin ist, ne? Also mit Festplatte um die 4 Watt. 3,7. Na, 4 Watt. Schwankt zwischen 3,4 und 4 Watt. Mit Festplatte. So. Aber wir wollen ja einen aussagefähigen Vergleich haben. Was wäre, wenn ich die Festplatte jetzt rausnehme? Das mache ich mal. So. Die Festplatte mal raus hier. Schauen mal, was der Kasten ohne Festplatte verbraucht. Stecke wieder rein. Zwei Watt, 3,4. Ja, genau das gleiche wie bei der Mikul KM3. Lass uns erstmal die Bootphase abschließen. Das dauert ein Weilchen. 2,4 Watt. Sie liegt knapp drüber. 0,5 Watt mehr braucht diese Box als die Mikul. Also ist auch fast nichts. Ne? 2,5 Watt. Ne? Unglaublich. 2,5 Watt. Wahnsinn. Wusste ich auch nicht. Also, dass sie wenig verbraucht, habe ich geahnt. Aber das ist erfreulich. Finde ich gut. So, nun baue ich wieder die Festplatte hier ein. Weil ich gucken will, ob das funktioniert. Das habe ich nämlich noch nicht getestet. Machen wir gleich mal nebenbei. So, zack, Festplatte rein. So, Deckel drauf. Verschrauben wir einfach nicht. Das machen wir einfach so. So, und jetzt stecke ich gleich das Netzteil rein. Schließe das HDMI-Kabel an. Ethernet-Port und dann schließen wir es mal am Fernseher an und dann drehe ich euch mal um und dann gucken wir uns mal an, was die Kiste am Fernseher sagt. Bis gleich. Dock ich den Kasten hier mal an. Netzteil, DC, Ethernet, rein damit, HDMI, rein damit. So.
Achso, Gummifüße hat er auch übrigens, ne? Also, egal wo du es draufstellst, ist der Kratz nicht, ne? So. Ich stelle sie einfach mal so hin. Tja. Das ist der Bootscreen. Und da sind wir auch gleich im Hauptmenü. Ja, auf dem Screen seht ihr die Uhrzeit. 0.51 Uhr hat er gerade aktualisiert. Und zwar, ich hoffe, wenn ich ganz dicht rangehe, könnt ihr das lesen. Müsste man eigentlich lesen können, ne? Jo, denke ich mal. Und da sind natürlich so verschiedene Symbole auch noch zu erkennen. Ich gehe mal mit euch weiter nach vorne. Dann zeige ich euch das mal direkt. So. Halt mal. Warum soll ich euch das nicht direkt zeigen? Genau. So seht ihr das. Geht mal dichter ran. So. Also unten rechts seht ihr hier ein Netzwerksymbol und links oben seht ihr USB, dass da ein USB angeschlossen ist. Ich habe da einen Stick drin. Jo. Und die Uhrzeit. Die holt er sich aus dem Internet. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Das ist nicht ganz so scharf. Ja, ich nehme mal die Fernbedienung hier, die beiliegende. Und dann kann man natürlich mit den Cursor-Tasten, wie ihr seht, hier hin und her zappen. Er macht normalerweise auch Geräusche. Lass mal gucken, wenn ich ein bisschen lauter mache. Nö, macht er nicht. Macht keine Geräusche. Also man hat hier oben Apps, große Kacheln. Kann man natürlich auch noch welche hinzufügen oder verändern. Indem man hier die OK-Taste Länge gedrückt hält, dann kann man sich eine andere App aussuchen. Mit zurück kommt man wieder zurück. Also hier hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten. Hier kann man noch in die Einstellung gehen und zwar in die, ja, in die regulären Einstellungen. Da kann man aber auch hingehen, das ist eigentlich Quatsch. Indem man nach oben geht, kommt man da auch rein. Ja, und dann hat man auf der Unterseite unten kleinere Apps. Eine Reihe, beziehungsweise so viel rein, wie man haben will. Man kann dann natürlich noch welche hinzufügen, indem man Plus drückt und sagt, pass mal auf, ich möchte auch noch möchte den auch noch mit dazu haben. Mein Benchmark-Test. So. Dann haben wir hier YouTube, Netflix und den Benchmark-Test. Ja, die hat natürlich das Übliche, was die Box eigentlich haben muss. In die Details komme ich nachher. Also ihr kennt das Ganze, das erinnert euch sicherlich an das, was ihr schon kennt. So, warte mal, erweiterte Einstellung. Das will ich euch nachher nochmal wieder alles zeigen. Im Einzelnen. Ich will nur gucken, ob ich hier die richtigen Modis habe. Ja, habe ich. Okay, wunderbar. So, standardmäßig dabei ist Kodi. Das hier ist Kodi. Das ist hier sozusagen so eine App Store für die Android-Apps. Aber das ist natürlich komplett anders. App Store für Android TV. Das ist natürlich komplett anders, als was ihr gesehen habt bei der Mikool. Das finde ich wesentlich eleganter, aber es ist so ähnlich. Möglich nicht. Komme ich da wieder raus? Moment. Achso, überhaupt. So, komme ich da wieder raus. Dann hat man für Kodi noch Add-ons, die man installieren kann. Dann hätte man hier noch einen Browser. Ne? Google, ist klar. Dann hätte man Join. Join habe ich installiert, zeige ich euch nachher. Das sieht ganz anders aus. Und dann hat man hier noch Kodi. Das ist Kodi. Schon von Haus aus installiert und dabei. So. Kennt ihr Kodi? Jetzt versucht er sich immer aus dem Internet was runterzuziehen. Upsala. Das will ich aber alles nicht. Upsala. Da seht ihr sogar schon meine Maus. Ich bin aus Versehen gerade auf Maus gekommen. Die verschwindet nachher auch wieder. So. Kann ich die mal ein bisschen zur Seite schieben? So. Ist sie weg. Ja, da habe ich hier Mandalorian zum Beispiel. Paff. Also spielt alles ab, alles wunderbar.
Flügler? Ja, das ist definitiv der Peilsender. Die starten anscheinend ein Kanonenboot. Verstanden, ich mach das. Ich sehe, das funktioniert. So. Ja, dann haben wir hier unten im unteren Bereich, ja klar, unsere installierten Apps. Da haben wir natürlich auch einen Play Store. Und zwar sehen wir den hier. Und der ist ganz anders als der Play Store unter Android TV Pi. Das ist der normale Play Store. Und das ist echt scheiße, weil da muss man auf der Fernbedienung auf dieses kleine Maus-Symbol gehen. So, zum Beispiel jetzt. Und dann hat man seine Maus. Da ist sie. Rechts kommt sie ins Bild. Seht ihr das? Also finde ich echt umständlich. Und das sind auch die normalen Android-Apps irgendwie. Die Apps laufen ganz anders als auf dem typischen Android-TV-System. Finde ich persönlich nicht ganz so günstig. Dadurch kann man natürlich alles an Apps installieren. Übrigens, die Box ist auch geroutet. So, warte mal. So, also das ist echt umständlich. Und man kann natürlich auch eine Spracheingabe machen. Bloß diese Fernbedienung hat keine Spracheingabemöglichkeit, wenn man hier auf Spracheingabe geht. Hier auf Sprache. Mikrofon, ne? Ja, sag was. Ja, ich kann so viel sagen, wie ich will. Ich habe halt kein Mikrofon. Das geht halt nicht. So, ich mache da mal die Maus wieder aus. Also, das finde ich echt ungünstig. Und das ist bei ganz vielen Sachen so, dass es so ungünstig ist. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal in Join. Ach, war da ja auch. Aber ich kann auch oben über Join gehen, das habe ich hier oben schon reingebracht. So, Join. Ihr kennt ja vielleicht Join, wie es auf Android, hatte ich euch im letzten Video gezeigt, wie es bei Android 9.0 Pi funktioniert. Und das ist Android. Ihr seht unten auch schon Home, Suche, Live-TV. Ja, das ist blöde, da muss man jedes Mal, also ich könnte jetzt runtergehen, es passiert nichts. Ich kann nur... Noch nicht mal das kann ich machen. Ich brauche die Maus dafür. So, und hier ist jetzt diese Maus. So, und ich könnte mit der Maus jetzt auch nur ein bisschen nach unten gehen. Und dann würde er nicht scrollen. Obwohl, na, würde schon. Ja. So, jetzt muss ich OK drücken, glaube ich. Und dann nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, Live-TV wäre das dann. Also ich könnte nicht scrollen. Da ist noch mehr Inhalt. So, jetzt nehme ich mal meine... Multimedia-Tastatur mit dem Touchpad hier. Nutze ich mal mein Touchpad. Ja, das will ich jetzt so nicht. Warte mal, halt zurück. So, jetzt nehme ich mal mein Touchpad und dann seht ihr die Sachen. Seht ihr das? Die Sachen, die wir von Android kennen. Also mit der beiliegenden Fernbedienung wüsste ich nicht, wie ich da hinkomme. Da könnte ich natürlich hier hingehen. Warte mal, gehen wir nochmal wieder runter. Zu den einzelnen. Da waren sie. Das kann ich dann mit der Maus machen. Und ihr seht schon, mit dem Touchpad kann ich jetzt hier zum Beispiel auf D-Max gehen. So, und dann habe ich die Sachen von D-Max. Aber da genau das gleiche. Da kann ich auch hoch und runter. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Originalfernbedienung hinkriege, dass ich da hoch und runter gehen kann. Das kriege ich echt nur mit diesem Touchpad hier hin. Von dieser Fernbedienung. Also echt gewöhnungsbedürftig. Finde ich echt scheiße. Finde ich nicht so schön gelöst. Ansonsten, jetzt bin ich wieder im Mausmodus, den schalte ich mal aus. So, ansonsten ist die Box echt cool. Hier hat man zum Beispiel so einen Cleaner. Da kann man dann laufende Apps zum Beispiel entfernen. Man hat direkt eine Rekorderaufzeichnung. Man kann also direkt Screenshots Screen-Inhalte direkt aufzeichnen. Man hat einen Player, man hat einen Dateirekorder, man hat YouTube. Funktioniert auch alles wunderbar. Das ist so YouTube, wie wir es kennen von Android 9.0. So, gehen wir auch so. Wir haben schon so ein paar Sachen.
kann leider die Sprache nicht auswählen. So, jetzt gebe ich mal hier ein. Warte mal. Kann ich das auch direkt in Zoom machen? Ja. Kann ich das auch eintippen? Ja, kann ich auch eintippen. Wunderbar. Dann tippe ich das mal direkt ein, hier mit meiner Tastatur. Und zwar 4K. 60 pro Sekunde. Zack. Und dann sage ich Return. Suchen. Ach, da und hat er schon. So, und dann seht ihr, wenn ich da jetzt hingehe zu Costa Rica, das hatten wir vom letzten Mal auch. Moment. So. Das Ganze läuft gerade mit 4K-Auflösung. Also funktioniert wunderbar. Haut alles geschmeidig hin, wie ihr seht. Also die Box ist 4K-fähig. Bloß das Bedienkonzept finde ich scheiße mit der Fernbedienung. Ich mag die Fernbedienung nicht. So, da haben wir natürlich hier bei den Apps viele Sachen easy clean, wo man Sachen säubern kann. Das kennt ihr von euren Android-Geschichten. Hier App-Installer. Im Browser haben wir Dateimanager haben wir. In die Einstellungen kommen wir hier rein. Den ES-Datei-Explorer, den habe ich aus dem Play Store installiert. So, da bin ich wieder. Hat ein bisschen gedauert. Ich war ein bisschen mit der Festplatte rumspielen. Und ja, also ich war ja mit dem ES-Explorer war ich ja gegangen. Also der ist völlig ungeeignet zum Kopieren zum Beispiel von Daten. Sondern ich habe jetzt den Total Commander hier installiert. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe gerade mal eine Screenshot-Aufnahme gemacht. Upsala. Ich habe gerade mal eine Screenshot-Aufnahme gemacht. So. Also ich habe hier eine Screenshot-Aufnahme gemacht, wie ihr hier seht. Und der Screen Recorder, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und die habe ich hier rüber kopiert auf meine Festplatte. Die EXFAT formatiert ist. Ich habe sie nochmal NTFS formatiert. Also ich lasse jetzt EXFAT laufen, damit auch Dateien Größe 4 GB drauf kopiert werden können. So, und diesen Screen Recorder starte ich jetzt mal. Also diese MP4-Datei, die ich darüber kopiert habe. So, und das ist die. War nur ein ganz kurzer Clip, ein Screenshot. Der macht ja auch automatisch Bildaufzeichnung. Ja, seht ihr, da war ich gerade an den Menüs am rumfummeln. Also hat funktioniert. Ja, generell, hier seht ihr so die Apps. Ich habe da auch schon viel von mir installiert. Hier Utubu, warte mal. Nee, Antutu, das heißt Benchmark-Programm, habe ich auch. Antutu, Benchmark, hoffentlich seid ihr mit den letzten an. Genau, das war der letzte Benchmark, den ich gemacht habe. Mit 68.871 Punkten. Kann ich auch in die Details reingehen? Ich glaube ja. Ja, hier sind die Details. CPU 30.199, GPU 5.487, Speichergeschwindigkeit und UX-Geschwindigkeit daraus ergibt sich 68.871. Das ist gar nicht so übel, finde ich. Ja, lässt sich alles abspielen. Wie gesagt, die interne Festplatte, die nennt sich hier F. Eigentlich heißt sie Festplatte. Vielleicht kann ich sie noch umbenennen. Ja, da sind so Sachen drauf. Ja, zum Beispiel Star Trek und also ein Kram. Ich habe da mal drauf kopiert. Funktioniert alles ganz ausgezeichnet. Letzte Staffel bei Star Trek Discovery. Es ist Meuterei. Verlassen Sie die Brücke. So, ich muss ein bisschen aufpassen wegen Urheberrechtsgeschichten. So, also ihr seht, das Ganze funktioniert im Grunde genommen so wie bei der anderen Box auch. Bloß hier ist es ein bisschen hölzern, weil man immer noch die Maus noch zuschalten muss. An einigen Sachen seht ihr hier. Und da habe ich mir jetzt eine R-Maus bestellt. Aber nicht für dieses Betriebssystem. Sondern wir werden hier ein anderes Betriebssystem aufspielen. Und zwar das, das wir kennen schon von anderen Box. Das gefällt mir wesentlich besser. Also finde ich persönlich nicht ganz so prickelnd hier diese Menüstruktur. Die Oberfläche hier mit den großen Button. Und auch, dass man im Google, sag schon, im Play Store, dass das der ganz normale Play Store ist, der quasi alle Apps anzeigt, auch die Handy-Apps, die man dann hier auf der Box installiert. Und das ist ja jetzt quasi
finde ich keine runde Geschichte. Viele Sachen laufen und viele Sachen funktionieren, aber man muss es halt ausprobieren, ne? Ist das denn die Uhr? Ja. Bumm. Ach, die Uhr. Und dann kann man auch Wecker stellen und all so ein Zeug. Ja, wie beim Android-Telefon genauso. Es ist ja auch das Android-Betriebssystem. Ich zeige euch jetzt nochmal gleich den Einstellungsdialog, den ihr hier seht. Aber dazu, das machen wir wieder ferngesteuert. Da werde ich dann die Aufnahmetaste für drücken. Und ich werde euch, wie beim letzten Mal auch, da nochmal durch den Dialog führen. Und dann auch noch ein paar Sachen sagen, was mir gefällt und was mir nicht so gefällt. Also es funktioniert alles, als Multimedia-Player funktioniert er. Aber man braucht eine R-Maus. Man braucht eine Maus, gerade bei den ganzen Apps, die also mit Mauszeiger funktioniert. Ganz normal, wie man es, als wenn man den Finger benutzt. Also ein Touchpad. Das funktioniert hier auch, aber nur mit den Cursor-Tasten, wie ihr seht. Oder eben über meine Fernbedienung geht das natürlich auch. Upsala. Über meine Fernbedienung geht das natürlich auch, seht ihr hier. Das funktioniert auch, aber schön ist anders, ne? Nicht wirklich gut. Also ich mag das mit dieser Maus nicht. Das finde ich alles kontraproduktiv. So. Aber die Box ist cool. Sie macht alles das, was sie machen soll. Das ist ja das Entscheidende. So, jetzt werden wir uns gleich in all der Frische wiedersehen, so wie ihr mich kennt. So, da bin ich wieder. Ich habe mal ein bisschen was gegessen. Meine lieben Freunde, ich habe einen Hunger gehabt. Ja, ein langes Video. Ich weiß, ich langweile euch. Ja, die Box ist an sich, wenn man zum Beispiel Kodi benutzt und sowas, einwandfrei. Was mich halt stört, ist bei Join, dass man da unbedingt eine Maus benötigt oder eine Maus oder ein Touchpad, wie hier, wo man dann zum Beispiel so runterzappen kann. Also das ist alles umständlich, das ist alles Käse. Ich habe mir jetzt bei Banggood natürlich diese Fernbedienung geholt. Das ist so eine Gyroskop-Fernbedienung, so wie die hier, so ein Pointer. Das ist von meiner LG-Fernbedienung, funktioniert ausgezeichnet. Das ist ja auch ein Smart TV. Und da kann ich quasi mit dieser Fernbedienung, die ist wirklich toll, hier ist noch ein Drehrad und wenn ich da drauf drücke, ist okay. Kann ich auch auf zurückgehen oder auf home gehen. Ihr seht es vielleicht auch nicht. Hier kann man so ein bisschen erkennen. Ist wirklich simpel, aber das funktioniert ausgezeichnet. Und da sind irgendwelche Gyroskope drin, Lagesensoren, wo er dann die Maus auf dem Bildschirm projiziert. Und so ein System habe ich mir geholt mit so einem USB-Dongle zum Empfänger. Und die Fernbedienung funktioniert mit so einem, wie gesagt, das kommt in einen von den USB-Ports rein. Wir haben ja genug sowas hier, so einen Empfänger. Und so funktioniert die Fernbedienung. So ein Touchpointer ist das. Aber auch, also im Grunde genommen das gleiche wie bei dieser Fernbedienung. Außer, dass die eben noch diese Gyroskop-Version hat. Also, dass man mit der Maus arbeiten kann. Das kann die natürlich nicht. Das braucht sie aber auch nicht, weil das ja ein Android, also ein ganz anderes Android-TV-System ist als Firmware. Aber hier ist eben der Vorteil, hier kann man natürlich Apps installieren und benutzen, die man hier gar nicht benutzen könnte. Ja, und das habe ich halt vor. Aber nicht mit dieser Firma. Diese Firma gefällt mir einfach nicht, weil ihr habt es bei Join gesehen, das ist quasi die Handy-App, die mir jetzt hier auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das ist umständlich und man müsste so runterscrollen. Ihr habt gesehen, das funktioniert zwar auch, aber wirklich nicht über diese Fernbedienung hier, sondern über dieses Teil mit diesem Touchpad, wo ich da quasi Bildschirm noch scrollen kann. Das mache ich hier über diese rechte Seite, seht ihr hier vielleicht, kann ich dann die Bildschirminhalte hoch und runter schieben, also den ganzen Bildschirm hoch und runter schieben. So habe ich das vorhin gemacht, wo ich euch das gezeigt habe und das finde ich alles umständlich. Also mit diesem System, das ist, wenn man Sachen abspielt, funktioniert Box einwandfrei. Das habe ich die ganze Zeit, die ganzen letzten Tage auch gemacht. Das ist wirklich astrein. Aber die sag schon, die Mediatheken, die sind eine Katastrophe. Also die gefallen mir überhaupt nicht. Die Fernbedienung ist okay, wenn sie das gleiche Bedienkonzept hätte wie diese Box. Wenn die Firmware anders wäre, dann wäre die Fernbedienung in Ordnung, weil dann braucht man nur diesen Bereich hier. Rechts, links, hoch, runter, zurück und home. Mehr braucht man ja gar nicht. Und in der Mitte den OK-Knopf. Ja, also finde ich nicht ganz so schön gelöst. Diese Fernbedienung von Banggood kannst du zum Beispiel, da ist auch noch ein Mikrofon eingebaut, da kann ich natürlich auch wie bei der Fernbedienung reinquatschen. Und hier wäre es so, hier müsste ich den Google Assistant starten, weil ich da keinen Knopf für habe, irgendwie müsste ich den Google Assistant starten und dann könnte ich da reinquatschen.
doppelt gemobbelt. Erstmal müsste ich den Google Assistant aufrufen und dann da reinsammeln. Also ist nicht so günstig, wie ich finde. Aus diesem Grund, es funktioniert alles, aber es ist ein bisschen hölzern mit der Fernbedienung. So. Aus diesem Grund werde ich eine andere Firma hier einspielen in die Box. Und zwar gibt es ein Team, das nennt sich ATV Experience. Das hat die gleiche Oberfläche wie bei dieser Box, die ich so genial finde. Die gleiche Oberfläche programmiert. Oder, ja doch die gleiche Oberfläche. Wo man seine Favoriten hat, das zuletzt Gesehene. Wo man seine ganzen Mediatheken hat und diese ganzen Einblendungen. Also top, wirklich top, das System. Und dieses System, was da läuft, möchte ich auch hier haben. Und dieses ATV Experience hat das umgesetzt. Auf Basis dieses ROMs. Also hat das komplett neu aufgesetzt, ein komplett neues ROM geschaffen, was eben diese User Experience von diesem Kasten hat, von dem Android TV 9.0 Pi auf Android 8.1 Oreo. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich hat man dann natürlich auch, hat man hier auch, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen soll, hier kann man natürlich auch noch, so, und wenn ich jetzt hier mit der Maus, mit der nach unten gehe und mit der rechten die linke Maustaste gedrückt halte und nach oben schiebe, nee, das noch nicht, dann seht ihr hier unten verschiedene Sachen. Und zwar kann ich hier Screenshots machen, kann ich lauter machen, kann ich leiser machen, kann ich zurückgehen, stoppen und all so ein Zeug oder das Ganze wieder verschwinden lassen. Gut. So, das kann ich bei der anderen Box nicht. So, und das gleiche gilt natürlich auch für oben. Schaut mal selbst. Oben reingehe. Das kennt ihr alles von Android, ne? Von eurem Android-Handy. Da kann ich noch weitergehen. Und Querformat, Flugmodus, Bluetooth ein- und ausschalten, WLAN ein- und ausschalten und. Ja, das kennt ihr normalerweise wirklich nur von euren Androiden. Und das geht auch hier von unten. So. Das, was ihr hier gerade seht, das kann die neue Firmware immer noch. Man kann die Maus bedienen. Jetzt schwenke ich mal wieder zu mir. Man kann also eine Maussteuerung durchführen. Man kann natürlich dadurch auch Apps installieren, die auf diesem System gar nicht zu installieren und zu benutzen sind. Das ist natürlich genial, ne? So kann man wirklich Speziallösungen installieren, die auf dem Android 9.0, Android TV 9.0 gar nicht nutzbar wären, oder ja, die nicht nutzbar wären, aber hier nutzbar sind. Und man hat zusätzlich noch das Bedienkonzept über die ganz normalen Tasten hoch, runter, rechts, links, zurück, was wir von dieser Box kennen. Android 9.0, Android TV 9.0. Das hier ist nicht Android TV 9.0, das ist hier irgendwas anderes und ich finde das alles ein bisschen umständlich. Hat natürlich auch Vorteile, hier sind einige Apps dabei, die sind echt klasse. Die sind auch in der neuen Firmware noch drin. Es funktioniert alles wunderbar, man muss sich da reingewöhnen, aber wie gesagt, wenn man da in irgendwelche Mediatheken reingeht, man braucht eine Maus dafür und das nervt, weil man hat vom Bedienkonzept hat man einmal das Konzept über die Pfeiltasten zurück und home und zum zweiten über die Maus und deswegen ist ja hier die Maus noch mit bei. Und die Maus ist echt schnarchig, wenn ich hier die Maus einschalte und über die Cursor-Tasten mit der Maus irgendwo hinfahre. Das dauert ewig. Das ist richtig, richtig umständlich. Also mir gefällt diese Oberfläche. Andere werden damit problemlos wahrscheinlich klarkommen. Die werden nicht das Problem haben, was ich habe, aber da bin ich echt pingelig. Mir gefällt diese Oberfläche oder diese Firmware nicht wirklich. Das ist der einzige Kritikpunkt. Ansonsten ist die Box geil. Und wenn man wirklich nur Filme gucken will oder wenn man Filme streamen will, funktioniert das auch. Die Mediatheken sind wie gesagt mit der Maus ein bisschen kryptisch. Der Google Play Store ist der normale Google Play Store und nicht der Google Play Store für Android TV. Dann werden einem wirklich nur die Apps angezeigt, die man installieren kann, die auf Android TV abgestimmt sind, was die User Experience sozusagen, die Bedienoberfläche ist genormt und hier installiert man sich Apps, die eigentlich eher fürs Handy sind. Und das nervt. Das nervt mich einfach kolossal. Finde ich nicht ganz so günstig. Ja, was macht man denn da nun? Ja, diese Box, die hole ich jetzt mal. Ich fahre sie mal runter. Aus. Ich hole sie mal ganz kurz.
so geil diese Box auch ist, mit der beiliegenden Firmware komme ich persönlich nicht klar, nachdem ich dieses System hier getestet habe und sehr, sehr schätze. Weil es einfach sehr, sehr simpel ist. Ich mag simple Lösungen und genormte Lösungen. Und das hier ist mir irgendwie zu durcheinander. Das ist also einmal die Bedienführung über die, wie gesagt, über die Cursor-Tasten mit zurück und Dings. Und hin und wieder hat man dann auch nochmal Apps, wo man die Maus wieder einsetzen muss. Das finde ich nicht sinnig irgendwie. Die Box hat an der Seite natürlich jede Menge USB 3.0 Schnittstellen und hier hinten eine USB 2.0 Schnittstelle. Hier, die hier. Diese USB 2.0 Schnittstelle kann man zum Programmieren, zum Flashen der Box benutzen. So, jetzt mache ich mal Fernseher aus hier. Das müssen ja nicht alle Geräte hier gleichzeitig laufen. Noch ein bisschen Strom sparen. Kann man zum Flashen benutzen. Wie flasht man die Box? Über ein USB-A-Kabel, was hinten in diesen USB 2.0 Anschluss reinkommt. Und noch ein USB, auf der anderen Seite auch ein USB-A, der an den PC angeschlossen wird. Ein USB-A zu USB-A. USB-Kabel habe ich leider nicht. Ich habe nur Kabel, die ich geschlachtet habe. Hier war ein 2 Meter langes Kabel dran. Das kann ich euch mal zeigen. Hier ist der Rest. So sah die andere Seite aus. Das ist eben so ein uralter USB-Stecker. Der wird heute überhaupt nirgends mehr eingesetzt. So ein kleiner. Sieht ein bisschen, schon fast ein bisschen exotisch, das Teil. Das waren damals mal vor 10, 15 Jahren so, was weiß ich, vor 10 Jahren die USB-Stecker. So, und da waren 2 Meter Kabel dran. Das 2 Meter Kabel habe ich abgeschnitten. Und da habe ich zwei Kabel von gehabt, noch original verpackt. Und ich brauche sie nicht. Ich hätte sie sowieso weggeschmissen. Und das ist natürlich ganz gut. Auf der einen Seite war eben dieses USB-A. Beim zweiten Kabel genau das gleiche. Und die habe ich einfach abgeschnitten. Und jetzt schwenke ich mal nach unten und zeige euch, wie ich mir jetzt ein USB-A zu USB-A Kabel bastel. Zum Flashen. Die kann man natürlich auch fertig kaufen. Bloß will ich nicht. Das kostet 3 Euro, spare ich mir. Hier ist der USB-Anschluss und hier ist der USB-Anschluss. So sehen sie übrigens aus. Ganz normal. Eine Seite hier rein und die andere Seite ist das gleiche in den PC. Wie verbinde ich die jetzt? Diese Kabel, wenn ihr mal gucken wollt, sind wie folgt aufgebaut. Sie haben eine Metallschirmung hier vorne. Dann haben sie noch eine zusätzliche Schirmung aus so einer Art Alupapier. Und dann haben sie 4 Kabel. Ihr seht ein schwarzes, das ist Ground. Ein rotes, das ist plus 5 Volt. Und dann habt ihr D- und D+, das sind die beiden Datenleitungen, wo die Daten durchflitzen. Wie ist ein USB-A zu USB-A Kabel beschaltet? Ja, also Ground wird an Ground angelötet, plus 5 Volt wird an plus 5 Volt angelötet. Das Weiße wird an das Weiße angelötet und das Grüne wird an das Grüne angelötet. So, und dann habe ich genau das Kabel, was ich zum Flashen brauche. Eins habe ich hier schon so ein bisschen auseinandergenommen, wie ihr seht. Ja, das muss ich natürlich noch abisolieren, da kommt noch Schrumpfschlauch rüber, das mache ich ein bisschen anständig. Und hier genau das Gleiche, das isoliere ich auch alles ab, dann löte ich die Strippen zusammen, dann haue ich die Schirmfolie wieder, also dann kommt Schrumpfschlauch rüber, dann haue ich die Schirmfolie wieder rüber, da kommt dann auch nochmal über den ganzen Batzen Schrumpfschlauch und ist die Sache erledigt. Dann habe ich mir genau dieses Kabel gebaut, was ich brauche. Zweimal der gleiche Stecker, zweimal USB-A. Und damit flashen wir die Box über den PC. Warum ist das Kabel so kurz? Ja, ganz einfach, weil hier natürlich enorme Datenmengen durchgehen und die Schwachstelle sind nachher die Lötungen hier und die Isolation. Bei so kurzen Kabeln kann das ganz gut funktionieren. Aber wenn ich jetzt das Kabel 2 Meter lang abgeschnitten hätte und hier hinten auch 2 Meter, dann hätte ich ein 4 Meter langes Kabel. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, dass da Daten unterwegs verloren gehen und dass das in die Hose gehen wird. Deswegen werde ich versuchen, das Kabel so kurz wie möglich zu halten, damit die Qualität, die Datenübertragungsqualität gegeben ist. Also nicht zu lang machen. Das ist jetzt ein halber Meter, denke ich mal. Wie lang ist das? Oder vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht 60 cm in Summe. Was könnte das werden nachher? Lass mal gucken. Ja, 60 cm, 50, 60 cm. Ist schon ganz schön lang. Ich werde es aber damit ausprobieren. So, und das werde ich mir dann zusammenlöten. Wie gesagt, schwarz an schwarz, rot an rot, weiß an weiß und grün an grün. So.
Jetzt schwinge ich wieder hoch. Und nun kommt unsere Version vom Anfang, wenn ihr dran geblieben seid oder aufmerksam gewesen seid. Nun kommt unsere Version 81 ins Spiel. Diese Box gibt es in zwei verschiedenen Hardware-Revisionen. Revision V10 und Revision V81. Da ist die Hardware ein bisschen unterschiedlich. Dieses ETV Experience Team hat für beide Hardware-Revisionen, für beide Hardware-Stände, jeweils eine eigene Firmware erstellt. Eine V10-Firmware und eine V81-Firmware. Ihr findet die Firmware, das zum Flashen, den License-Code, findet ihr das Komplettpaket. Das Flash-Komplettpaket für beide Hardware-Revisionen findet ihr unter meinem Video zum Download, falls ihr es genauso machen wollt. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ihr flashen wollt, ich blende nachher noch eine Warnmeldung ein, alles auf eigene Gefahr. Also wenn ihr euch die Kiste kaputt flasht, habe ich damit nichts zu tun. Ich weiß auch noch nicht, ob das funktioniert, aber ich bin guter Dinge, dass es funktioniert, weil die Sachen, die ich so anpacke, die funktionieren in der Regel immer. Bloß eben, wie gesagt, ich hatte kein Kabel und das muss ich mir jetzt halt bauen. Und wenn ich das Kabel habe, brauchen wir nachher nur noch Flash-Software. Dann müssen wir die Flash-Software installieren. In diese Flash-Software müssen wir den Lizenzcode reinkopieren, damit das dann akzeptiert wird. Dann laden wir in die Flash-Software die V10, wenn ihr die V10-Hardware habt, oder eben die V81-Firmware, wenn ihr die V81 habt, also so wie ich jetzt, die V81 rein. Der wird dann mal ganz kurz gecheckt, das dauert so eine Minute, ob das alles konsistent ist. Und dann, wenn das der Fall ist, klickt man einfach auf Flashen Start. Aber hat die Box noch nicht angeschlossen. Und dann steckt man ein USB-Kabel in den PC rein und die andere Seite hinten in die Box. Ihr braucht keine Stromversorgung für die Box. Weil die Stromversorgung bekommt sie über zum Flashen über die 5 Volt vom PC. Und steckt ihr das hier hinten rein und dann bimmelt der PC, dann erkennt die Flash-Software das Device und fängt an zu flashen, die neue Firmware einzuflashen. Und wenn das erledigt ist, steckt man die einfach ab, schließt sie am Fernseher an und dann gucken wir uns nachher mal das Ergebnis an, wie die neue Firmware aussieht. Ich bin mal mächtig gespannt. So richtig gesehen habe ich sie noch nicht. Aber die Features, die ich gelesen habe und das, was ich bisher an Screenshots gesehen habe, entspricht genau dem hier plus eben den Vorteilen, die ich vorhin genannt habe. Ja, das werde ich aber heute nicht mehr machen, weil es ist schon verdammt spät. Das werde ich dann morgen mit euch zusammen machen. Was ich heute noch machen werde, ich will dieses Kabel zusammenbauen, dass wir das Flash-Kabel haben. Und dann werde ich mich morgen nochmal wieder melden und dann werden wir dieser Kiste, die toll ist, aber eben nicht die Funktionalitäten hat, die ich mir gerne wünschen würde, was die Bedienung angeht, die Einfachheit, sondern ich das ein bisschen umständlich finde, je nach entsprechender App, dann werden wir dem Ganzen mal ein neues Betriebssystem aufflashen. Das ist dann auch Android 8.1.0, plus eben mit den modernen Features dieser Kiste. Das wird nachher genauso aussehen, oder fast genauso aussehen wie bei der Kiste. Allerdings haben wir hier immer noch ein offenes System, im Gegensatz zu dem, was eigentlich ein ziemlich geschlossenes System ist. Da wird man nicht mehr viel machen können, aber hier haben wir eben ein relativ offenes System. Hier kann man dann auch Apps noch trotzdem weiter benutzen, die man hier gar nicht benutzen könnte. Tja, wie das geht mit den Flaschen, zeige ich euch morgen. Bleibt dran, meine lieben Freunde. Jetzt wird es gleich eine Sekunde dauern und dann werde ich mich gleich wieder melden. Wahrscheinlich mit einem frisch zusammengelöteten Kabel. Und dann wollen wir mal ans Eingemachte gehen. Dann hauen wir da mal eine alternative Firmware rein. Bin mal gespannt, ob das auch alles so funktioniert. Wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt und ich immer noch rede, dann wird es funktioniert haben. Wir sehen uns morgen wieder. Das klappt schon, keine Panik. So, ich habe ein bisschen Angst. Ne? Dabei kann man sich die Kiste natürlich ruinieren. Ne? Wollen wir nicht hoffen, dass das passiert. So, meine Lieben, haut rein und tschüss, bis gleich. Also morgen für euch in ein paar Sekunden. Peace, meine lieben Freunde. Ich hatte ja versprochen, einen Tag später will ich mich wieder melden. Es sind 2 Tage geworden, weil ich keine Zeit hatte. Machen wir weiter. Nun werden wir die Box, die wir hier haben, werden wir mit einem neuen Betriebssystem, mit einem neuen Android, alternativen Android-Betriebssystem flashen, weil ich finde, hatte ich ja schon gesagt, das Bedienkonzept nicht ganz so optimal gelöst, weil man da eine R-Maus braucht, am besten eine Tastatur und auch ein Touchpad, also im Grunde genommen eine Maus. Man kann ja auch eine normale Maus anschließen und eine PC-Tastatur. Finde ich nicht ganz so glücklich gelöst. Ich finde, das Bedienkonzept wisst ihr ja von der Box besser. Und das werden wir uns einspielen, aber auch das alte beibehalten. Hier ist die Box
Und ich hatte ja gesagt, ich werde das Kabel, was ich euch eben gerade gezeigt habe, für mich jetzt vor 2 Tagen, werde ich neu verlöten. Und hier habe ich das Kabel neu verlötet. Hier seht ihr Schrumpfschlauch drüber. Und ich habe die 4 Kabel verlötet. Rot an Rot habe ich gelötet. Ich habe Schwarz an Schwarz gelötet. Also Rot plus 5 Volt, Schwarz an Schwarz Ground habe ich verlötet. Und das gelbe und grüne Datenkabel habe ich auch verlötet. 1:1. Und hier ist unser Datenübertragungskabel. Also das brauchen wir gleich zum Flashen. Wir gehen gleich hoch und werden die Box flashen. Wichtig, wichtig, ich hatte ja hier die Festplatte eingebaut. Die habe ich wieder rausgeholt. Also zum Flashen darf die Festplatte nicht eingebaut sein. Der Kasten muss leer sein. Also hier darf nichts drin sein, keine Festplatte. Weil wir brauchen keine Stromversorgung, sondern die Box versorgt sich stromtechnisch über den zum Flashen über die 5 Volt, die von unserem neu gebastelten Kabel kommen. Wenn die Festplatte nämlich eingebaut ist, dann klackert die Festplatte hier rum und zieht den ganzen Strom weg und man kann die Box nicht flashen. Das funktioniert nicht, sondern die Box muss leer sein. Also achtet drauf, bastelt euch erstmal ein Kabel oder besorgt euch ein Kabel, vielleicht habt ihr sowas noch in eurer Bastelkiste liegen, ein USB-A zu USB-A, ihr wisst es. So, und ich habe eben, wie gesagt, 2 Kabel geschlachtet und 1:1 zusammengelötet. Bin ich auch relativ vernünftig geworden. Das habe ich extra deswegen gemacht, weil, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich es ja nochmal irgendwann. Das kommt bei mir in die Bastelkiste. So, ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht. Gerade Feierabend gemacht. Und ich werde mir jetzt erstmal wieder eine Hülse aufreißen, ein Feierabendbierchen, bevor wir flashen werden. Ich noch mal einen Schluck davon nehmen. Wartet mal. Hier haben wir einen Öffner. So viel Zeit muss sein. Wir wollen ja nur nicht hetzen. Viele sagen mal, Perle, deine Videos sind so episch lang. Auch episch geil. Viele mögen das. Also meine Abonnenten mögen das ja sowieso. Und einige hassen es. Ja, die Leute, die es hassen, ja, die werden jetzt leiden müssen. Prost, meine lieben Freunde. Ein Königspilsner. Ah. Lecker. Das ist mein Feierabendbier. So, nun schnappen wir uns, oder ihr auch, euch euer selbst gebasteltes USB-A zu USB-A-Kabel 1:1 verdrahtet. Rot an Rot, Schwarz an Schwarz, Gelb an Gelb und Grün an Grün. Gelb und Grün waren ja die Datenkabel und die Box. Und hier hinten seht ihr ja den USB 2.0 Anschluss und den, da können wir das Kabel schon mal reinstecken. Da werden wir es nämlich nachher brauchen. So müsst ihr es vorbereiten, die Box. Und das andere Datenkabel, das schließen wir später an den PC an. In dem Moment, wo wir es flashen, anstoßen, stecken wir das in den PC und dann geht's los. Aber dazu müssen wir noch ein paar PC-Vorbereitungen treffen. Ihr müsst euch erstmal dieses riesen Softwarepaket runterladen. Habe ich bei mir unten auf den Server gepackt. Wieder schön mundgerecht für euch als RAR-Datei, also als RAR-Archiv. Das entpackt ihr bitte bei euch auf der Festplatte. Und wenn ihr das dann entpackt habt und ihr habt diesen Zustand hier, ihr habt die Box, ihr habt euer Kabel und ich habe das Kabel hinten in den USB 2.0 Anschluss in diesen Port hier reingesteckt. Dann habt ihr alles, was ihr braucht und dann könnt ihr loslegen. Dann können wir uns nämlich das ATV Experience ROM aufspielen. Denkt bitte dran, bevor ihr das macht, es gibt davon 2 Versionen. Einmal die Version 10, V10 und einmal die V81. Wir hatten ja auf der Leiterplatte gesehen, das ist die V81. Und das ist wichtig, weil man in dem Download-Paket, was ihr euch, findet ihr unter dem Video den Download-Link, was ihr euch runterladen könnt, findet ihr 3 Firmware-Versionen. Einmal die Firmware, die jetzt hier drauf ist. Dann findet ihr die für die V10-Variante. Und dann findet ihr noch die Version für die V81-Variante. Diese V81-Variante will ich benutzen. Sollte euch das ROM nämlich nicht gefallen, könntet ihr dann wieder zurückflashen auf den alten Stand. So, was machen wir nun? Ich werde jetzt hier abbrechen und ich werde gleich mit einem künstlerischen Videoschnitt mich oben wieder an meinem Rechner am HiQ melden. Und in der Zwischenzeit ladet euch, wie gesagt, unter dem Video in der Videobeschreibung den Download-Link für die Firmware runter, für dieses Firmware-Paket, wo neben dem Flash-Tool die License-Keys bei sind für jede Firmware-Variante und 3 Firmware-Varianten. Variante 1
ETV Experience für die V10, ETV Experience für die V81. Die beiden sind eigentlich identisch, bloß eben auf die entsprechende Hardware gemünzt. Ich nehme an, damit hat das hat auch mit den Bluetooth-Chips zu tun, weil bei der V10 war ein Chipsatz sowieso drin und bei der V81 ist ein Bluetooth-Chip von einer anderen Firma drin. Das wird wahrscheinlich damit direkt angesprochen, nehme ich mal an. Und ja, das werden wir jetzt flashen, in diesem Fall, weil es in der V81 ist, die V81. Und dann, wie gesagt, findet ihr im Download-Paket natürlich auch nochmal das Stock-ROM. Aber wenn wir oben am PC sind, werde ich euch das nochmal zeigen. Also schwenken wir mal hoch zum PC und fangen mal an, hier eine alternative Firmware einzuflashen. In Echtzeit machen wir das. Und wie kompliziert das ist. Ist relativ einfach, aber ihr müsst ein paar Schritte beachten. Und wenn ihr dieser Anleitung folgt, dann verspreche ich euch, wird das genauso funktionieren. Aber bevor wir jetzt hier anfangen, rumzuflashen an dem Teil, muss ich nochmal ganz kurz dieses Video unterbrechen für einen kleinen rechtlichen Warnhinweis. Ich muss mich da absichern, weil ich kenne einige von meinen Abonnenten oder auch von meinen Nicht-Abonnenten, die bauen richtig große Scheiße und kürzen ab und folgen das Video nur zur Hälfte und dann wundern sich nachher, wenn sie ihre Kiste gebrickt haben, also kaputt gemacht haben. Also da muss ich mich dann absichern. Also jetzt in diesem Fall erstmal ein rechtlicher Warnhinweis. Bis gleich. Da bin ich wieder. Rechtlicher Warnhinweis, den haben wir jetzt abgearbeitet. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr Scheiße baut, ist das nicht mein Problem. Dann müsst ihr damit klarkommen. Aber wie gesagt, wir werden jetzt oben an dem PC die neue Firmware einflashen. Und wie kompliziert das ist, werde ich euch am PC erklären. Ganz, ganz einfach. Macht diese Vorbereitung. Hier hinten USB 2.0 Kabel, habe ich erzählt. Und das Kabel kommt noch in den PC. Aber erst dann, wenn ich euch das sage, meine Lieben. Und mein Magen knurrt. Muss jetzt noch mal ein Bier trinken. So, Schnitt, Schnitt. Wir sehen uns gleich oben. Bis gleich. So, meine lieben Freunde. Wunder der Technik, Wunder der Schnitttechnik. Zack, hier bin ich oben auf meinem PC. Und nun wollen wir mal loslegen. Also ihr müsst euch erstmal unter meinem Videobeschreibung findet ihr, wartet mal. Genau. Unter meiner Videobeschreibung findet ihr einen Download-Link zu einer RAR-Datei. Und wenn ihr die RAR-Datei entpackt, habt ihr diesen Zustand, den ihr jetzt gerade hier seht. Ihr findet einmal das A95 Max Stock-ROM. Das ist das, was jetzt so auf eurer Kiste ist. Und dann findet ihr von ETV Experience die Version V3A für die PCB. Das ist die Hauptplatine V10. Das ist das ROM für die Hauptplatine für die V10. Und für die V81, das ist ja meine Box, ist das ROM. So, müsst ihr euch dann entsprechend aussuchen. Und dann findet ihr natürlich noch vorne, im Hauptordner sozusagen, findet ihr von Amlogic USB Burning Tool Version 2.1.7.0. Da doppelklickt ihr bitte drauf und installiert es. Ich tue es nicht installieren, also ich habe schon installiert, ihr seht es hier unten, hier ist mein Burning Tool. Es ist schon installiert. Das installiert ihr euch als allererstes. Wenn das installiert ist, das wird in diesen Ordner installiert. Unter Programme x86 Amlogic USB Burning Tool. Da müsst ihr rein verzweigen. Und dann habt ihr quasi das, was ihr eben gerade installiert habt, mit diesem Programm hier, wird auf eurem C-Ordner angelegt. Und da klickt bitte rein unter Programme x86 am Logic USB Burning Tool. Denn wir kommen jetzt zum Brennen. Wir suchen uns die entsprechende Firmware aus. In meinem Fall ist es die V81. Solltet ihr noch eine V10-Box kriegen, was ich eher nicht glaube, müsst ihr die V10 nehmen. Bei der V81 macht ihr bitte einen Doppelklick in den Ordner. Und dann seht ihr hier einen Ordner License. Wenn wir da reinklicken, steht hier Security Boot Set. Findet ihr übrigens auch in der V10. Habe ich euch überall reingepackt. Hier findet ihr das auch. Und findet ihr auch im Stock-ROM. Wichtig.
ohne diese Datei funktioniert das Ganze nicht. Also, wir sind jetzt in V81, also meiner Box. Da findet ihr diesen License Key und eben die Firmware. Diesen License Key schnappt ihr euch und kopiert ihr hier in diesen Ordner rein, in den Hauptbereich. Also unter Programme am Logic USB Burning Tool. So, Moment. Und das kopiere ich jetzt hier rein. Kopieren. Zack. Und da habt ihr dieses Tool. Das ist jetzt hier drin. So. Dann habt ihr schon mal alles Notwendige vorbereitet und jetzt können wir uns unser USB Burning Tool installieren. Ja, ihr hattet ja als erstes das USB Burning Tool installiert, also das hier, was ihr hier schon seht. Schritt 2. Bei der Firmware, die ihr flashen wollt, dieses License Key in den Installationsordner von dem USB Burning Tool kopieren und dann das USB Burning Tool starten. Das werden wir jetzt mal machen. Zack, das ist das USB Burning Tool. Ich schließe das hier mal. Und das kann ich auch mal. Ich mache hier gerade eine kleine Kopieraktion. Das kann ich auch mal entfernen. So, jetzt sucht ihr euch. Jetzt habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten. Das ignoriert alles mal. Sucht ihr euch unser File, Import Image. So, hier seht ihr das ja wieder. Die gleiche Ordnerstruktur, die ihr hier auch habt. Hier. Das ist genau das Gleiche. Und da geht ihr in V81 und da findet ihr eine IMG-Datei. Das ist ja der License Key, den wir eben gerade kopiert haben. Die sich nennt ATV Experience V3A-A95XMAX IMG. Und da macht ihr einen Doppelklick drauf und dann wartet ihr. Jetzt steht hier Image Checking und jetzt prüft er quasi, ob das Image konsistent ist. Es dauert ein Momentchen. Das ist jetzt alles Echtzeit. Ich kürze hier nichts ab. So. Und dann seht ihr hier Secure Boot Set vorhanden 1. Das ist schon mal gut. Also wenn es hier keine Fehlermeldung gab. Und hier unten seht ihr den Link zu dem ROM, was wir hier gerade selektiert haben. Jetzt als nächstes achtet darauf, dass hier ein Haken ist. Das ist aber auch defaultmäßig so. Bei Erase Flash. Das Flash soll gelöscht werden. Normales Löschen. Erase Bootloader. Der Bootloader soll gelöscht werden. Und diese beiden Haken setzt ihr auch nicht. Also nur diese beiden oberen Haken müssen gesetzt sein. Die sind auch schon defaultmäßig gesetzt. Hier setzt bitte keinen Haken ein. Ihr ändert daran nichts. Das muss bei euch genauso aussehen wie bei mir. Nur zwei Haken setzen. So, und dann klickt ihr, die Box ist noch nicht angeschlossen am PC. Dann klickt ihr auf Start. So, worauf wartet er nun? Warum passiert jetzt nichts? Weil ich die Box noch nicht angeschlossen habe. Jetzt stecke ich die Box, das USB-Kabel in irgendeinen USB-Port meines PCs. Zack, ist jetzt gerade drin. Jetzt höre ich Ding, Dong, Dong. Ding, Dong, Dong. Und ja, hat die Box erkannt. Und wieder Ding, Dong, Dong. Also der ist jetzt am Bimmeln, der PC. Das hört ihr nicht, weil ich natürlich hier ein Headset auf habe. Ich höre es ja aber in den Kopfhörern. Und jetzt seht ihr hier auch schon, was den Status angeht. Er hat die Box erkannt und er fängt auch schon an, verschiedene Sachen zu machen. Er hat zum Beispiel eben formatiert und den Bootloader gelöscht und ja, nun legt er los. Download-System. Was er da jetzt im Einzelnen macht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so genau. Wird scheinbar ein Download durchgeführt. Wo das landet, ich weiß es nicht. Lasst es einfach laufen. Das lassen wir in Echtzeit, lassen wir das jetzt durchlaufen. Es ist jetzt 47 Sekunden im Gange. Also ihr habt gesehen, ich habe hier ja Start Flash gemacht, also Start gedrückt und die Box nicht angeschlossen. Und in dem Moment, wo ich die Box anschließe, wandert die in den Bootloader-Modus und lässt sich auch flashen. Ihr braucht da nicht irgendwelche Reset-Taste drücken, die man übrigens in dem AV-Anschluss findet. Ihr braucht gar nichts drücken. Ihr braucht nur den USB reinstecken. Aber erst, wenn ihr hier Start gedrückt habt, dann läuft alles vollautomatisch. So, er ist jetzt im Gange, Download-System immer noch. Damit wird er nachher auch gleich fertig sein. Ich glaube, es wird gar kein Download durchgeführt auf meinem PC, sondern mit Download-System ist gemeint, er downloadet das System jetzt in die Box rein.
Tja, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Oder macht er doch einen Download? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Es dauert ungefähr 3,5 Minuten, dann ist er fertig. So, und jetzt hängt er bei Download, näher, schiebt jetzt die Firmware in die Box ran. Das ist damit gemeint mit Download-System. Bei 80 hängt er. Er hängt aber nicht, er macht noch weiter. Wartet ab. Ihr dürft da nicht nervös werden und irgendwelche Stecker ziehen. Und das, was ich hier mache, hier Downloads und wilde Kopieraktionen, dass ich hier so 30 GB an Daten hin und her schiebe über mein Netzwerk, solltet ihr am besten nicht machen. Nicht nervös werden, 80% Download-System. Jetzt, man könnte jetzt auf die Idee kommen, der hängt. Aber er hängt nicht, er macht noch weiter. Wir werden es gleich erleben. Download Vendor 82, seht ihr? 84 ist jetzt bei 3 Minuten. 3,5 Minuten dauert der ganze Vorgang um den Dreh. Und gleich ist er fertig. Bei 93 hängt er wieder ein Momentchen. Keine Panik. 94, seht ihr? Burning Bootloader. Und dann, zack, ist er fertig. 3 Minuten 21 hat es gedauert. Manchmal variiert das ein bisschen. Und hier unten seht ihr Hub 511. Das ist die ID, die er gefunden hat. Das ist das Datum. Und als Ergebnis sagt er, Burning, das Brennen wurde erfolgreich abgeschlossen. Er ist fertig. Burning successfully. 100%. Muss grün leuchten und es wird bei euch genauso grün leuchten. Wir sind fertig mit dem Brennen. Wir können die Box jetzt wieder abziehen vom PC. Das tue ich auch. Macht wieder düdelim. Ist verschwunden. Wir können schließen. Wir können das schließen. Und wir sind durch. Wir sehen uns jetzt gleich wieder unten. Das war der ganze Vorgang. Völlig easy. Ne? Man muss bloß wissen, was man tut. Ne? Als erstes das USB Burning Tool runterladen. Dann die License Key in den Ordner von dem Burning Tool auf Laufwerk C kopieren. Dann mit dem Burning Tool das Image laden und überprüfen lassen. Dann auf Start drücken und ganz zum Schluss die Box anschließen oder der Rest läuft automatisch. Einfacher geht's nicht. So, jetzt sehen wir uns unten zum Erstbetrieb der Box. Beziehungsweise gleich nochmal wieder vor der Kamera. Das war's. Peace, dann bin ich wieder hier vor meiner, Flash-Couch. Hier ist das Teil, das haben wir eben gerade geflasht. Das Kabel brauchen wir jetzt nicht mehr, das könnt ihr abziehen. Aber ihr habt gesehen, wie wunderbar das funktioniert, wie wunderbar einfach das ist. Das sind, ja, wie gesagt, die drei Schritte, die ich in meinem HiQ oben genannt habe. Das muss ich ja jetzt nicht nochmal wiederholen. Dann heißt das wieder, Pelle wiederholt alles 18 Mal. Aber im Grunde genommen müsste ich es, damit ihr keinen Scheiß baut. Es ist einfach. Dieses Kabel, meine Anleitung, oben folgen und das war's. Wir haben jetzt in der Box, jetzt könnte ich die Festplatte auch wieder einbauen, aber der Einfachheit halber lasse ich sie jetzt erstmal draußen. Wir haben jetzt in der Box von ATP Experience das ATP Experience ROM drin. Und werden jetzt die Ersteinrichtung durchführen. Gemeinsam. Und dazu schwenke ich euch jetzt gleich, das mache ich auch wieder mit dem Videoschnitt, schwenke ich euch gleich zum PC und werde die Box starten und das erste Mal durchlaufen lassen. Lasst euch da nicht nervös machen. Beim ersten, also es gibt zwei Geschichten, die wir gleich erleben werden. Die erste Installation dauert wirklich lange, also die erste Inbetriebnahme dauert lange. Also da denkt ihr dann teilweise auch auf dem Fernseher, die Box ist abgeschmiert und die funktioniert nicht. Das werde ich in Echtzeit laufen lassen, vielleicht lasse ich es auch ein bisschen schneller vorlaufen, dann markiere ich das aber auch in dem Video nachher. Also das erste Mal ist die bestimmt 5 oder 10 Minuten in Gange, die erst sozusagen die Erstgrundinstallation durchzuführen, bis ihr überhaupt was seht. Manchmal werdet ihr auch auf dem Bildschirm ganz kryptische Geschichten erkennen, irgendwie hier digitalen Wuselkram, wo ihr denkt, der Bildschirm, der Anzeigentreiber ist abgekackt, aber das ist auch völlig normal. Das hatte ich auch beim Original-Update, wo ich das erste Mal die Box mit der Original-Firmware installiert habe. Sagte er gleich, es gibt eine neue Firmware, willst du die installieren? Dann führt er natürlich auch ein Reboot durch und dann sieht man da auch so kryptische Geschichten auf dem Bildschirm, dass man denkt, ah, ja, jetzt habe ich sie wieder zerschossen. Nein, nein, das ist völlig normal. Das ist bei diesem ROM nicht viel anders. Bloß es dauert beim allerersten Mal dauert das echt lange. Es hat mich echt gewundert, wie lange das dauert, bis der in die Gänge kommt, bis man überhaupt was machen kann. Aber wie gesagt, das ist nur einmalig.
nur das allererste Mal findet das statt. Das ist jetzt ganz frisch geflasht und wir werden jetzt mal gleich zum Fernseher schwenken und mal in Echtzeit gucken, was der da eigentlich fabriziert und was er da gerade macht. So, geht gleich los. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir werden jetzt gleich die Box anschließen. So, das werde ich jetzt mal tun. HDMI rein. Ethernet-Kabel rein. Zack. Und Strom drauf. Auf die Kiste. Und dann geht's los. Seht ihr schon? ATV Experience. So. Und das dauert eine ganze Weile. Also der führt jetzt die Ersteinrichtung durch. Und das lassen wir mal in aller Ruhe machen. Werdet da nicht nervös. Das könnte ich im Grunde genommen auch schon ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Ich könnte ja auch meine andere Tastatur nochmal anschließen. Ja, nicht so blöd, ne? Zack. Das dauert, glaube ich, 5-6 Minuten. Steht im Display, steht immer noch gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das lesen könnt, wenn ich da rangehe. Oh, jetzt passiert was. Mit Ton, das ist quasi das erste Einrichtungsfenster. Das ist das Bootfenster sozusagen, diese Bootanimation. Von der Box steht jetzt nicht mehr Boot im Display, sondern es steht jetzt, dass er eine Minute schon an ist. Dass die Kiste eine Minute läuft. So. Und ihr seht auch unten, er dreht und dreht und dreht. Ein bisschen hakt auch hin und wieder mal. Also der ist richtig am Rödeln. Also der ist da am Ruminstallieren. Und da lassen wir ihn natürlich jetzt ruminstallieren in aller Ruhe. Das brechen wir nicht übers Knie. Ich glaube, nachher bei Minute 6 oder Minute 11 oder so ist es nachher fertig. Das dauert echt eine Zeit. Jetzt denkt man, die Kiste ist abgeschmiert, weil er nichts mehr anzeigt. Dem ist aber nicht so. Er läuft. Da ist dieses Bild, was ich meinte, was so ein bisschen aussieht, als wenn er völlig abgekackt ist. Das ist aber völlig normal. Das seht ihr auch, wenn ihr die Box im Originalzustand das erste Mal ein Update raufflasht. Völlig normal. Bloß hier dauert es natürlich etwas länger als im Original, weil, wie gesagt, das ist jetzt ganz frisch installiert. Und ja, Erstinstallation. Da ist er jetzt wahrscheinlich am Einrichten im Hintergrund. Das gesamte Android-System richtet er da ein und zeigt eben hier diesen Unsinn an. Aber lasst euch da nicht nervös machen. Die Kiste ist nicht abgeschmiert. Jetzt ist aber Minute 3 gerade. 3 Minuten läuft das schon. Wenn ihr ihn nachher fertig habt, dann dauert das ein paar Sekunden, bis er online ist. So, jetzt passiert irgendwas. Jetzt ist der Bildschirm schwarz. Alles kein Problem. Einfach laufen lassen, nicht nervös werden. So, und dann kommen wir schon mal, seht ihr unten Loading, schon zur Erstinstallation. Jetzt müssen wir auf der Fernbedienung, drücke die Back- und die Home-Taste. Also drücke ich die Back- und die Home-Taste auf unser Original-Fernbedienung. Back, warte mal, wo ist die denn? Hier ist die Back-Taste und hier ist die Home-Taste, die drücke ich beide gleichzeitig. So, und dann fragt er nach der Sprache. Dann gehe ich mal ein bisschen dichter ran mit euch. Bevor ich hier weitermache. So, jetzt fragt er hier nach der Sprache. Da wählen wir natürlich Deutsch aus.
könnt ihr, glaube ich, gar nicht richtig lesen, ne? Ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Deutsch. Da müssen wir aber nachher aufpassen. Wir müssen auch noch eine Einstellung tätigen. Nicht, dass er auf Koreanisch zurückstellt. Zack. Deutsch. Fernseher über Android-Tablet einrichten? Nö, will ich nicht. Dein Fernseher optimal nutzen, anmelden. Damit ist quasi gemeint, im Play Store anmelden. Und das mache ich über die Fernbedienung. Da habt ihr oben einmal die Auswahl Telefon oder Computer nutzen oder Fernbedienung verwenden. Wenn ihr auf Telefon und Computer nutzen stellt, dann stellt er oben auf Koreanisch. Dann stellt ihr das auf Koreanisch um. Das hat mit der Einstellung in der Box zu tun. Ich werde euch das nachher zeigen, wie ihr das nachher richtig einstellen könnt. Also nehmt unten Fernbedienung verwenden. Fernbedienung. Doch, Moment. Damit werdet ihr jetzt nach euren Google-Daten gefragt. Oder müsst ihr euch ein Google-Konto neu anlegen. Das geht ja auch. Das dauert jetzt auch ein Momentchen. Oder blockiere ich mir die gesamte Kommunikation? Nein, tue ich nicht. Jetzt geht's. Jetzt müsst ihr eure Google-E-Mail-Adresse eingeben. Das tue ich mal. Jetzt müsst ihr euer Passwort eingeben. Tue ich auch mal. So, nun habe ich meine Google-Information eingegeben. Jetzt müsst ihr noch akzeptieren die Nutzungsbedingungen. Machen wir. Standort, ja klar, soll er. Nein, möchte ich nicht, ist egal. Ja, meinetwegen, mach. Android TV verbessern, könnt ihr ja auch anhaken, macht ja. So. Und nun fragt er, ob wir den Google Assistant verwenden wollen. Du kannst ihm Fragen stellen und. Das brauchen wir bei Android 9.0. Pi ist der Google Assistant ja installiert. Den installieren wir hier auch. Sagen ja, wollen wir benutzen. Und wir aktivieren ihn auch. Insbesondere, wenn ihr eine Airmaus habt, so wie ich, im Zulauf mit Spracheinstellung, mit Spracherkennung. Jetzt sagt er, der Assistent ist jetzt bereit. Klicken wir auf Weiter. So, und jetzt müssen wir einen Namen, dem Device einen Namen geben. Ihr könnt dem Device, wenn ihr nur eine Android TV Box zu Hause im Netzwerk benutzt, dann könnt ihr es Android TV nennen. Ich nenne es ETV Experience V3. Dann weiß ich, aha, das ist die Kiste in meinem Zimmer, weil die andere Box unten, die heißt schon Android TV. Also gebe ich ihm einen anderen Namen, also den oberen, der schon voreingestellt ist. Boom. Dass ich sie im Netzwerk finde. So, jetzt steht hier, willkommen bei Android TV, nimm dir kurz Zeit, die Funktion des neuen Gerätes kennenzulernen. Zack, der Startbildschirm als Wegweiser für die Unterhaltung. Die Kanäle auf deinem Startbildschirm, das kennen wir ja schon vom Android 9.0. So will ich sie auch haben. Immer wissen, was du als nächstes abspielen kannst. Mit Play. Dein Google Assistant, ja, kennen wir auch. Brauchen wir nur drücken, Quatsch machen rein. Dein Wunsch ist uns Befehl. Frag einfach nach deinen Lieblingsserien und. Blump. Fragen stellen. Boom. Die Welt der Unterhaltung von Google Play. Ja, ist klar. Integrierte Chromecast-Technologie. Fertig. Okay. Ein paar Kleinigkeiten werden angepasst. Ich hoffe, die Kamera nimmt das scharf auf. Und ihr seht jetzt hier schon den ersten Startbildschirm. Und yippie, es ist genau so, wie ich es kenne und wie ich es haben will. Ist das geil oder ist das geil? Allerdings müssen wir, damit er jetzt nicht, wo hier steht, Apps und Empfohlen von Google, damit das jetzt nicht auf Koreanisch umstellt, müssen wir unbedingt eine Einstellung machen. Das macht möglichst am Anfang. Der geht jetzt zu den Apps. Und hier unten auf den App-Drawer. Das ist nämlich der alte App-Drawer, wie wir ihn kennen. Zack. Das, also der App-Drawer, wir haben hier zwei App-Drawer. Ich zeige euch das nochmal. Hier ist die Übersicht, die wir ja schon normalerweise kennen. Und wenn wir zu Apps gehen, habt ihr hier die installierten Apps. Die Android TV Apps zum Beispiel. Hier habt ihr übrigens auch einen alternativen Play Store. So, Media Center und was ja alles. Gut, Google Play, YouTube, Google Play Music und solche Geschichten. Und dann findet ihr unten den App-Drawer. Der App-Drawer ist sozusagen für Software, die ihr von der Seite installiert habt. Aber da sind auch Einstellungen mit drin. Hier, seht ihr? App Market. Da habt ihr zum Beispiel alternative Download-Möglichkeiten für Apps. Dateien, Einstellungen, Galerie. Der Google Play Store, das ist der normale Google Play Store. Ich gehe wieder mal rauf.
Nee, ist das der normale? Nee, das ist der, ja, den Google Play Store, den wir kennen, um zum Beispiel Android TV Apps zu installieren. Wenn wir jetzt hier auf Einstellungen gehen, kennt ihr das? Sind genau die Einstellungen, die wir normalerweise haben. Jetzt gehe ich mal wieder ins Haus und gehe oben auf die Einstellung rechts auf das Zahnrad. Das sind die normalen Android-Einstellungen. Ich mache mal die Kamera aus und wieder an, weil ich gerade sehe, dass sie hier nicht sauber fokussiert. Und ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen. Also das sind die normalen Systemeinstellungen hier. Gehen wir wieder aufs Haus. Wir wollen ja in die Android-TV-Einstellung sozusagen rein. Dazu geht ihr unter Apps, das ist ein bisschen anders, unter Apps, und dann findet ihr hier den App-Drawer hier unten. Ich füge mir den hier gleich hier oben in die oberste Leiste mit zu, weil den braucht man doch relativ häufig. Und ihr seht schon, selektiere den App-Drawer. Und zack, da ist er jetzt, quasi in meinem Hauptbildschirm drin. So komme ich sofort in die Einstellung rein. Oder in die Apps, die ihr von der Seite sozusagen installiert. Also die normalen Android-Apps, nicht die Android-TV-Apps. Und da findet ihr auch die Einstellung. So, und da müssen wir unbedingt rein, weil wir müssen in den Einstellungen ganz weit runter gehen. Das müsst ihr unbedingt machen, sonst kriegt ihr Probleme. Dann seht ihr Droid-Settings. Dann geht ihr nach Droid-Settings, geht auf HDMI CEC und schaltet unten aus diesen Menüpunkt. Den müsst ihr unbedingt ausschalten. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich versuche das nochmal scharf zu machen. Da. Das müsst ihr unbedingt ausschalten. Auto Change Language. So, das habe ich jetzt ausgeschaltet. Weil wenn ihr das eingeschaltet lasst, schaltet irgendwann das System auf Koreanisch um. Dann ist eure gesamte Benutzeroberfläche in koreanischer Sprache. Dreht ihr durch. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt bleibt sie in Deutsch, weil wir hier Auto Change Language ausgeschaltet haben. Also deaktiviert haben. Da soll es nicht automatisch, warte mal. Er soll nicht automatisch die Sprache verändern. Und das hat er bei mir nämlich gemacht. Ich bin fast verrückt geworden. Ich habe lange gesucht, bis ich das nach dem Griff hatte. So, und das bleibt jetzt in Deutsch. So. Könnt ihr noch mehr dazu packen? Will ich jetzt aber nicht. Diese Möglichkeiten habt ihr, wie gesagt, wenn ihr auf das Zahnrad geht. Dann habt ihr eure normalen Android-Einstellungen. Und wenn ihr in den App-Drawer geht, habt ihr eure Android TV technischen Einstellungen, wie wir es so kennen. Die auch korrespondieren, natürlich ein Teil davon, korrespondieren mit den Einstellungen, die über das Zahnrad hier oben durchgeführt werden können. Aber das sind natürlich so typische Android-Einstellungen hier, ne? Wie ihr seht. Display und sowas, ne? Hintergrundmodus, Ruhe, Schriftgröße, das kann man alles noch weiter verfeinern und konfigurieren. Also hier hat man jetzt quasi beides, ein Betriebssystem, was beide Welten sozusagen vereint. So, jetzt kann ich in den Google Play Store gehen und sagen, ich möchte die ZDF Mediathek, die möchte ich installieren. Und die installieren wir jetzt mal. Wird auch runtergeladen. So, mittlerweile hat er die ganze Geschichte installiert. Nun gehe ich nochmal runter hier und werde nochmal in die Suche reingehen und dann gehen wir da mal, nein, ich will nicht, ich will das von Hand machen, jetzt gebe ich nochmal Kodi ein, da haben wir es ja schon gleich, wenn wir sofort das K eingeben und gehen mal mit der Maus auf Kodi. So, das installieren wir jetzt, und wenn wir OK drücken auf der Fernbedienung, dann installieren wir uns auch mal schnell Kodi runter. Und den Teamviewer könnte ich mir auch noch mal runter installieren. Zeige ich euch nachher nochmal die Einstellung, die doch ein bisschen anders sind. Oder ich zeige euch nochmal Neustart von dem ganzen System. So, das hat er jetzt auch installiert. Jetzt kann ich hier natürlich hingehen und sagen, Kanäle anpassen. Und dann kann ich hier sagen, was ich mir alles anzeigen soll. Meine Auswahl. Zum Beispiel bei YouTube soll ich mir anzeigen, auch die Trends zum Bleistift. Zack. Und er soll mir von Google noch anzeigen,
Hier sind ein paar chinesische Sachen, das ist für euch eher uninteressant. Die beliebtesten Filme. Na, oder ja, zum Bleistift. So, und dann haben wir genau das, was wir auch von der anderen Box hier kennen. So, und ich führe jetzt nochmal Neustart durch. Wir haben ja nun auch die ZDF Mediathek installiert. Die erscheint nachher hier auch. Und ihr seht auch, man kann zum Beispiel auch, kann ich hier hingehen und sagen, die Sachen verschieben. Ich kann sie mir an eine andere Stelle schieben, so wie wir es quasi schon kennen. Ne? Und jetzt führe ich mal einen Neustart durch des ganzen Systems, damit ihr mal seht, wie lange das dauert. Ausschalten, neu starten. Ich mache mal neu starten. Steht der Boot. Und ihr seht, jetzt dreht er auch schon ganz anders, ne? Also nicht so schnarchig wie vorher. Aber es dauert schon ein Momentchen. Und dann ist er auch gleich da. Der zweite Start dauert auch ein bisschen länger. Lasst euch da nicht nervös machen und denkt, ui, das dauert immer so lange. Nein, das wird nachher immer kürzer. Kanäle und dann seht ihr hier unten auch die ZDF Mediathek, die ist jetzt auch mit dabei und so weiter und so fort. Also finde ich echt ausgezeichnet, das ist genau das, auch wenn wir in die ZDF Mediathek reingehen, so wie wir es kennen. Sendung verpasst, bumm, und dann kann man dann hier ganz bequem durch die Mediathek zappen, ne? Oder gestern, Montag. Ne? Und dann kann man sich die ganzen Sachen raussuchen, die man sich angucken will. Als Beispiel jetzt. Ne? Und bei Kodi ist es jetzt so, wir haben ja Kodi installiert. Kodi findet man jetzt nicht unter den Apps hier. Da seht ihr nicht Kodi, sondern Kodi findet ihr in dem App-Drawer. Also unter Apps findet ihr die nicht, sondern in dem normalen App-Drawer. Und hier seht ihr jetzt Kodi. Und das sortiert das natürlich so ein bisschen. Das ist ja eine normale Android-Anwendung. Ich starte mal Kodi. Continue. Klar, klar. Preparing for the first run. Und das ist jetzt unser Kodi. Kodi Version 18.5 Layer. Das ist jetzt noch in Englisch. Das kann ich natürlich jetzt schnell mal in Deutsch umstellen. Wo macht man das nochmal? Systeminformation, ich glaube Systeminformation, nein, Systeminformation war es nicht. Oh Mann ey. Services. War es auch nicht. Interface, glaube ich. Und der Interface stellt man, glaube ich, die Sprache ein. Regional, da haben wir es doch. Language ist jetzt auf Englisch gestellt, ich stelle es auf Deutsch. Sag mal, Dänisch. Kroatien, nein. German, hier. Deutsch. Und schon habe ich Kodi Deutsch. Zack. Ihr seht, das ist jetzt Kodi, so wie wir es kennen. Ja, easy, ne? Verlassen. Zack. So, dann bin ich da wieder, kann wieder rausgehen und dann bin ich nachher wieder meine Hauptseite. Da müsst ihr euch so ein bisschen umstellen. Hier findet ihr die Apps sozusagen, die Android TV Apps. Abtoy TV, das ist also ein alternatives Google Play. Okay. So lassen. So.
Und da kann man sich natürlich auch verschiedenste Apps runterladen. Jo. Und dann haben wir noch verschiedene andere Geschichten. Aber wie gesagt, hier ist Kodi drin, hier ist das, was wir alles nachträglich installieren, findet ihr hier. Und die Sachen, die für Android TV gemacht sind, findet ihr im Hauptbildschirm. Die wandern automatisch hin, beziehungsweise ihr könnt unter Kanäle anpassen, da euch auch noch die Inhalte anzeigen. Und YouTube funktioniert übrigens auch. Wenn wir jetzt auf YouTube gehen, dann kann man so unter Start sich die YouTube-Sachen angucken. Top Gun 2. Seine Verdienste sind legendär. Was er Ihnen beibringen wird, könnte sehr wohl den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod. Ja, ihr seht jedenfalls, das funktioniert alles. So, zu den einzelne Einstellungen, insbesondere nicht hierzu, sondern ich benutze das jetzt alles mit der Originalfernbedienung, völlig easy jetzt. So muss es sein, so wollte ich es haben. So, zu diesen Einstellungen kommen wir nachher nochmal. Da gehe ich mit euch nachher nochmal durch. Hat sich doch einiges geändert, ist doch einiges anders. Ich werde mit euch jetzt mal hier schnell durchgehen, durch die Menüstruktur. Ja, wir wissen ja, hier oben links ist das übliche Android-Menü. So, aber das ist ja nicht so wichtig. Das eigentliche Menü, was für uns wichtig ist, also eine Android TV-Box, finden wir hier vorne im App-Drawer. Den findet ihr, den App-Drawer, wie gesagt, unter Apps. Und zwar ist das dieses kleine rote Teil hier. App Drawer. Zack. So, und da findet ihr die Einstellung und das ist für uns entscheidend. Moment. Einstellung. So, das ist für uns entscheidend. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Genau. Also da sausen wir jetzt mal einfach durch. Ja, oben seht ihr Netzwerk. Da muss ich nicht viel zu sagen. Google Chromecast geht wohl auch. Aber ausprobiert habe ich es noch nicht. Ton, Systemtöne sollen abgespielt werden, Surround Sound soll abgespielt werden. Na, jachten wir jetzt einfach mal so durch. Hier kann man die Apps wieder deinstallieren, alle, die man so installiert hat. Speicher verwalten, hier kann man sich den Speicher angucken. Und die Karre auf Werkzeugreset zurücksetzen. Hier wird nochmal aufgezeigt, welche Apps wie viel Speicher verbrauchen. Hier unten stellt man auf Einstellungen wieder zurück. Das findet man unter Speicher verwalten. Dann findet man noch die Info, wenn man ganz nach unten geht. Zack, findet man seine Bildnummer. Wenn man da öfter draufklickt, 7-mal oder sowas, dann steht hier, okay, du bist jetzt Entwickler. Ja, habe ich schon gemacht. Android 8.1, klar. Hier seht ihr die ganzen taktischen Daten. Ne? Neu starten, Gerätename, den haben wir ja am Anfang spezifiziert. Den kann man hier natürlich nochmal wieder verändern, wenn man es denn möchte. Das möchte ich nicht. Jo, gehen wir weiter runter. Datum, Uhrzeit. Automatische Uhrzeit aus dem Internet beziehen. Und das stimmt nämlich nicht. Obwohl, das stimmt doch. Die Uhrzeit stimmt. Nee, stimmt. Brauchte ich gar nichts verändern. Wunderbar. Hat automatisch erkannt. Sprache, Deutsch. Wissen wir ja. Tastatur. Leanback-Tastatur. Kann man für die Tastaturen verwalten. Dann hat man hier den Startbildschirm. Kann man verschiedene Einstellungen auch noch vornehmen. Hier hat man die Suche. Ja, Safe Search Suche, hier kann man so
Die Google-Erkennung, anstößige Wörter sperren, das mache ich mal aus. Die OK-Google-Erkennung, so kann man es natürlich auch machen, dass man einfach sagt, wenn die Fernbedienung auf dem Tisch liegt, OK-Google, ne, und dann startet er automatisch. Finde ich auch nicht so schlecht, das lasse ich mal an. Dann kann man sich noch die Berechtigung ansehen. Spracherkennung kann man hier einstellen. Genau, da waren wir ja gerade. Bedienhilfen kann man hier noch Bedienhilfen aktivieren. Das übliche alles. Druid-Settings, das sind die interessanten Settings. Die Druid-Settings, ihr seht es schon, das sind die Sachen für uns, die wichtigen. Hier kann man einstellen, das Display kann man sich einstellen in verschiedenen Auflösungen. Das geht hoch bis 4K natürlich, wenn ihr 4K-Fernseher habt. Kann man sich hier 1080p mit 24 Hertz, mit 50 Hertz, mit 60 Hertz, falls es ruckeln sollte, das Bild. Deep Color kann man hier einstellen, in diesem Fall nur off. Die Color Settings kann man hier einstellen. Das kennen wir auch noch von der alten Stock-Firmware. Dolby Vision kann man aktivieren. Ja, Screen Position kennen wir auch, muss ich nicht viel zu sagen. HDR zu SDR ist auf Auto. Dann haben wir noch SDR zu HDR, habe ich off. Oder ist auch defaultmäßig off. Das war dieser wichtige Punkt, damit er nicht ständig umstellt auf Koreanisch irgendwann. Dieses untere Auto Change Language. Das müsst ihr auf jeden Fall ausschalten. Und das würde ich auch gleich nach der Ersteinrichtung machen, so wie wir es auch getan haben. Den Rest könnt ihr so lassen, wie es ist. Playback Settings, HDMI, das kennen wir ja auch schon mit dem Part Mode und dem Toll Mode, dass der Fernseher sich dann automatisch auf die entsprechenden Modis einstellt. Ich mache das mal wieder auf Off. Dann haben wir Audio Input. Ja, Dolby Sounds Line, Digital Audio Format. Ich mache das mal Auto. Ja, DDS und. Da kann man also auch den optischen Ausgang hier unten benutzen. Das ist natürlich gut. Das sind die ganzen Einstellungen vom Stockraum ist quasi hier noch mit drin. Also man kann die Kiste komplett wie gehabt konfigurieren. Das ist natürlich toll. Power Key Definition, in Sleep Modus gehen, wenn man die Power Taste drückt oder Shutdown oder Restart. Ich mache mal Shutdown, dass er dann komplett runterfährt. Den Root-Switch, die Kiste ist jetzt geroutet, kann man natürlich auch ausschalten, dann ist sie nicht mehr geroutet. Upgrade Bluetooth-Remote, da kann man noch eine Bluetooth-Remote einfügen, Bluetooth-Berechtigungsanfrage. Einstellungen, warte mal. Jo, klar. Bluetooth wird aktiviert. Ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Wir werden es erleben. Ui, scheint zu gehen. Eine Überraschung. Das werden wir nachher nochmal, da werden wir nachher nochmal was probieren. Picture Mode. Kann ich dieses Bluetooth auch, da werden wir nachher hingehen. Picture Mode ist Standard. Kann man natürlich Vivid machen oder was weiß ich. Custom Settings kann man hier auch noch einstellen, Kontraste und sowas, aber das ist natürlich nur, wenn euer Fernseher das unterstützt. Digital Noise Reduction, das stelle ich mal auf aus. Das war auf Auto. Es übernimmt da auch Backlight, könnt ihr auch lassen. Das ist die Backlight-Beleuchtung, auch nur, wenn euer Fernseher das unterstützt. Die wenigsten werden das können. Dann haben wir noch More Settings. Und da kommen wir nämlich hier hin. Und diese More Settings, wie ihr gerade seht, ist quasi nichts anderes, als wenn wir hier oben in die Einstellung reingehen. Das ist genau das gleiche. Zack. Gehen wir noch eins zurück. Das waren die Druid Settings. Also die Druid Settings sind genau die Settings, die wir im Stockholm auch haben. Die Entwickleroption ist klar, kennen wir alles beim Alten. Zubehör hinzufügen. Bluetooth. Zubehör. Suche nach Zubehör. Standort kann man eingeben. Sicherheitseinstellung kann man hier durchführen. Ja. Aus unbekannten Quellen. Machen wir mal an. Kann installiert werden. Nutzung, Diagnose. Ja, und das war's im Grunde auch schon. Dann sind wir hier mit den Standardeinstellungen fertig. Und ja, das ist also das quasi, wie wir es kennen. Das ist der Google Store für
keine Filme. TV-Shows, Merkliste. Filme und Serien. Kann ich noch, aber warte mal. Animationsfilme. Ah ja. Da hat man hier die Animationsfilme. Also ihr seht schon, das funktioniert allglatt. Drama. König der Löwen gilt als Drama. Na gut, okay. Also ist alles so schön sortiert, passt schon. Ne? Also das ist hier diese normale, moderne Oberfläche. Die finde ich echt cool. Und man kann das natürlich auch, wie ihr seht, auch alles verschieben. Warte mal, seht ihr eigentlich den gesamten Bildschirm? Nö, ne? Doch, müsst ihr ja nicht sehen. Ja, dann kann man das natürlich alles nach oben verschieben. Seht ihr zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte das so sortiert haben. Ne? Und so weiter und so fort. Also da kann man tausend Sachen einstellen, wie man es von Android TV kennt. Und hier sind eben die Android TV Apps, allerdings auch der App Drawer. Und diese App Drawer ist natürlich sehr, sehr interessant, weil hier werden natürlich alle Side-Apps installiert, die eigentlich nicht für Android TV gedacht oder auf Android TV optimiert sind. Jo, zum Beispiel auch Kodi findet man da drin. Könnte man dann natürlich auch nach oben setzen, dass man sagt, pass mal auf, ich möchte Kodi in die oberste Reihe haben. Das funktioniert dann natürlich entsprechend auch. Warte mal, das ist doch. Und zack, habe ich hier Kodi drin. Das sind ja so meine Standardanwender. Kodi ist eigentlich meine Lieblings-App im Grunde genommen. Der Rest interessiert mich eher weniger. Klar, ein bisschen streamen werde ich auch, aber das ist nicht ganz so meine Anwendung. Aber so habe ich eben das Gleiche, was ich quasi auch schon in der Nikool KM3 hatte und was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Allerdings ist es natürlich auch sehr geil, dass ich hier auch weiterhin Apps installieren kann, die eigentlich gar nicht dazugehören. Die eigentlich nicht zu Android TV-Geräten gehören, sondern ganz normale Standard-Apps. Und eben die Möglichkeit hier habe, über die Einstellung auf die Standardeinstellung zuzugreifen, wo uns dann natürlich interessiert die Droid-Settings. Und wie gesagt, das kennt ihr alles. Das sind ja die Sachen, die in der Box vorher drin waren und die sind auch alle drin geblieben. Das ist auch gut so und wichtig so. Und da sagte ich ja, war das unter Display? Nee, Quatsch, das war unter... wartet mal. Genau, unter HDMI CEC. Da müsst ihr auf jeden Fall, setzt da keinen Haken rein, unter Auto Change Language. Da dürft ihr keinen Haken reinsetzen. Wenn ihr das macht, stellt er sich zurück auf Koreanisch. Dann habt ihr nur noch koreanischen Salat auf dem Bildschirm. Jo. So, und mit der R-Maus nachher, wenn ich die R-Maus bekomme, dann kann ich ja alles ganz bequem machen und auch reinquatschen. Das kann ich ja mit der Fernbedienung jetzt nicht. Ja, und das war im Grunde genommen die ganze Geschichte. Also, die neue Filme gefällt mir aus. Diese ATV Experience Firma, die gefällt mir ausgezeichnet. So, und jetzt mache ich die Karre mal aus. Jetzt haben wir sie so eingestellt, dass sie ausgeschaltet wird. Tut er jetzt. Bumm. Und dann melde ich mich gleich wieder. Peace, meine Lieben. Eine neue Unterbrechung aus aktuellem Anlass. Meine Fernbedienung ist angekommen. Meine R-Maus. Die muss ich euch vorstellen. Das passt natürlich auch ganz gut zu dem Thema der A95 X Max Box. Und zwei Sachen möchte ich euch zeigen. Ich möchte euch die R-Maus zeigen. Die ist echt cool. Die ist die letzten Tage hier angekommen. Ich bin mittlerweile am Videoschnitt für dieses Video. Das wird ein riesiges Monster. Ich glaube, wenn ich das ausgerendert habe, sind das 50 GB, die ich hochzuladen habe. Also Minimum 50 GB bei der Lauflänge, die ich zu YouTube zu laden habe. Also das ist schon ein riesen Brocken. Mal gucken, ob YouTube damit klarkommt. Vielleicht kürze ich das auch noch, dass ich den Anfang vielleicht noch komplett rausnehme, den Smalltalk-Part. Muss ich mal schauen. Oh, ich lasse ihn drin. Wir kriegen das schnell hin. Also da bin ich ja flexibel. Also ich stelle euch jetzt die R-Maus vor. Also ich hatte ja gesagt, die ist im Zulauf. Sie ist jetzt angekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, überall alle Lampen ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein astreines Teil. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen, Energy, ne? Energy Drink mir reinhauen. Ja, wie findet ihr dieses Video bis jetzt? Kleine Frage. Hier ist ja was zu sehen gewesen. Und hier auch. Das finde ich gut. Daumen rauf, würde mich freuen. Ein Abo würde mich natürlich auch freuen. Und natürlich die Klingel anmachen. Ihr habt es eben gerade gesehen.
Ja, also zwei Themen will ich jetzt reinschreuen. Ich werde euch jetzt diese Air-Maus vorstellen. Die ist echt klasse. Die passt wie Arsch auf einmal zu der Box. Im Vergleich zur Originalfernbedienung ist das ist die richtige, also das ist die Fernbedienung. Sie klappert auch ein bisschen. Ich werde euch noch zeigen, warum. Das Klappern werden wir gleich sozusagen entfernen. Und zum Zweiten werde ich euch noch zeigen, wie man die Festplatte einstellen muss. Die interne Festplatte, die man einbaut. Ich will da ja eine 1,75 Terabyte Platte einbauen. Dazu suche ich jetzt gerade noch eine 5 Terabyte 2,5 Zoll Festplatte. Die letzte habe ich mir bei Medibugs gekauft, schon gar nicht so lange her. Ich werde einfach von meinen anderen Archivfestplatten, da werde ich eine öffnen, die schlachten und die da einbauen. Nun habe ich festgestellt, dass wenn man auf der Festplatte schon Content drauf hat, Videos zum Beispiel, MKT-Videos oder sonst irgendwas oder Musik, dass das übernommen wird, dass man es abspielen kann. Das funktioniert wunderbar, hat aber einen Nachteil. Die Festplatte ist aufgrund der Android-Restriktion, das ist ja ein Linux-System, nicht beschreibbar. Da kann man, also man kann machen, was man will, man kriegt da keine Daten raufgeschrieben. Das ist natürlich scheiße, weil ich hatte ja gesagt, ich will das ja so machen, dass ich über das Netzwerk die Daten, Filme zum Beispiel, von meinem Haupt-PC oder von meinem Handy oder von außerhalb auf die Box spielen will. Dass ich da einen FTP-Server drauf laufen lassen will und möchte die Bilder, die Bilder oder die Videos oder was auch immer aus der Ferne übers Netzwerk auf die Festplatte der Box kopieren. Das gestaltet sich eben wegen der Restriktion ein bisschen schwierig, weil eben es nicht möglich ist, Schreiben auf die Platte zuzugreifen. Man muss die Platte in das Android-System einbinden. Dazu formatiert man sie über die Box, über das Android-System formatiert man sie einmal und verheiratet das, die Platte fest mit der Box. Was ja auch überhaupt kein Problem ist, die soll ja auch in der Box bleiben. Und dann kann man ganz bequem per FTP lesen ja sowieso, aber auch schreiben, auf die Platte zugreifen. Also ganz normal. Und hat dann eben kein Hauptspeicher mehr von 65 GB, sondern eben entsprechend 2 Terabyte, die man voll nutzen kann natürlich. Ja, also die Box ist mir schon mittlerweile, ich habe die ja jeden Tag im Einsatz, so schon richtig ans Herz gewachsen. Ich hatte, ihr wisst es, was mir eben nicht gefällt, war diese Fernbedienung, ist ausgemerzt. Diese Fernbedienung ist richtig cool, weil man einmal Spracheingabe hat, laber, der Google Assistant funktioniert, weil das Ding Mikro hat. Und man auch eine Air-Maus hat, also ganz bequem eine Maus steuern kann über die Hand, wie ich euch schon zeigte, wie mit meinem LG-Fernseher. Kennt ihr ja die kleine Fernbedienung. Jetzt schwenke ich mal runter und zeige euch diese Fernbedienung. Die übrigens, die sich nennt, also die habe ich gekauft, auch bei Banggood. Also wenn ihr euch die Box kaufen solltet, wie gesagt, es liegt eine Fernbedienung bei. Tut euch einen Gefallen, gebt die $8,69 noch extra aus. Das sind umgerechnet 7,82 Euro für diese Fernbedienung. Die ist echt geil. Diese Fernbedienung, dass die geil ist, das wusste ich. Dass die natürlich so geil ist, wusste ich nicht. Weil diese Fernbedienung wird auch den wesentlich teureren Systemen, zum Beispiel von der Firma Beelink, das sind deutlich teurere Systeme, liegt genau die gleiche Fernbedienung bei. Die ist echt toll. Die nennt sich G10 Gyroskop 2,4 GHz Google Assistant Voice Remote Control Air Mouse. Geil, ne? Hier seht ihr den Screenshot von Banggood. Nochmal, G10 Gyroskop 2,4 GHz Google Assistant Voice Remote Control Air Maus. $8,69 ist natürlich ein Witz, ne? $8,69 kostet die, sind umgerechnet 7,82 €. So, jetzt schwenken wir mal hier runter auf meine OP-Fläche. Das machen wir mal live. Zack. So. Jetzt haben wir hier mal auf die OP-Fläche geschwenkt. So, und dann seht ihr hier alles, was ihr sehen müsst. Ich könnte da ein bisschen dichter rangehen. Machen wir doch mal. So, das ist hier die Maus und das ist noch die Bedienungsanleitung, die beilag. Also da ist nicht ganz so viel dabei. Liegt in so einer Fluffy-Tasche, dass sie nicht zerkratzt. Die ist natürlich jetzt benutzt. Und hier seht ihr die Air-Maus. Und ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Licht hier aufgeben, ne? Wäre vielleicht gar nicht so doof, ne? Wenn ich hier noch das Ganze mal so hinstelle, dass hier ein bisschen Licht drauf gefasert wird. Ja, das ist, glaube ich, besser. Das hier ist diese Air-Maus. Die ist echt klasse, die liegt gut in der Hand. Die macht großen Spaß. Wird ohne Fernbedienung geliefert, aber mit einer chinesischen Bedienungsanleitung. Nein, ist nicht chinesisch. Auf der anderen Seite gibt es das Ganze auch nochmal in Englisch. Ja, also sie ist ein bisschen verstaubt schon, weil ich sie auch schon ein bisschen benutze. Sie hat auch so gummierte Tasten, sie liegt gut in der Hand. Sie hat einen guten Grip durch diese Gummierung hier oben. Hatten, wie ihr hört, das war die OK-Taste hier. Hat einen guten Druckpunkt und macht große, große Freude. So, das Klabbern hier drin, das ist in dem Batteriefach, das ist dieser Empfänger. Das ist also
die R-Maus mit dem 2,4 GHz Receiver. Den steckt ihr einfach, USB-Ports haben wir ja nur an der Box mehr als genug, in einen freien USB-Port rein. Konfigurieren braucht ihr gar nichts. Funktioniert sofort, Ast rein. So, und hier kommt zwei Batterien rein, Triple E war das, ne? Jetzt komme ich noch langsam mit klar. Ja, zwei Triple E Batterien, damit das Ganze auch funktioniert. Das machen wir mal. Und dann ist sie einsatzfähig. Und ihr seht es, dass sie einsatzfähig ist an der blinkenden LED. Seht ihr hier, ne? Wenn ich eine Taste drücke, dann seht ihr auch, funktioniert. Also er reagiert. Ja, also Konfiguration, das Ding in die, in den, das Teil, den Empfänger in die Android TV-Box stecken, in einen von den freien USB 3.0 Ports zum Beispiel, den USB 2.0 hinten habe ich noch nicht probiert, aber wir haben ja nun drei USB 3.0 Ports, das soll ja nun kein Problem sein, da steckt ihr das Ding rein und erledigt. Ja, Fernbedienung, kommen wir gleich zu. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung. So, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen dichter ran, damit ihr das noch mal seht. Hier steht es auch drauf, 2,4G R-Maus mit Voice Import. Macht im Zweifel ein Standbild von dieser Bedienungsanleitung, falls ihr da mal reingucken wollt. Und sie ist sehr, sehr übersichtlich. Das ist, auf der Rückseite ist es in Chinesisch und hier ist es in Englisch. Und hier steht eben auch drauf so Sachen wie zum Beispiel, dass man die Power-Taste, da kommen wir gleich noch zu, die kann man anlernen. Die hat auch noch eine Anlernfunktion. Die müsst ihr auch benutzen. Dazu braucht ihr nachher die Original-Fernbedienung. Sage ich gleich noch was zu. Und man kann natürlich auch den Mauscursor in verschiedenen Geschwindigkeiten konfigurieren. Hier wäre das dann, man drückt einfach die OK-Taste und Volumen-Plus-Button, also die OK-Taste ist die Taste in der Mitte, und den Volumen-Plus-Button, dann wird die Maus schneller, oder eben den Volumen-Minus-Button, OK und Volumen-Minus-Button, dann wird die Maus langsamer, und das kann man in drei Stufen einstellen, falls einem das zu schnell über den Bildschirm flitzt. Gibt es sonst noch irgendwas? Voice-Switch? Das ist klar. Dann hat man noch einen Low-Battery-Reminder, wenn die rote LED langsam flasht, dann, warte mal, und kleiner 2 Volt nachher hat, sollte sie ersetzt werden. Sie geht auch automatisch, und dann kann man die ganze natürlich noch automatisch kalibrieren, die ganze Fernbedienung wegen der Maus. Gibt es auch noch einen Kalibrierungsmodus, musste ich nicht machen. Macht ein Standbild, lest euch das selbst durch. Easy going. So, bumm. Warte mal, wie war das mit dem Anlernen? Lass mal überlegen. Das habe ich gleich als allererstes gemacht, funktioniert ganz wunderbar. Achso, um dieses Anlernen zu beenden, muss man die Delete-Taste, die ist hier unten, und die OK-Taste parallel drücken. Das mache ich nicht. Und den Power-Button muss man länger drücken, ne? Ja, genau. Okay, da weiß ich jetzt Bescheid. Dann kommen wir zur Fernbedienung selbst. Was hat sie für Funktion, was hat sie für Knöpfe? Also sie ist sehr, sehr übersichtlich. Ich zeige es euch mal so. Sie ist sehr, sehr übersichtlich. Hier oben haben wir den Power-Knopf. Dann haben wir hier, kann man hier mit dem Knopf die Maus ein- und ausschalten. Dann haben wir hier, da muss ich nochmal ganz kurz gucken, ja genau, Pause und Play ist klar, ne? Wenn man irgendwas abspielt oder hier YouTube-Videos guckt oder so, das kann man da Pause und Play machen als Beispiel. Man kann das natürlich auch mit den Cursor-Tasten machen. Hier ist Cursor rauf, Cursor runter, Cursor links, Cursor rechts, wie wir es quasi auch von dieser Fernbedienung hier kennen, von der Original-Fernbedienung, genau das gleiche Spiel. Das ist die Zurück- und Home-Taste, die ist kombiniert, das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Einmal kurz drücken, springt man aus dem Menü zurück, und wenn man diese Taste länger drückt, landet man, egal wie tief man in den Menüs sich rein verschachtelt hat, wenn man diese Taste etwas länger drückt, also so, landet man wieder im Hauptbildschirm. Dann haben wir hier noch diese Menü-Taste hier, das ist eine Menü-Taste, habe ich noch keine Anwendung gefunden, wofür man die braucht. Die rote Taste in der Mitte ist zum Quatschen, um den Google Assistant oder wenn man in irgendeiner Websuche ist, auf das Mikrofon raufklickt irgendwie oder, nee, das ist, nee, der Google Assistant ist das, und der Rest funktioniert dann nachher einfach, indem man das manuell aktiviert. Nehme ich mal an, ich weiß das gar nicht so genau. Nee, das ist der Google Assistant hier, der Google Assistant Knopf. So war das. Hier kann man noch die Lautstärke der Box laut leise, kann man dann noch so ein bisschen regeln, wenn man das möchte. Hier kann man Page Up, Page Down scrollen. Hier hat man eine Backspace-Taste. Die Delete-Taste ist eine Backspace-Taste, und hier ist die Mute-Taste, also um den Ton zu muten. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Ja, also was die Fernbedienung, wenn ihr den jetzt in den Receiver in eure Box reinsteckt, ist die Fernbedienung sofort einsatzbereit. Das Einzige, was ihr nicht machen könnt, ist eure Box zu starten und zu stoppen über die Power-Taste. Die muss man anlernen, und diese
Box hier, die funktioniert ja per Funk bis per 2,4 Gigahertz. Allerdings ist hier auch noch eine Infrarotdiode verbaut, ein Infrarotempfänger. Und ich nehme auch an, dieser Infrarotempfänger ist auch ein Sender. Jedenfalls kann man die Power-Taste programmieren. Und dazu muss man einfach nur die Power-Taste ein paar Sekunden gedrückt halten, bis die LED hier blinkt. Und dann, wenn das passiert, hier die Power-Taste einmal drücken. Und dann ist die Power-Taste entsprechend identisch programmiert zu der Power-Taste der Originalfernbedienung, um die Box einzuschalten und auszuschalten. Wir können es ja mal machen. Ich drücke da mal. Sie blinkt dann irgendwann. Seht ihr? Jetzt blinkt sie. Und jetzt drücke ich die Power-Taste hier von der Originalfernbedienung. Ihr habt gesehen, sie hat eben einmal kurz dreimal geblinkt und das war's. Also sie ist jetzt programmiert, dass ich damit die Box starten und stoppen kann. Also wir haben jetzt, ich kann es dann nochmal machen und vielleicht nochmal dichter rangehen. Das wäre vielleicht gar nicht so ganz so doof. Dann könnt ihr es nochmal genauer sehen. Programmieren der Ein- und Ausschalttaste, drücken, bis sie blinkt. Seht ihr? Blinkt sie ein paar Mal. So, jetzt ist sie im Bereitschafts- und im Lernmodus und jetzt drücke ich einfach nur diese Taste hier. Habt ihr gesehen, sie hat eben ein paar Mal geblinkt und dann geht sie in den normalen Blinkzustand wieder zurück, um Aktivität zu zeigen. Also, sie ist jetzt einsatzbereit. Dieses Blinken ist übrigens normal, das findet die ganze Zeit statt, solange ihr die Fernbedienung benutzt. Das schaltet sich nachher automatisch ab. Dann geht sie in so eine Art Schlafmodus. Jo, also wirklich übersichtlich, sie liegt gut in der Hand. Das Bedienkonzept ist klasse, macht schon Spaß. Ach so, und dann kann man eben, wie gesagt, die Maus natürlich auch einstellen, indem man die OK-Taste drückt und parallel dazu die Volumentaste. Plus, das signalisiert er dann mit ein paar Mal Blinken, dass er dann Einstellung verändert hat. Damit macht man die Maus schneller. Und wenn man die OK-Taste drückt und Volumen-Taste parallel, blinkt er wieder. Damit macht man die Maus langsamer. Dann kann man das Ganze so ein bisschen an die Geschwindigkeit auf dem Monitor einstellen. Ich kann euch das Ganze mal demonstrieren, wie das funktioniert. Dazu schwenken wir gleich mal zum Fernseher. Ich mache jetzt hier mal aus, also mir kann man zu der Fernbedienung nicht sagen, also sie ist wirklich toll. Das Ding stecke ich jetzt gleich mal in meine Box rein, dass sie einsatzbereit ist und dann zeige ich euch mal, dass das Ganze so funktioniert und wie es funktioniert. Mit Cursor-Taste, also mit dieser Maustaste, mit dem Mauspfeil, da schaltet man den Mauspfeil an und wieder aus und kann dann eben über ganz normale Bewegung hoch, runter, rechts, links, also R-Maus-mäßig über die Luft sozusagen seinen Mauszeiger steuern und auch auf dem Bildschirm hin und her scrollen. Also sich irgendwas schnappen, die OK-Taste gedrückt halten und nach links schieben oder nach rechts schieben oder noch den Bildschirm nach oben schieben oder den Bildschirm nach unten schieben. Also es ist wirklich intuitiv astrein gelöst. Also das geht mit der nicht. Vielleicht geht's doch, ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls nicht rausgefunden. Intuitiv ist bei dieser Fernbedienung anders. Sie ist total überladen. Und anstatt so einer Fernbedienung, die kann ich jetzt wieder in den Originalkarton packen, die brauche ich nicht mehr. Benutze ich nur noch diese Fernbedienung. Die ist echt toll. Ne? Sie ist klein, einfach zu bedienen. Im Grunde genommen hat man nur die Maustaste und hat rechts, links, hoch, runter. Und vor allen Dingen eben die Google-Suche, die funktioniert. Und hier oben ist noch ein Mikrofon eingebaut, hier vorne. Hier ist auch noch ein Mikro drin. Genau. Das eine ist ja das Loch für die LED, für die blinkende LED, damit du weißt, dass sie jetzt an ist. Und hier haben wir, jetzt sieht das aus, aber sobald ich irgendwas drücke, seht ihr schon wieder, aha, alles klar. Ist natürlich auch nachts prima, dann weiß man, okay, da ist oben und da weiß man ungefähr, wo die Tasten sind, da unter der blinkenden LED. Aber man spürt es auch hier, dass in der Mitte dieser OK-Knopf ist und findet dann automatisch sich zurecht. Also es hat bei mir nur 15 Minuten gedauert und dann war das Ganze schon so verinnerlicht, dass das also wie ein verlängerter Arm ist. Ne? Genau sowas habe ich gesucht und das mit gutem Druckpunkt, sehr griffig und das Ganze für $8.69 bzw. 7,82 €. Echt toll. Und das schauen wir uns jetzt mal an auf dem Fernseher. Bis gleich. So, nun befinden wir uns hier auf der Glotze. Ihr seht, es hat sich auch schon so ein bisschen was verändert. Und also mit rechts, links. Ich benutze jetzt diese Fernbedienung. Ihr schaut selbst. Das ist sie ja hier. Und ihr seht auch schon, die Maus saust hier schon rum. Und die kann ich natürlich auch ausschalten, indem ich hier auf diesen Mauszeiger drücke. Jetzt ist sie ausgeschaltet und ich kann ganz normal hin und her zappen. Und ihr seht auch gleich, dass die Maus verschwinden wird. Das warten wir mal ganz kurz ab. Also die Maus blendet sich nachher irgendwann aus. Seht ihr? Jetzt hat sich ausgeblendet. Die müsst ihr nicht irgendwie abschalten. Also ihr deaktiviert sie nur,
einmal ganz kurz und dann schaltet, deaktiviert sie sich von dem Bildschirm. So, nun gehen wir mal und schauen wir mal hier so ein bisschen rum. Ich kann ja mal was eingeben. Ich mach mal die Google Assistant. Google Assistant kann man natürlich auch oben benutzen zum Quatschen. Das mache ich mal wieder aus. Aber man kann natürlich auch diese Lautsprecher, also diese Mikrofontaste drücken. Das tue ich mal. Wie spät ist es? Es ist 0.40 Uhr. Okay. Wie spät wird es morgen? Ach, Quatsch. Scheiße. Das ist natürlich Unsinn. Jetzt habe ich mich versabbelt. Wie wird das Wetter morgen in Kiel? Am Sonntag wird es in Kiel bewölkt bei Temperaturen zwischen 4 und 5 Grad. Also ihr seht, es funktioniert. Ich kann dann natürlich jetzt wieder rausgehen. Das gleiche funktioniert natürlich mit dem Sabbeln, auch wenn man zum Beispiel bei YouTube ist oder so. Ne? Man geht zum Beispiel auf YouTube und man sucht da zum Beispiel irgendwas, dann kann man das natürlich manuell eintippen. So, da haben wir ja die Suche. Und dann kann man jetzt zum Beispiel, da kann man zum Beispiel hier rauf gehen und irgendwas auf das Mikrofonsymbol gehen und irgendwas einsprechen. YouTube-Channel von Michael Pelitschke. Seht ihr? Hat er erkannt. Oder, was gibt's noch? Rise of Skywalker, ne? Können wir mal probieren. Zeige Trailer von Star Wars 9, Rise of Skywalker. Da, das sind die Trailer von Rise of Skywalker. Also, funktioniert alles wunderbar. Funktioniert das auch mit Wonder Woman? Lass mal gucken. Trailer Wonder Woman 1984 in Deutsch. Zack, da haben wir es. Also, es funktioniert erst rein. Also, genauso wie bei der Mikool Box. Also, genau das Gleiche. So, wenn ich jetzt länger die Home-Taste drücke, also diese linke Taste, was ich vorhin sagte, komme ich wieder ins Hauptmenü. Also ihr seht ja hier, wenn ich irgendwo im Menü stecke und drücke einmal zurück, dann springt er wieder zurück, also nur einen Schritt zurück. Und wenn ich sie länger gedrückt halte, springt er wieder ins Hauptmenü. Sind wir jetzt wieder. So, und dann kann ich natürlich mit den Hoch-, Runter-, Rechts-Links-Tasten hier so rum navigieren. Wenn ich eben, wie gesagt, die mittlere Taste gedrückt, dann springt der Google Assistant an, ne? Wie alt ist Harrison Ford? Harrison Ford ist 77 Jahre alt. Wie alt wurde Carrie Fisher? Carrie Fisher wurde 60 Jahre alt. Ist nicht alt, ne? John Williams, ne? Der den Score geschrieben hat. Wie alt ist John Williams? John Williams ist 87 Jahre alt. Ei, heftig. 87 ist der Kerl schon. Aber doch hat er sich gut gehalten. Naja, so ein bisschen wie der Perle, ne? Ja, also ihr seht, das funktioniert erst rein. So, springen wir mal wieder raus. Und nun starte ich mal Join. So, und da war ja nun das Problem bei Join, dass man nicht hoch und runter scrollen konnte bei der App. Das war so ein bisschen problematisch. Ja, hier ist Join, wie ihr seht. Zack. So, und dann geht es ja nach unten noch ordentlich weiter. So, jetzt starte ich die Maus. Jetzt seht ihr hier die Maus. Könnt ihr sehen, ne? Rechts, links. Das machst du, also macht man in der Luft sozusagen, ja, als R-Maus, hoch, runter. So, und jetzt kann man sich den unteren Bereich schnappen, mit der OK-Taste festhalten. Und dann das Ganze, wie ihr seht, nach oben und unten schieben. Also wie mit einer normalen Maus auch. Also ich schiebe es jetzt nach oben und lasse es los. Und so kann man sich dann da durcharbeiten. Ja, wo geht man in den freien Bereich rein, hält das fest. Dann geht man nach oben und schiebt das immer weiter nach oben und kann das Ganze natürlich auch ein bisschen Schwung machen. So, und dann hat man hier natürlich, seht ihr, mit rechts, links geht's auch. Man packt da einfach rein. Ich geh mal ein bisschen höher in die Mitte. So, man packt da einfach rein und dann kann man die Sachen hin und her schieben. Genau das gleiche natürlich auch hier mit den Serien. Ne? Also man kann die Sachen nach rechts und nach links schieben, ganz bequem. Man kann die Sachen nach links, rechts schieben. Man kann die Sachen nach oben und unten. Nach oben und unten packen und quasi ganz gemütlich hier durchgehen. Gehen wir mal auf die D-Max
Upsala. Gehen wir mal auf die D-Max-Webseite. Mediathek. Also wo ist D-Max? D-Max, D-Max. Wartet mal. Gold. Hab ich gesehen, hier war D-Max. So, und da kann man natürlich hier auch, wie ihr seht, alles ganz bequem durchzappen. Und ja, kann eben hoch und runter, rechts und links, alles möglich. Hier gibt es kein rechts und links, hier wird das alles nach Kacheln angezeigt, weil wir da in der Mediathek sind bei D-Max. Da kann man sich dann das entsprechende raussuchen. Das funktioniert also wirklich intuitiv, astrein. So, dann kann man wieder rausgehen, Maus ausschalten, wenn man damit durch ist. Also das ist dann, wenn man so Anwendungen hat, wo man eine Maus ganz gut gebrauchen könnte. Wie gesagt, die Maus, die jetzt auf Kodi oben zu sehen ist, also ich jetzt hier nochmal, ich klicke sie mal hier vorne hin und schalte sie aus. Ich habe sie jetzt in so einer mittleren Geschwindigkeit eingestellt. Also da kann man schon sehr, sehr, ihr seht es, sehr, sehr präzise zum Beispiel in die Einstellungen eingehen. Wollen wir nicht? Die Einstellungen wären ja hier gewesen und dann hier unter Einstellung. Genau. Also das funktioniert alles ganz, ganz wunderbar. Und jetzt gehen wir wieder raus. Und jetzt parke ich die Maus mal hier oben, mache sie aus. Jetzt habe ich sie ausgemacht. Und jetzt wartet man ein paar Sekunden und die verschwindet automatisch. Also sie wird als Overlay eingeblendet, aber nicht dauerhaft. Sie verschwindet gleich wieder. Wartet, falls ihr es vorher nicht gesehen habt. So, sie ist jetzt weg. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon. Jetzt sehen wir uns gleich auf der Couch wieder, denn ich werde noch mal was sagen zu der Festplatte und wie man die einrichtet. Bis gleich. Ja. Da bin ich wieder. Hier ist die Box und hier seht ihr, habe ich den in einen von den Ports, habe ich den kleinen Empfänger eingesteckt. Also wunderbar. Wird wahrscheinlich auch hier hin funktionieren, USB 2.0 Port. Übrigens, die Fernbedienung hat tatsächlich, ich kann euch das mal demonstrieren. Ihr müsstet das sehen. Ihr müsstet das eigentlich sehen können. Ich versuche das nochmal mit dem Handy aufzuzeigen, um die Box zu starten. Brauchst du natürlich einen Infrarotsender. Und, warte mal. Also sie funktioniert ja per Box, also es wird dann wahrscheinlich bei der Kamera genau das gleiche sein. Ach, kann ich ja direkt machen, ich seppel. Ja, da könnt ihr sehen, ne? Deswegen muss dieser, das ist der einzige Knopf, der programmiert werden muss, weil der Power-Knopf funktioniert als Infrarot-Sender. Der Rest funktioniert nicht per Funk. Schaut selbst, wenn ich jetzt auf irgendeine andere Taste drücke, also sie funktioniert jetzt, also sie ist jetzt in Betrieb. Passiert gar nichts, nur die Power-Taste. Deswegen ist es zwingend erforderlich, dass man sie eben anlernt mit der Originalfernbedienung. Ja, ganz, ganz wunderbar. Thema abgehakt, ne? Also diese Maus könnt ihr euch echt mit dazu bestellen. Macht es. Die 7,82 € tun nicht weh. Und sie sind eine nützliche Investition, weil ihr diese Fernbedienung nicht braucht. Und ich finde die echt kontraproduktiv. Die finde ich echt scheiße. Ne? Warum die nicht die beigelegt haben? Naja, egal. Ja, toppi. Ja, nun kommen wir zur Festplatte. Hier ist jetzt noch eine, weil ich, wie gesagt, meine 1,75 Terabyte Platte, hier ist noch meine kleine Festplatte, meine Testfestplatte, weil ich meine 1,75 Terabyte Festplatte, die liegt noch oben, die wird in diesen Kasten eingebaut und dann werde ich über das Netzwerk oder eben von außen meine aus meinem Fantech-Kasten, die Festplatte, die hole ich jetzt nicht, mein Fantech, die werde ich ausbauen und von außen anschließen und auf die interne Festplatte kopieren. Wie gesagt, Nachteil ist, in diesem Zustand, den wir jetzt hier haben, die Festplatte ist EXFAT formatiert am PC. Ich habe sie extra wieder platt gemacht für euch, um euch das zu demonstrieren. Die ist EXFAT formatiert. Wenn ihr da Daten drauf haben solltet, Filme drauf haben solltet, kann man die natürlich abspielen über die Box. Aber die Platte lässt sich nicht schreibend ansprechen. Also man kann da nichts draufschreiben. Das ist natürlich kontraproduktiv. Man will ja, aber man packt eine Festplatte rein, damit man was draufschreiben kann. Da war ich so ein bisschen rumforschen und gucken, wie kann man das am besten lösen, die ganze Geschichte. Und am einfachsten kann man das lösen, indem man die Festplatte einfach in das System einbindet. Also über die Box formatiert und in das System integriert. Dann hat man eben, das ist jetzt eine 165 Gigabyte Festplatte. Das ist eine recht kleine Festplatte. Die war mal in irgendeinem Laptop drin. Mal gucken, müsste hier irgendwo draufstehen, ne? Das ist eine Hitachi. 160 Gigabyte, glaube ich. 16 Köpfe. Steht das nicht drauf? Ja, 160 Gigabyte, natürlich steht es drauf.
Ist ja noch eine langsame mit dem S-ATA 3 GB pro Sekunde Port. Hier steht es drauf, 160 GB, falls ihr da mal gucken wollt. Hier vorne steht es drauf. Also eine 160er. Ja, sie wird auch normal erkannt, alles wunderbar, aber man kann nicht schreibend, aufgrund der Android-Restriktion, man kann nicht schreibend in diesem Format drauf zugreifen. Man muss die Festplatte in das System integrieren. Was eben überhaupt kein Problem ist, weil die Festplatte soll ja auch in meiner Box bleiben. Denn seit 10 Jahren ist auch meine 1,5 Terabyte, die ich in der Box habe, auch fest installiert. Ja, und dann hat man eben den Vorteil, wenn diese Festplatte in der Box integriert ist, man kann die Box jederzeit abziehen, nimmt das Netzteil mit oder nimmt ein anderes Netzteil, das könnte man auch. Ist ja nur ein 5 Volt, ne? 5 Volt System. Ja, nimmt man einfach ein stinknormales 5 Volt Netzteil, was man noch irgendwo so rum in der Bassbüchse rumliegen hat und drückt das zum Beispiel einem Kumpel in die Hand, ne? Damit man das dann nicht alles irgendwie hinter dem Fernseher abstöpseln muss. Und kann es dem Kumpel in die Hand drücken mit Fernbedienung und sagen, hier, das zum Beispiel alles drauf, was du dir angucken willst und sollst. ISO spielt das Teil natürlich auch ab, ISO-Dateien, überhaupt kein Problem. Ne? Also wenn ihr von euren Blu-Rays ISOs macht und von euren DVDs, überhaupt kein Thema, kann man alles abspielen. Ja, also wir haben jetzt die Festplatte eingebaut. Wir könnten sie jetzt lesend benutzen, aber wir wollen sie schreibend benutzen. Was muss man dafür tun? Das zeige ich euch gleich. Dazu schließe ich die Box da wieder an und dann melden wir uns gleich wieder mit dem Blick auf den Fernseher und dann werde ich euch das mal demonstrieren. Und dann werde ich euch auch noch zeigen, was für ein Tool ihr installieren müsst, zum Beispiel einen FTP-Server. Findet ihr in dem Play Store einen einfachen FTP-Server, den habe ich schon installiert und ja, den braucht ihr nur starten und das war's und dann ist die Box. Wir werden die Festplatte gleich integrieren in die Box. In das Android-System integrieren, denn kann man sie auch schreibend benutzen. Das werde ich euch auch noch zeigen oben an meinem IQ, wie das funktioniert. Und dann werden wir natürlich einen FTP-Server darauf laufen lassen. Und dann wäre die Box über das gesamte Heimnetzwerk oder auch sogar von außen aus dem Internet erreichbar, wenn man dann eine entsprechende Portweiterleitung durchgeführt hat. Oh. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken uns das auf dem Bildschirm an, wie wir die Festplatte so implementieren, dass man auch schreibend darauf zugreifen kann. Und das ist funktioniert, das werde ich euch gleich beweisen. So, meine Lieben, da sind wir wieder. So, wie bauen wir jetzt wie integrieren wir jetzt die Festplatte in das System? Dazu gehen wir erstmal in die Einstellung, und zwar beim AppDrawer. Da haben wir ja unseren Einstellungsdialog. Und dann gehen wir hier in den Einstellungen, gehen wir auf Speicher verwalten. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Soll aber nicht möglich sein, ne? So. Speicher verwalten. Und dann seht ihr hier ein Laufwerk, das nennt sich V, mit 160 GB. So. Und natürlich unseren normalen internen gemeinsamen Speicher, diese 64 GB, von denen verfügbar 55 GB sind. So, wir gehen jetzt erstmal auf V, Gesamtspeicher, das ist ja die Festplatte. So, nun kann man hier sagen, als Gerätespeicher löschen und formatieren. Und das werden wir jetzt tun. So, ja, bla bla, gehen alle Daten verloren. Also dann klicken wir auf Formatieren und USB-Speichergerät formatiert. Also das ist die interne Festplatte jetzt. Ne? Das dauert ein Momentchen. Bei einer großen Festplatte wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Das ist jetzt wie gesagt nur eine 160er, eine eher kleinere Festplatte. Das sind diese Moe-Effekte. Ne? So ist besser. Ne? Aber so. Ist ein bisschen unschärfer, aber dann habt ihr nicht diese hässlichen Moe-Effekte. So. Nun seht ihr, steht hier Daten auf USB-Speicher von Hitachi verschieben. Verschiebe deine Fotosdateien, App-Daten und auf das USB-Speichergerät von Hitachi. Das ist ja die Festplatte. Dies kann einige Minuten dauern. Einige Apps funktionieren während des Vorgangs nicht ordnungsgemäß. Machen wir trotzdem. Klar machen wir das. Jetzt verschieben. Dann haben wir alles. Man kann es auch noch später verschieben. Nö, wir verschieben es jetzt. Daten werden auf USB-Speichergerät von Hitachi verschoben. Ja, die App-Daten, ne? Warum sollen wir das System damit belasten? Lass das doch alles auf der Festplatte liegen. Und damit hätten wir die gesamte Festplatte jetzt fest in das Android integriert. Und somit wären wir auch in der Lage, auf diese Festplatte zu schreiben. Also man könnte jetzt außen, an eine von den anderen beiden USB-Schnittstellen eine externe Festplatte anschließen und die mit dem Total Commander auf diese Festplatte kopieren. Zack. So, dann sind wir jetzt durch mit dem Thema. Dass das funktioniert, könnte ich euch zeigen, indem ich jetzt auf den Total Commander gehe. Und dann schauen wir uns mal an, was wir denn da so haben.
Und hier seht ihr schon, wir haben hier ein USB-Gerät von Hitachi mit 145 GB. Und dann haben wir noch, natürlich noch unser Systemverzeichnis. Das ist aber für uns jetzt uninteressant. Jetzt gehen wir mal darauf. Und dann seht ihr hier schon die ganzen Ordner, Movies und wie sie alle heißen. Und in Movies werden wir nachher auch einen Film reinkopieren über FTP. So. Zack. Und wenn wir Kodi starten, haben wir, und zu Dateien gehen, dann seht ihr USB-Speichergerät von Hitachi. Da ist es nämlich, was sonst nämlich normalerweise nicht so einfach möglich wäre, wenn wir sie nicht integriert hätten. So, und dann haben wir hier diese ganzen Ordner, weil die Platte ja jetzt in das Android-System integriert worden ist. Das ist natürlich perfekt. Und Filme würde ich natürlich in den Movie-Ordner packen und Bilder in Bilder zum Beispiel, ne? Oder Podcasts oder sonst irgendwas, ne? Also hier kommen dann nachher irgendwelche Filme rein. Die werden wir nachher oben da mal reinkopieren in den Ordner. Ja, also ihr seht, das haut auch über Kodi hin. Jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü. Ja, was brauchen wir noch? Wir müssen den jetzt als Server laufen lassen, damit wir übers Netzwerk auf die Box zugreifen können. Dazu habe ich mir eine App runtergeladen. Die seht ihr hier. Hier ist sie, FTP Server. So, die findet ihr im Play Store. Ich kann, wenn wir schon machen, dann machen wir es richtig. Play Store. Und kann ich auch per Sprache, geht das auch? Ja, wunderbar, dann machen wir das doch. Moment. FTP-Server. Na wunderbar. Brauchen wir gar nicht eintippen. Und das ist, wenn ihr FTP-Server da oben reinsprecht, das ist die App, ihr seht es auch, da steht installiert, die ich hier laufen habe. So, wir gehen wieder zurück. Unter Apps. Und nehmen unseren FTP-Server. Den kann man übrigens auch, wenn ihr den öfter benutzt, kann man den natürlich auch hier hinzufügen. Ne? Ist klar. Nein, da habe ich mich jetzt vertippt. Entschuldigung. Kann man natürlich auch hinzufügen. Das ist unser FTP-Server. Buff. Haben wir den hier. So, und diesen FTP-Server, ja, da seht ihr oben links Username. Den kann man natürlich verändern. Seht es hier? Da könnt ihr euch einen Benutzernamen ausdenken, ein Passwort ausdenken, den Port würde ich so lassen. Wichtig ist, dass ihr einen Haken setzt unter Erlaube Write Permissions, also dass man auch auf die Platte, auf das Gerät schreiben kann. Daten aufschreiben kann, nicht nur lesend, sondern auch schreibend. Das ist ja unsere Anwendung. Und dann kann man das Ganze starten oder auch wieder stoppen. So, dann kann ich natürlich zurückgehen, wieder raufgehen. Seht hier selbst, das bleibt ja auch alles erhalten. Muss man nicht jedes Mal neu einstellen, das merkt er sich. Glaube ich zumindest. Allow Write Permissions. Moment mal. Ich starte das System mal neu. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Doch, ich habe es ausprobiert, bevor ich das System platt gemacht habe. So, jetzt ist es ausgeschaltet. Ich starte ihn gleich mal neu. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, alles Chico hier. So, dann gehen wir mal wieder nach oben zu unserem FTP-Server. Kann ich auch sagen, starte FTP-Server? Nee, ne? Starte FTP-Server. Ist ja geil. Also ihr könnt Sachen auch starten. Kann ich auch sagen, starte Kodi. Okay, oder der Burner, ne? Starte Kodi. Die Sprachbedienung ist für diese App nicht verfügbar. Aha, okay. Aber der FTP-Server funktioniert. Starte FTP-Server. Zack, da haben wir ihn wieder. Und ihr seht, er behält die Einstellung bei. Das ist natürlich eine super Sache. Und jetzt gehen wir auf Start. Und dann seht ihr hier die Adresse, die FTP-Adresse. FTP 192.168.1.49, das ist die IP, über den Port 2221. So, dann werden wir gleich drauf zugreifen und vom PC aus werden wir mal ein Video da rein kopieren in den Movie-Ordner. Und um nochmal ganz kurz zu gucken, wie viel Speicher wir frei haben, damit ihr das seht, dass es wirklich auf die Festplatte geht und nicht in den internen Speicher rein.
Schaut selbst. Speicher haben wir hier. Da unten steht's. 155 GB. Da muss ich mal aufstehen. Das ist in meinen Augen schlecht geworden. 155. Also wir haben noch 155 GB frei. Und wenn wir da jetzt gleich, was weiß ich, einen 10 GB File raufkopieren, dann müssen noch 145 stehen. Also müsste dann gleich weniger werden. So, wir werden uns gleich oben am PC sehen. Wir werden uns gleich oben am PC sehen und dann mal da was raufkopieren auf die Box. So lassen wir sie hier laufen und bis gleich oben im HiQ. So, jetzt befinden wir uns hier oben in meinem HiQ und nun wollen wir mal auf den FTP-Server zugreifen. Ich habe die Box gerade, den FTP-Server gestartet, bin wieder ins Hauptmenü gegangen und jetzt läuft unten gerade ein Film über Kodi. Also der FTP-Server, ich habe das nochmal ausprobiert, der FTP-Server läuft auch. Also während man Daten transferiert, muss man nicht auf Funktion des der Box verzichten. Man kann die Box ganz normal benutzen. Der FTP-Server läuft im Hintergrund weiter. Man muss sie bloß einmal manuell starten und dann geht man wieder ins Hauptmenü und macht eben das mit der Box, was man machen will. Streamt Sachen, guckt für sich Filme an und. Und der Server läuft weiter. Das demonstriere ich euch jetzt. FileZilla werde ich jetzt mal starten. Und wir wissen ja, die Box hat eine eigene IP, die 192.168.1.49 mit dem Port 2221. Und das gebe ich jetzt hier mal ein. Da gibt man ein FTP, /192.168.1.49. Benutzername wissen wir, hieß da User, war defaultmäßig, könnt ihr euch ja auch alles verändern. Pass war das Passwort, hieß Pass, P-A-S-S. Der Port war die 2221. Klicken auf Verbinden und wir haben eine Verbindung zur Box. So, sollte man das beenden, muss man das natürlich nicht jedes Mal, falls wieder neu starten, muss man das natürlich nicht jedes Mal alles neu eingeben, hier vorne, sondern kann im Reiter unter Quick Connect Leiste sieht die Adresse nochmal, also kann dann ganz bequem von hier so puff auf seine Box zugreifen und dann sehen wir den Inhalt der Box, sehen wir hier in dem Serverfenster. Und für uns ist der Ordner entscheidend SD-Card. Die Festplatte wird wie eine SD-Karte benutzt. Wenn wir auf SD-Karte gehen, sehen wir die ganzen Ordner. Alarms, Android, Crash, DCMI, wo ja normalerweise bei Android die Bilder reinwandern. Download, Movies, Music, Notifications, Pictures. Also das sind so unsere Ordner. Und haben wir Movie-Ordner. Da habe ich schon von meiner Kamera ein 4K-Video mal reinkopiert, testweise. Ich werde zusätzlich noch Mandalorian reinkopieren. Wartet mal ganz kurz. Mandalorian, den gesamten Ordner. Und schiebt man noch rüber. Und dann seht ihr hier unten in dem unteren Bereich, dass die Daten jetzt kopiert werden. Mein Netzwerk ist heute ein wenig lahm. Na gut, okay. Hier vorne läuft noch was anderes. Es läuft noch eine andere Datenübertragung. Also was mein Netzwerk so ein bisschen ausbremst. Ich werde jetzt mal die Klappe halten und diese Full-HD-Folge von Mandalorian, das ist Folge 7, die werden wir mal da gemütlich rein kopieren lassen und da halte ich mal die Klappe und spule das mal ein bisschen vor. Kann ich das auch größer machen? Nö, kann ich nicht. Na, vielleicht doch. So, jetzt sind wir schon bei 97% angekommen. Und über mein Stromnetz, über mein Lichtnetz, Stromzähler lief das Signal eben oder liefen die Daten in mein Hauptnetz rein, in mein Steckdosennetz. Funktioniert ausgezeichnet hier mit meinen Homeplugs. So kann ich jedes Gerät mit ausreichender Geschwindigkeit ans Netz bringen und ich habe es ja nicht eilig und wie gesagt, die Box, die kann ich unten benutzen, während ich kopiere, ganz normal. Jetzt haben wir hier in dem Ordner Movies auf
Das ist ja hier der Verzeichnisbereich unserer Box. In dem Ordner Movies haben wir jetzt einmal hier eine 4K-Datei und einmal Mandalorian als Beispiel jetzt rüber kopiert. So, und dann sind wir durch. Dann gehen wir mal runter und gucken mal, ob das auch funktioniert hat. So, meine Lieben. Das ist jetzt der Bildschirmschoner, der da gerade läuft. Aber im Hintergrund läuft immer noch der Server. Wenn ich jetzt hier rausgehe, Server läuft immer noch und ich kann eben ganz normal dann noch Sachen benutzen. Passt rein. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken. Ne, jetzt wollen wir als erstes erstmal gucken, was unsere Festplattenbelegung sagt und unser Speicher, ob das jetzt auch wirklich auf die Festplatte kopiert worden ist. Zack. Jetzt gehen wir mal hier in die Übersicht von unserer Festplatte und ihr wisst ja, 155 GB war es vorher und jetzt haben wir noch 149,6 GB. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Müsstet ihr ja nicht sehen können. Hier unten rechts 149 GB. So müsstet ihr es eigentlich sehen können. Das ist noch ein bisschen schärfer. Zack. Hier unten rechts. Ich zeige es nochmal. Also der Speicher von unserem Hitachi hat abgenommen. Sprich, die Daten sind wirklich auf die Festplatte gewandert. Und ich könnte jetzt noch mehr darauf kopieren natürlich. Ne? Ist ja logisch. Auch wenn wir das hier jetzt machen. So. Das war die Geschichte. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen mit dem Total Commander da rein und schauen mal nach, ob die Sachen hier auch liegen. Tun sie auch. Seht ihr, Mandalorian Chapter 7, also Folge 7 und eben mein mein 4K-Video. Ich könnte es jetzt direkt hier starten über den Total Commander. Das kann ich aber machen. Dann startet er automatisch Kodi und spielt es auch ab. Also ihr seht schon, das funktioniert allglatt. Also hat er ihn, seht ihr, ne? Aber das will ich ja gar nicht. Sondern ich will Kodi direkt starten. Gehe unter Dateien. Gehe hier an der Dateien, USB-Speichergerät Hitachi. Wir hatten es in Movies reingepackt. Und hier haben wir das Video direkt abgespielt, ohne den Total Commander. Also ihr seht schon, das funktioniert allglatt. So. Jetzt können wir natürlich auch auf Mandalorian gehen, wie ihr seht. Und das funktioniert auch. Ohne jede Funktion. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. So, das mache ich mal wieder aus. Also ihr seht, es funktioniert. Ich kann Daten übertragen und das soll erstmal reichen. Ich melde mich gleich wieder. Ja, da bin ich wieder, meine Lieben. Ihr habt gesehen, also die Fernbedienung hier, toppi. Also die Box ist jetzt genauso, wie ich sie mir gewünscht habe. Die Fernbedienung ersetzt diese Fernbedienung. Diese Fernbedienung werde ich wieder in den Originalkarton packen als Reserve-Fernbedienung. Ich brauche nur noch diese Fernbedienung. Die ist richtig cool. Ihr habt es gesehen. Also die funktioniert astrein. Bin ich sehr, sehr begeistert, sehr intuitiv. Wenig Knöpfe drauf, aber dafür die entscheidenden Knöpfe, die man wirklich braucht. Im Grunde genommen der obere Block. Die rote Taste eben ist auch nicht schlecht. Wenn man mal was wissen will oder was suchen will, kann man da auch nochmal schnell nach irgendwas suchen. Wie viele Einwohner hat New York? 8,623 Millionen 2017. Hi. Wie viele Einwohner hat Los Angeles? 4 Millionen 2017. Gar nicht so viel, die Hälfte, ne? Wie viele Einwohner hat San Francisco? 884.363 2017. Erstaunlich wenig, ne? Was haben wir noch da oben auf der Ecke? Seattle, ne? Wie viel Einwohner hat Seattle? Leerte hat 43.518 Einwohner. Ich spreche, glaube ich, ein bisschen undeutlich. Wie viel Einwohner hat Seattle?
724.745 2017. Unglaublich, ne? Wie viele Einwohner hat Berlin? Berlin hat 3.748.148 Einwohner. Also so Richtung LA-mäßig. Also funktioniert das rein. Das macht mir echt großen Spaß. Und auch die Maus funktioniert klasse mit dieser zuschaltbaren Mausfunktion, wo man die Maus auch noch... Also es war defaultmäßig, war mir die Maus erst zu schnell. Ich denke, ey, heftig, ne? Also wirklich so kleinste Bewegung und die Maus flitzt da über den Bildschirm. Aber das kann man ja konfigurieren. Ich hatte es euch ja gezeigt und ihr habt gesehen, die Maus läuft jetzt in einer anständigen Geschwindigkeit. Funktioniert echt toll. Das mit dem FTP-Server habt ihr auch gesehen. Völlig easy. So kann man dann aus dem Netzwerk von jedem PC die Sachen da einfach raufpumpen, die man darauf haben will. Man kann sich die Sachen angucken und der FTP-Server, wie gesagt, läuft im Hintergrund weiter. Ne? Also das, was ich euch vorhin gezeigt habe, der FTP-Server läuft. Der läuft jetzt immer noch. Und könnte ich dann darauf zugreifen. Ne? Also jetzt habe ich alles so, wie ich es haben will. Die Festplatte ist fest in das System integriert. Die Maus ist Spitzenklasse. Also diese R-Maus für 8,69 $. Also wenn ihr die Box kaufen wollt, macht es. Mit der Originalfirmware. Die Originalfirmware zusammen, auch mit dieser Fernbedienung, finde ich scheiße. Aber mit dieser ATV Experience Firmware und dieser Maus, also echt No-Brainer. Ne? Das ist echt No-Brainer. Also die Box finde ich richtig geil. Die ist jetzt genauso wie die Be Cool eigentlich noch cooler, weil sie natürlich sehr, sehr offen läuft. Ne? Sie ist geroutet. Man kann alle Android-Apps installieren. Man kann alle normalen Android-Apps benutzen. Funktioniert astrein, das Teil. Also sie kann mehr als die Be Cool und sie hat jetzt alles das, was ich haben will. Und hat auch noch dieses Android-TV, diese Android-TV-Oberfläche. Geht's doch besser? Nein, es geht nicht besser. Also mit dem Ding macht ihr echt nicht viel falsch. Und jetzt beende ich diesen kurzen Exkurs und wir machen im normalen Video weiter. Also mittlerweile, dieses Video mache ich jetzt, glaube ich, schon über... Oh, was denn? Also letzte Woche, Samstag, habe ich den ersten Part gedreht. Und seit einer Woche, ne? Und das ist jetzt schon der dritte Videopart, den ich mache. Aber gut, denn jetzt habe ich alles hier drin. Keiner macht Videos so wie Perle sie produziert. Und vor allen Dingen auch in der Ausführlichkeit. Also ihr bekommt ja bei mir das Wunschlos-Glücklich-Paket. Ihr habt's gesehen, ich erkläre euch ja nun wirklich alles, ne? Also wie gesagt, wenn ihr das geil finden solltet, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr zu viel Erklärung blöde findet, gebt mir einen Daumen nach unten. Aber das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Lieber ein bisschen mehr erklärt und gezeigt, erspart dann hinterher Fragen. Also ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst zur Box. Und jetzt machen wir im normalen Programm weiter. Und ich sag mal Tschüss, aber ich sage nicht Tschüss, es geht gleich weiter mit dem normalen Video. Peace, da bin ich wieder. In all der Frische ist das alles gerade hier, jo. Ja, ihr habt gesehen, die Box lässt sich einfach konfigurieren, jetzt einfach benutzen. Sogar mit dieser Fernbedienung hier, die mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, weil man da nicht reinquatschen kann. Aber ich habe mir noch eine R-Maus bestellt. Ich hatte es euch eingeblendet. Die ist im Zulauf, die ist noch nicht da. Ich nehme an, die wird nächste Woche kommen. Und mit der aktuellen, mit dieser ATV Experience Firmware gefällt mir die Box jetzt ausgezeichnet. Mit der Stock Firmware fand ich die nicht ganz so toll. Also machen wir das so, ne? Also ich finde die Box echt cool. Die Box ist geil. Die Box ist richtig geil. Insbesondere, weil man die 2 Terabyte Festplatte einbauen kann. Also finde ich echt super. Und mit der, wie schon gesagt, mit der aktuellen Firmware, mit der ATV Experience Firmware, finde ich die Box richtig geil. Diese Festplatte ist ja eine kleine Festplatte. Die will ich da jetzt nicht einbauen, sondern da kommt eine 1,75 Terabyte Festplatte rein. Und dann will ich da noch eine Software aufspielen, eine App aufspielen, wo ich das Ding anspringen kann als FTP-Server zum Beispiel, um dann per FTP oder per Samba Druid oder so aus dem Netzwerk die Sachen auf diese Festplatte, auf die fast 2 Terabyte Festplatte aufzuspielen. Ich glaube bis maximal 2 Terabyte unterstützt sie. Mehr will ich da auch gar nicht ausprobieren. Könnte sein, dass sie auch noch mehr verkraftet. Müssen wir mal testen. Aber 2 Terabyte auf jeden Fall. Und das ist ja genau das, was ich will. Und wie gesagt, die Stock-Firmware, die da drauf war, sie funktioniert, aber nicht mit dieser Maus. Nicht wirklich mit dieser Maus. Also mit dieser Maus, schon mit dieser Fernbedienung. Das funktioniert nicht wirklich gut.
Also finde ich jedenfalls. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, das normale Android TV zusätzlich noch mit den Mausfunktionalitäten, also mit irgendwelchen anderen Android-Apps zu benutzen. Also man hat einfach hier jetzt drauf ein Android-TV-System plus noch eben die Möglichkeit, alles andere zu installieren. Das ist natürlich perfekt. Und ihr habt gesehen, sehr, sehr aufgeräumt das Ganze. Eine sehr effiziente Firmware wurde da zusammengebastelt. Nicht überladen mit irgendwelchen Apps oder so. Die kann man natürlich auch noch, die Sachen, die einem da stinken, die man nicht braucht, die kann man natürlich auch noch deinstallieren. Also ganz, ganz wunderbar. Man kann sie sich jetzt frei konfigurieren und wirklich alles mit dem Ding machen. Hauptanwendungszweck ist für mich Kodi und dass ich das Ding halt in mein Netzwerk einbinde. Astrein zum Streamen oder auch, dass ich direkt darauf zugreifen kann von außen, dass ich Sachen raufschieben kann oder eben aus dem Netzwerk Sachen in die Box reinkopieren kann. Muss ich mal gucken, wie ich da jetzt im Einzelnen genau vorgehe. Das sollte eine leichte Übung sein. Jetzt bin ich natürlich nochmal gespannt, wenn jetzt meine sprachgesteuerte Maus kommt, wie die so funktioniert. Vielleicht liefere ich da nochmal ein kleines Review, so ein Mini-Review nach, um euch das auch nochmal zu demonstrieren. Die kostet ja nur $8. $8, $9 den Dreh. Meine Air-Maus mit Reinquatsch-Funktionalität. Bin ich mal gespannt, kann ich noch nicht zu sagen. Bin ich sehr, sehr happy jetzt mit dem System, mit der Firmware. Nicht ganz so happy war ich mit der Original-Firmware, aber so passt alles. Also wirklich eine tolle Box zu einem Preis, der auch nicht zu teuer ist, für 79,39 Euro bei Banggood. Link nochmal hier. Und wie gesagt, die Firmware, das, was ich euch gerade eben gezeigt habe, diese ATV Experience Firmware, findet ihr unter dem Video zum Download. Und wie es geht, hatte ich euch ja gezeigt. Ja, jetzt kommen wir mal langsam zu einem Ende. Das Video ist schon wieder lang genug. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir einen Daumen nach oben. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, gebt mir einen Daumen nach unten. Über Daumen nach oben freue ich mich natürlich. Das ist ja auch eigentlich die Regel. Ein paar drücken auch mal ganz gerne Daumen nach unten, weil sie mich einfach oder die Art meiner Videos nicht mögen. Einfach nur einen Daumen nach unten zu drücken, bringt persönlich nicht ganz so viel. Es sind ja nur zwei Leute. Sie begreifen es einfach nicht. Also dann sollten sie auch schon schreiben, warum sie mir den Daumen nach unten gegeben haben. Sagen einfach, Perle, du bist ein Idiot. Oder Perle, das Video war zu lang. Oder Perle, das Video war zu kurz. Dafür könnte man mir ja auch einen Daumen geben. Obwohl ich glaube nicht, dass es zu kurz ist. Ja, übrigens, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr noch abonniert, den Abonnieren-Knopf hier vorne drückt, anklicken und dann auch die kleine Klingel, die Bell, auch noch anklicken, damit ihr Bescheid wisst. Bell hat ein neues Video hochgeladen. Dann werdet ihr gleich informiert und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Und ihr seht, ich mache ja ziemlich interessante, denke ich mal, ziemlich interessante Reviews. Das ist wirklich ein interessantes Gerät im Vergleich. Das ist ja das hier im Vergleich zu diesem Gerät hier. Also das Ding hat mich ja richtig hart angefixt und eben dazu gebracht, dass ich dieses Gerät ist schon ziemlich geschlossen und ziemlich, also damit kann man eigentlich alles machen. Also das finde ich wirklich obercool. Nicht nur ich, sondern andere auch hier. Und die finden es so obercool, dass ich sie gar nicht wiederkriege. Aber diese Box erfüllt alles das, was ich persönlich haben will. Wie gesagt, man kann eine bis zu 2 Terabyte Festplatte hier einbauen. Sie hat jede Menge Anschlüsse. Sie hat jede Menge USB, also 3 USB-Anschlüsse. Also man kann damit alles machen. Und einen von den 3 USB-Anschlüssen werde ich eben missbrauchen für meine neue Air-Maus. Ne? Wo ich dann auch reinquatschen kann. Ne? Das ist echt ein Nachteil, dass man das hier nicht kann. Dass hier ein Mikrofon nicht oder hier kein Mikrofon verbaut worden ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist, wie es ist. Und wie gesagt, wir haben es jetzt gepimpt. Jetzt bin ich mit dem Google Assistant, kann ich das benutzen. Ich kann den Google Assistant oder die Quatschfunktion, kann ich im Grunde genommen, die ja hier nicht mit funktioniert, kann ich im Grunde genommen jetzt mit der Box einsetzen. Mir fehlt bloß jetzt die entsprechende Reinquatsch-Fernbedienung. Wie gesagt, 8 US-Dollar ist im Zulauf. Und dann auch noch gleich mit Mausfunktion, damit ich die Apps dann auch entsprechend benutzen kann. Ja, die Box, hardware-seitig toppi-toppi, sie ist auch schnell. Es macht richtig Spaß, Sachen damit zu gucken. Genauso viel Spaß wie mit der Box. Und ich könnte das natürlich auch nochmal so machen. Ne? Ja.
machen wir so. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, die Box ist toll. Anders kann ich nicht sagen. So, Daumen habt ihr jetzt mir nach oben gegeben, hoffe ich. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Abonnieren, vielleicht, das ist wichtig. Abonniert habt ihr diesen Kanal und dann sind wir im Grunde genommen auch schon durch. Dann habe ich euch das Ding jetzt so ein bisschen im Perle-Style so ein bisschen vorgestellt, ein bisschen chaotisch, wie üblich. Aber auch gleich wieder mit Bastelpart, mit Kabelbasteln aus Abfall, den man so zu Hause in der Bastelkiste liegen hat, funktioniert das rein. Und ja, Firmware-Updates auch möglich. Und wenn man keinen Bock drauf hat, kann man natürlich auch wieder auf die Stock-Firmware, die ihr hier unter der Videobeschreibung und in der Videobeschreibung im Download-Part auch noch mitgeliefert bekommt, könnt ihr sie auch wieder zurückflashen. Aber ich würde es nicht machen. Denkt bitte dran, HDMI, CEC-Settings, die automatische Language-Korrektur, die müsst ihr auf jeden Fall ausschalten, damit ihr da nicht das Koreanisch um die Ohren gehauen bekommt. Das passiert nämlich, wenn ihr die Box ausmacht und das erste Mal neu startet, habt ihr alles in Koreanisch. Ne? Das macht ihr dann automatisch, aber das ist in der Box ja auch eingestellt unter HDMI, CEC-Settings. Da müsst ihr auf jeden Fall diesen Schieber rausnehmen, damit das auch auf Deutsch bleibt. Ja, meine lieben Freunde, sonst habe ich weiter nichts. Also mir hat das Video eine ganze Menge Spaß gemacht mit euch. Es lief hier über 3 Tage in Summe. Von mir bekommt ihr auf jeden Fall für die Treue einen Daumen nach oben. Und dieses Video war sehr, sehr umfangreich, hatte verschiedene Themen, auch kritische Themen, spannende Themen, was die Hardware angeht. Noch spannendere Themen, dass man diese Hardware auch selbst ziemlich easy flashen kann. Ich meine, das ist schon cool. Und das habe ich noch in keinem Video gesehen, wie das funktioniert. Das musste ich mir hier so ein bisschen erarbeiten hier mit den ganzen Anleitungen, den ganzen Strippen und wie das funktioniert. Und habe ich jetzt an euch weitergegeben. Und ich bin der Erste in Deutschland, wahrscheinlich sogar weltweit, der das jetzt so gezeigt hat, wie ihr das gesehen habt. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Perle steht für Innovation und für gute Ideen. Ja. Das ganze Gerät fasst sich natürlich sehr plastikmäßig an. Ne? Das muss ich dazu aussagen. Es ist wirklich alles Kunststoff hier an dem Teil. Ne? Aber dafür macht es das Ganze natürlich auch sehr, sehr leicht. Ne? Also keine 200 Gramm oder 200 Gramm, glaube ich, wie das Teil. Oder 260, ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich sehr, sehr super leicht. Und das wird eben meine Fantech jetzt ersetzen. Mein Fantech Player. Nach dem Video werde ich hier eine 1,75 Terabyte Festplatte einbauen. Und dann werde ich das Ding noch ins Netz bringen, mit entsprechenden Servern bestücken und dann Geronimo, ne? Hau rein. Hau rein sozusagen. Also da kann man alles mitmachen. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Stellt sie mir jetzt. Stellt sie mir jetzt oder schweigt für ewig. Nein, habt ihr nicht. Und meine Brille ist dreckig. Oh ja, meine Brille ist ein bisschen schiedig. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Morgen gehe ich ins Kino, den neuen Star Wars Teil 9, den letzten Teil, angucken. Bin ich schon mal mächtig gespannt. Nee, warte mal, übermorgen gehe ich ins Kino. Nicht morgen, übermorgen. Und Sonntag bin ich wieder in Hamburg. Da habe ich wieder in privater Mission, in Hamburg habe ich da noch ein paar Sachen zu erledigen. Habe ich sonst noch irgendwas? Nee, sonst habe ich weiter nichts. Ich habe auch keinen Bock mehr. Jetzt ist das Video echt schon lange genug geworden. Jetzt kommt die gnadenlose Videonachbearbeitung. Ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich rauskürzen oder beschleunigen. Ihr werdet es gesehen haben. Ja, wie gesagt, von mir kriegt ihr 2 Daumen nach oben. Und wenn ihr mir 1 Daumen nach oben gebt, würde ich mich freuen. Und vor allen Dingen extrem freuen würde ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst mit der Glocke an. So, ich weiß, ich wiederhole mich. Also, haut rein. Peace, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Video. Und das nächste Video wird, ich verspreche es euch, wird die Instar sein. Die werde ich euch in aller Genauigkeit und in aller Feinheit wieder vorstellen. Und ja, freut euch schon mal drauf. Eine klasse Kamera, klasse Überwachungskamera, eine klasse Domkamera. Eine klasse Full-HD-Domkamera. Aber ein PoE-Gerät, das ist war das Ganze auch Neuland. Aber das ist so elegant und so effizient, dass ich da wirklich dran gefallen finde, weil irgendwann hat man nachher auch die Grenzen seines WLANs erreicht und da kann man mit diesem PoE-System natürlich eine Menge wuppen. Ne? Aber da komme ich dann in dem entsprechenden Video drauf zu sprechen. So, tschüss.
Tschüss, haut rein und haltet die Ohren steif. Sollten wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch ein angenehmes, tolles Weihnachtsfest und genießt die Zeit und sammelt Kraft für das, was da noch kommt, auch vom Berle. Und ja, tschüss, haut rein. Arrivederci, bye bye.